Das sind die Top 10 der besten Roblox-Suchspiele. Wir finden heute alle Sonic-Morphs, werden jeden Huggy-Wuggy finden und noch viele, viele andere Charaktere. Bleib bis zum Ende dran, denn ich werde dir alles zeigen, wo du alle Charaktere finden kannst. Los geht's! Ey, den Ort kennen wir hier, Kaspar. Guck mal, wo wir sind. Ja, wir müssen alle Marker finden und ich sehe hier unten direkt schon einen. Habe ich den letzten Mal gar nicht gefunden. Ja, auch hier, guck mal, Ballmarker. Was? Stimmt, habe ich da auch jetzt gerade den Ballmarker. Okay, der ist neu und... Ja, und hier sind auch voll viele auf dieser Karte verteilt, ne? Okay, überall hier sind Marker und die müssen wir alle finden. Warte mal, da unten siehst du dieses leuchtende Tor hier unten? Oder mal reingehen hier? Ja, oh, hier eine Galerie. Oh, und das ist... Ach... Ach, das sind alle Marker, die man finden kann. Okay. Lol. Okay, warte mal, was kommt hier? Was ist hier? Meinst du, wir finden noch einen Marker hier unten irgendwo? Glaubst du, so ein Galeriemarker oder sowas? Ja, ich könnte mir das eigentlich nur vorstellen, oder nicht? Oder nee, nein, glaube ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder nach draußen und gucken uns mal die ganzen Marker an. Okay. Ja, guck mal, hier ist eine riesen Pyramide. Guck mal, hier ist eine riesen Pyramide, Kaspar. Stimmt. Lass mal hingehen. Also meinst du, da sind irgendwo noch Marker? Ich sehe da jetzt schon einen Marker. Ja, was ist das für einer? Da vorne direkt, ja. Das ist der gebräunte Marker. Der ist gebraun. Okay, der Sandmarker, guck mal hier. Oder sowas, ne? Hier, okay, Kaktusmarker. Lol, einfach da drin versteckt. Alter, du siehst die auch gut, ne? Ja, ja. Da im Wasser sehe ich doch auch schon ein. Wie im Wasser. Wassermarker, hier im Wasser. Stimmt, du hast recht. Ja, Wassermarker, lol. Ja. Aber denk, wie kommen wir jetzt am besten zu denen hier oben ran? Gute Frage, vielleicht von der Pyramide von oben oder so? Ja, ja, lass mal nach oben gehen. Locker ist da oben so ein Pyramidenmarker. Ja, safe. Nee. Oder drin vielleicht. Guck mal, hier hinterm Baum sehe ich jetzt gerade erst. Oh ja, sich auch gerade voll versteckt, Alter. Alter, hier einfach. Was ist für einer? Das ist der türkise Marker. Ah, okay, gut, okay. Dann lass doch mal reingehen jetzt hier. Und, ja, hier geht's hoch. Hier sind direkt zwei Stück, oder? Oh mein Gott, ich sehe es direkt. Hier in der Ecke sehe ich einen. Und rechts ist irgendwas lila. Das ist ja sowas. Der Sand. Was ist denn das? Lila hier? Ja. Ja. Da kann man drücken. Ich drück mal. Jetzt ist der auch Knopf an. Wie jetzt? Wie ging das jetzt? Was glaubst du, was jetzt gerade passiert ist? Nee, also ich müsste jetzt nach oben gehen hier, bei der Pyramide vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Glaubst du, jetzt können wir erst nach oben gehen? Vielleicht müssen wir die Luke aufmachen oder sowas? Vielleicht war die oben. Hier, lol! Ah, du bist gegen eine Falle gelaufen. Ich bin da drüber gesprungen. Nein, oh mein Gott, ich jetzt habe ich den Tempelmarker bekommen. Ach man, ja, den muss ich mir auch noch kurz holen. Also auch, da bin ich ja direkt da runtergefallen. Aber ich frage mich, was dieser Knopf jetzt gerade bringt. Da ist halt einfach nur... Drück mal drauf, ich stehe gerade draußen. Drück mal drauf. Passiert hier irgendwas? Da war nur so ein Herz drauf. Hier passiert gar nichts hier draußen. Ist doch irgendwelche Attrappe oder so. Aber ich frage mich hier, wir müssen auch zu diesem Einkommen, ne? Zu dem da oben, meinst du? Ja, ja, wie kommen wir da hin? So, Tempelmarker hole ich mir hier auch mal. Sehr gut. Okay, jetzt wieder raus hier. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie, vielleicht können wir irgendwas finden, womit man fliegen kann oder so. Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwo sein, ne? Gut, dann lass mal weitergehen. Lass uns noch ein bisschen weitergucken. Was können haben wir denn hier, noch? Waren wir schon mal hier drin? Da rechts, meinst du, in dieser Höhle? In dieser Höhle? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Doch, hier waren wir schon mal, dass wir mich mal veräppeln wollen. Ja. Ach ja, hä? Wie kommt man denn hier wieder raus? So, jetzt. Na, guck mal. Hä? Was ist das denn? Ist auch neu, oder nicht? Ja, ja, er sagt Hilfe. Okay, was ist denn falsch? Okay, Rod Swarm, gucken hier. Aha. Mein Freund ist weg, kannst du ihn finden? Ja klar, aber einen roten, einen gelben und einen grünen. Und wenn wir die alle finden, sollen wir zu ihnen widersprechen. Dann kriegen wir anscheinend seine Note. Ah, okay, also die sollen hier irgendwo rumlaufen, oder was? Ja, so wurde mal hier ein paar rote und ein paar grüne und sowas, ne? Hier vorne ist irgendwas. Guck mal hier. Hier unten drunter der grüne, ich hab ihn. Lol. Hier. Och, Mann. Hey, wie kriegt man den denn? Hä, ich hab grad versucht alles, aber ich hab ihn nicht bekommen. Ey, ich hab ihn auch nicht bekommen. Wo bist du hin? Hier oben, hinter dir. Hier oben. Aber guck mal, siehst du das hier oben, der Shop? Wollen wir da auch nochmal reingehen hier in den Shop? Ja, ja, na klar müssen wir nochmal zum Shop reingehen. Hier, oder ist im Wasser hier noch? Alter, hier im Wasser hier unten! Was? Das wusste ich doch, dass hier noch einer versteckt ist. Wo? Lol. Einfach hier unten im Shop im Wasser. Ach, den hast du jetzt, Alter, hast du gerade in der Ecke gefunden? Ja, der war da einfach. Ist hier noch irgendwas? Hier der dunkelblaue Marker. Oh mein Gott, ich wusste es! Hier ist noch einer. Hier ist ein Geheimgang. Wie? Ich habe noch den Wassermarker. Hier sind mehrere, lol. Was? Ich komme zu dir. Oh mein Gott. Lol. Hier ist ein Mutant-Ninja-Marker. Was? Ich glaub's nicht. Der dunkelgrüne Marker. Wow, ich habe echt die Geheimgänge. Ich finde die. Hä, wo bist du denn noch durch? Bist du hier durch? Oh mein Gott. Alter, im Safe drinne einfach noch mal einer. Der Platin-Marker.
Okay, das war schon nicht schlecht von dir, muss ich sagen. Ja, raus hier, komm, wir gehen wieder raus hier, aber wo am besten? Aber das Ding ist, hast du schon gerade den Wassermarker geholt? Wo war denn der? Wo ist hier der oben versteckt? Ach, da, hier, ganz ja, oben. Ja, jetzt sehr zu übersehen. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, hier noch der Korallenmarker. Und noch einer. Stimmt, hier sind ja immer so viele, ne? Hier waren jetzt echt mega, mega viele, ne? Oh, warte, können wir in diesen Shop reingehen? So. Ja, lass doch mal reingehen. Wo ist ja, wir können jetzt hier vorne reingehen und dann haben wir... Hier, was ist denn hier noch? Hier steht Hildrop, steht hier an der Wand. Wieso? Ja, ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade hier drin und er sagt, er verkauft jetzt nur so Angelsachen. Aber hier oben drin sind so voll viele Boxen. Und da kann man so... Boah, ist irgendwas drinne? Ich bin hier, ich hab einen, so einen Stoffmarker. Ein Stoffmarker? Okay, warte mal. In der Box drin. Ja. Yellowmarker war der ja auch, der Typ, ne? Okay. So. Ehrlich? Oh, den hab ich gar nicht berührt, den muss ich gleich mal berühren. Hey, hier ist doch einer in der Ecke. Der gefesselte hier, der Marker. Hä, wie bist du denn hier hochgekommen, sag mal? Wie bist du hochgekommen? Hier, grauer Marker hier oben, hast du den auch schon? Oh, den hab ich noch gar nicht. Warte mal, aber wie komme ich denn? In welcher Box war dieser Marker drin, den du meinst? In der einen Ebene, da musstest du runterklettern. Hier. Hä, wo runterklettern? Hier drunter oder was? Nee, hier drin. In der großen hier. Ah, lol. Ja. Stimmt. Sehr gut. Ja, okay, danke. Warte, den gelben Marker hole ich mal noch mal ganz kurz jetzt hier. Ja, mach mal. So, gelben Marker geholt. Hier noch weiter oder ist das hier der Eingang? Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Geheimweg. Ich glaube nicht. Hier oben? Nee, okay. Vielleicht irre ich mich auch. Okay, dann lass mal weitergehen. So, wenn jetzt mal das erledigt, dann... Hier vorne, siehst du... Warte mal. Siehst du hier rechts diesen Big Ben, diesen Turm? Da waren wir da schon drin, ne? Ich glaube, in dem Big Ben waren wir noch nicht. Nee, waren wir echt nicht. Wir können auch so sehen, wie viele Marker wir haben. Uns fehlen noch voll viele, ne? Ja, auch so Lava-Jump-Marker und sowas. Hier, den haben wir schon, den haben wir schon. Haben wir echt schon, okay. Dann lass uns mal hier in den einen Bereich da vorne gehen. Ja, welcher Fähnchen haben wir denn noch nicht? Da vorne, der mit diesem großen Berg, meinst du? Ja, ja, genau. Okay, wo es da hingeht hier. So, wir können auch schneller werden. Siehst du das, wie schnell ich jetzt schon gerade bin? Hä, wie machst du das? Unten kannst du sprinten. Ach, sprinten hier, lol, stimmt. Okay, dann kletter ich schon mal hier so ein bisschen hoch. Gehen wir hier mal hoch hier. Oh Jump and Run Action oder was ist das? Oh mein Gott, guck mal hier rein. Guck mal hier drin. Lol. Hä? Lol. Oh mein Gott. Die Eier. Was? Lol. Und jetzt hier können wir mit dem reden, das ist so ein, das ist ein Hühnchenmarker. Stimmt, ob wir seine Babys finden. Okay. Ah, okay, komm, die werden wir schon noch finden. Hier irgendwo. Irgendwo jetzt hier drin. Leuchtet da irgendwas? Siehst du das? Ist das ein Baby von denen? Hier, guck mal hier oben. Lol. Hast du übersehen. Der braune Marker. Oh, lol, das habe ich echt übersehen. Zeig mal hier. Und da drüber ist noch einer. Stimmt, wie kriegen wir den? Und da ist noch einer. Warte, dafür müssen wir müssen gleich hier oben rein nochmal gehen. Wo bin ich denn? Wie? Bist du runtergefallen? Ich muss hier ein Lösungswort eingeben. Was? Hä? Was ist denn jetzt hier für ein Lösungswort eingeben? Oh nein. Okay, warte, wir müssen mal den schwarzen Marker. Ich würde das einfach mal sagen. Raus hier erstmal wieder, oder? Hast du ein Lösungswort? Was sollen wir denn da für ein Wort finden? Das ist falsch, leider. Ich glaube, wir müssen nochmal hier rausgehen, ne? Warte mal. Ich auch. Hast du jemand drauf gedrückt? Ja, bringt nichts. Da passiert gar nichts. Doch, da muss irgendwas passieren jetzt gerade. Ich weiß es nicht genau. Also den Marker haben wir, aber wir müssen... Okay, warte mal, hier waren wir schon. Ich habe eine Idee. Pass auf, warte mal. Wir müssen jetzt hier raus, guck mal mit, wir müssen jetzt hier hochklettern. Ja, verdammt, ich bin runtergefallen. So, wie bist du denn da hochgekommen? Hier lang, okay. Ja, dann müssen wir hier so hochklettern. Hier haben wir noch einen, irgendeinen anderen, den habe ich sogar schon. Ah, der hier habe ich gar nicht gesehen, sag mal. Sehr gut. Okay, habe ich aber anscheinend auch schon. Okay, und dann müssen wir irgendwie hier hochklettern und jetzt hier an die Wand. Hey, ja, und dann, habe ich gar nicht und dann müssen wir so hochklettern, natürlich. Okay. Sag mal, wie bist du da hochgekommen? Nur die eine Ecke nehmen? Auf die eine Ecke springen und dann auf die andere. Ich komme hier nicht hoch. Ist doch vielleicht. Obby King oder was? Du siehst es doch. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie... Hier rüber oder was? Okay, warte, dann müssen wir hier rechts lang. Oh nein, das sieht schwer aus. Nein, ach Mann. Hey, da ist noch einer in der Ecke bei dir. Echt jetzt? Im Dunkeln. Hier in der Ecke oder was? Links, du blinden Fisch. Hier? Stimmt, lol, gar nicht gesehen. Ja. Lol, gut gesehen, danke. Oh Gott. Ich guck mal, ob hier unten noch einer ist. Ja, tatsächlich ist hier noch einer. Hä, wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Mein Gott, und jetzt der hier? Ja! Was? Oh mein Gott, ich habe noch einen gefunden. Wo das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier? Ja, ich bin ein höher gekommen.
Ich bin jetzt hier, guck mal, ich bin hier oben drauf gerade. Okay, da kann, ich sehe dich da oben, lol. Ja, ja, jetzt kann, sollte ich. Ey, du musst nicht ganz oben kommen, da gibt's anscheinend die meisten Marker oder sowas. Oh mein Gott, hier ist so eine durchsichtige Leiter, hier kann ich hochklettern. Ich versuche auch mal wieder hochzukommen, hier lang. Ja, ich bin jetzt schon mal auf einem guten Weg, glaube ich, gerade. Okay, sehr schön, sehr gut, mach mal schön und weiter. Ne? Ja, ich habe noch einen pinken Marker. Den pinken Marker? Okay, und dann sind hier oben, glaube ich, auch nochmal welche. Ich gehe jetzt hier rauf. Popcorn war hier, steht hier oben drauf. Okay. Oh mein Gott. Ich bin auch oben. Wo bist du? Ja. Okay, hier jetzt rum oder was? Ach, hier ist so eine Leiter, eine unsichtbare oder was? Ja, ja, du musst die hoch. Genau, du musst die Leitern hoch. Oh, vorsichtig, okay, auf jeden Fall. Dann musst du auch noch gleich die eine andere Leiter hoch. Welche andere Leiter? Hier lang jetzt? Nein, die andere. Gut, aber gut, hier oben ist eh keiner. Okay, wo muss ich denn jetzt hier lang, sag mal? Da ist noch durch die Leiter. Wow! Ja. Wow, okay, auf, und dann, pass auf, jetzt müssen wir hier kurz gucken. Wir müssen jetzt nämlich hier müssen wir runterspringen an der Seite. Ich hänge fest! Was? Ich glaub's nur, ich glaub's nicht. Los, kletter hoch, okay. Jetzt, pass auf, jetzt müssen wir an der Seite jetzt hier ganz langsam runter. Guck bei mir. Ah, ich sehe es. Ah, lol, wie willst du denn da hinkommen? Ich kann da nicht runterspringen. Da kannst du doch gar nicht hinkommen. Warte, da müssen wir anders hin. Wir müssen, glaube ich... Hier drüben, oder? Wir können hier... Von hier müssen wir hin. Von wo? Von hier und dann irgendwie vorsichtig darüber balancieren, oder nicht? Nee, das wird doch nicht funktionieren. Meinst du nicht mit einem Sprung da unten rein? Oh, verdammt. Warte, wir können auch noch hier irgendwo hochgehen gerade, ne? Wo willst du denn da hochgehen, sag mal? Da ist hier, doch schon... Wir haben doch den ganzen Weg doch schon erkannt. Wow, ich kletter gerade hier was hoch. Zeig mal. Was kletterst du da hoch? Yo, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Guck mal über dir. Du musst Sprinten aktivieren und dann vom Baum da ran springen. Ach lol, warte mal. Hier rauf und jetzt? Oh mein Gott. Wie komme ich denn jetzt da rauf? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was knapp. Es war so knapp gerade. Oh. Ja, den Aurora-Marker. Das ist, glaube ich... Das ist Polarlicht da. Ja, ehrlich? Oha. Aurora, Polarlichter, ja, mein Gott, krass. Und ich glaub, Oh mein Gott. Lass mal kurz gucken, wie wir noch zu den anderen Markern gehen. Ich glaube, das ist der krasseste im Spiel, oder? Nee, glaube ich nicht, oder? War das jetzt nicht? Ich glaube, es war schon der krasseste Marker. Nein, da gibt es noch viel, viel schwere. Guck mal, da gibt es noch welche, die sind der Difficulty. Guck mal, wir können jetzt hier rüberspringen, aber aufs graue Gebäude da drüben, oder meinst du nicht? Nein. Mit einem gezielten Sprung? Warte, wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie... Pass auf, lass mich hier runterspringen. Ja. Können wir jetzt hier echt vielleicht um die Ecke springen, wie du es gesagt hast? Nee, ich hab geguckt, da geht gar nichts. Da funktioniert gar nichts. Wow! Weißt du nicht, dass wir... Ich hab's geschafft, wir sind in die Ecke gesprungen. Ich bin gestorben. Wie jetzt? Ich bin gestorben, ich bin auf deine Ebene gesprungen, bin einfach gestorben auf Assi. Hä? Och nee, jetzt bin ich am Spawn wieder. Oh mein Gott, und ich habe jetzt den neuen Marker jetzt hier gerade gefunden. Och Mann, ey. Den Regenbogenmarker. Das hört sich eh nicht so cool an, Regenbogenmarker, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt hier in so einer Höhle drin und hier sind noch mehr Marker. Oh Mann, ey. Klappt's nicht. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Passcode? Hier ist einer. Hier ist ein ganz böser Marker. Der Schattenmarker. Ich glaube, ich weiß das Lösungswort. Ich glaube, ich weiß das Lösungswort für diesen einen Raum da bei den Hühnern. Wie jetzt? Wie das denn? Leerzeichen Rock. Das ist, glaube ich, das Wort. Ich glaube, ja, das probiere ich jetzt nochmal aus. Das Wort ist war wie? Mal? Hill unter Leerzeichen Rock. Na, ich probiere das mal aus. Also wenn das jetzt das Wort ist, dann bin ich der Knobelkönig. Das ist ja voll ein komisches Wort. Kaspo. Ja, das stand hier nämlich hinten am Shop, stand nämlich das Wort einfach so dran, weißt du? Ja, aber das glaube ich. Aber glaubst du, damit kommen wir zu den einen Marker dann hier, oder was? Ich glaube ja, aber ich guck mal. Wie genau, wo finde ich, kann ich nochmal dieses Wort eingeben? Okay, weil, was hast du gemacht? Unterstrich Rock? Nein, ich sag das Wort nicht. Wo müssen wir nochmal hin? Hier gibt's nämlich keinen Unterstrich. Nein, Unterstrich ist auch nicht. Es ist Leerzeichen. Gibt's auch nicht. Ach man, dann kann's das nicht sein. Ach man. So gefreut darüber, ey. Ja, es gibt aber noch viel mehr, die wir noch finden müssen. Pass auf, wir müssen hier noch richtig viele Marker finden. Du kannst ja gucken unten, was wir alles für Marker gefunden haben. Und welche. Babymarker! Was, Babymarker? Noch einer? Hier oben war einfach ein Babymarker. Lol, stimmt. Okay, aber halt die Augen auf nach Geheimgängen, ne? Hier sind bestimmt richtig viele Geheimgänge irgendwie. Ja, hier sind unnormal viele Geheimgänge, locker. Sind noch was dahinter? Nee, okay, lass uns ins nächste Haus rein hier. Schau. Ich geh mal nach oben, ich guck hier mal direkt mal. Okay. Das hier sieht man, nee, hier ist gar nichts. Hier ist richtig tote Hose. Ja, hier werden wir locker noch viel, viel mehr finden. Pass auf, irgendwo hier muss locker irgend so ein. Wer ist das denn? Markiplier. Markiplier, okay.
Und hier ist der YouTuber, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Okay, warte mal, haben wir schon mal das Haus auseinandergenommen? Ja, warte mal, das sieht doch noch geheim aus hier. Wo? Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte hier in der Lücke oder so. Boah, das hätte auch gut sein können. Das hätte echt gut sein können. Das sah ein bisschen so aus. So, hier ist auch nichts, ein Badewannenmarker. Hier ist ein Hammer. LOL, Geheimgang. Was? Der Hammermarker. LOL, oh mein Gott. Haben wir schon. Stimmt, den haben wir echt schon. Haben wir schon denen gefunden. Okay, pass auf. Damit ist da locker noch in den anderen Häusern hier was drin. Hier, warte mal, da war doch gerade was. Oben so ein grüner habe ich doch gerade gesehen. Hier im Bett. Ja. Dreammarker, lol, den haben wir aber auch schon. Den wir auch schon, ne? Okay, warte mal, da haben wir die Häuser auf jeden Fall schon mal auseinandergenommen. Dann lass mal. Ich will mal ganz kurz rein. Aber wieso, wo hatten wir den Babymarker noch nicht, ne? Ich glaube, weil wir nicht hier im Haus drin waren. Ah, das kann sein. Okay, den Fitzmarker haben wir auch schon. Die Häuser haben wir. Wir gehen weiter, Broxo. Was haben wir hier noch übersehen? Also hier beim Schnee. Oh, waren wir hier schon im Haus drin? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Sicher? Doch, hier waren wir schon. Ja. Hier ist doch garantiert ein Geheimweg. Hier hängt doch was. Wo? Ist der neue Marker hier? In der Luft da? Ey, warte mal, da kannst du draufdrücken. Mit dem kannst du reden. Er sagt, ich hänge nur rum. Hier ist so eine Mikrowelle. Hier muss man einen Code eingeben. Okay. Als ob. Ja. Weiß ich nicht ganz genau. Warte mal, hier ist eine Zahl. Oh. Hier ist, das erinnere ich, das hatten wir letztes Mal gefunden. Eine blaue 2 oder sowas, ne? Ja. Ja, das war zu schwer. Da müssen wir wie so knobeln oder sowas. Okay, da vorne. Oh Gott. Die Fabrik. Da können wir rein, ne? Warte mal, hier ist so ein Grab. Das schreit doch schon nach Dings hier. Geheimdings. Wow, ja, ich wusste es. Hä, den habe ich aber schon. Der Zombie-Marker. Ich hab den auch schon, stimmt. Ja, okay, dann lass mal hier in die Fabrik reingehen. Guck mal. Ja, gucken wir mal. Hier müssen wir uns anstellen. Okay, wo sollen wir uns denn hier anstellen? Was denn hier, ein Arbeitermarker. Ja. Lol. Industriemarker. Okay, hier ist echt viel. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Oh mein Gott, hier ist eine ganze Obby. Hier ist auch ein Rechts. Nein, Kaspar. Ich kann mich doch hinstellen. Hier ist auch noch ein Schlüssel und sowas. Ich habe einen Schlüssel gerade. Ich komm wieder hin zur Fabrik da. Wo ist denn das? Da vorne. Okay, ich gehe da mal. Ja, komm mal her, weil ich kann jetzt mit dem Schlüssel. Habe ich jetzt gerade den Lagerraum aufgemacht und jetzt ist hier. Was? Ein Boxmarker. Boxmarker? Ja, hier wurden die Leute umgeboxt. Den musst du mir zeigen. Ja. Also hast du die Obby schon gemacht, ich habe einen Geheimgang gefunden. Okay, warte mal, ich komm mal mit. Ob ich den auch finde, weiß ich nicht. Der weiße Marker. Was? Wo bin ich denn jetzt? Mhm. Okay, warte, ich muss auf dich warten. Hier lang? Zurück. Bist du hier lang oder was? Wo bist denn du? Ach, hier ist der Schlüssel. Okay, ich habe den Schlüssel gefunden. Wo bist du hin? Und jetzt? Geh zu diesem Fließband und dann zu diesem Ende. Ja, bin ich. Was ist hier? Geh zu dem Fließband. Hier stehen irgendwelche Wörter. Hier ist so ein Marker aufgemalt. Du musst zum Fließband. Permanentmarker. Ich bin beim Fließband. Wo bist denn du? Bei welchem Fließband? Ich komme nicht mal raus. Hier bin ich. Siehst du mich? Jetzt bin ich auch in der Kanalisation. Hier ist offen jetzt. Lol. Hä, hier, wo bin ich denn jetzt hier? Boxmarker, jetzt habe ich ihn auch. Wo hast du den Geheimgang gefunden? Hä? Hier irgendwo? Nein, jetzt bin ich gerade einfach in der Kanalisation gelandet. Aber wo bist denn du langgegangen zu diesem Geheimgang? Da, wo wir schon mal waren. Ah, okay, warte mal. Ich habe hier, glaube ich, einen guten Riecher. Ich glaube, ich muss hier irgendwo langlaufen. Okay, warte mal. Ich muss auch gerade wieder zu dir kommen. Ich bin jetzt gerade beim Wasser wieder rausgekommen. Ich bin da, wo der Schlüssel gefunden wurde. Und okay, pass auf. Ja, dann mach mal den Lagerraum auf. Habe ich schon gemacht, da war ich auch schon drinne. Okay, wo bist du jetzt hin? Ich bin noch beim Schlüssel. Oh mein Gott, ja, ich habe einen Geheimgang gefunden hier. Siehst du mich? Ich bin beim Schlüssel gerade. Ich mach gerade die Obby. Bist du? Du musst die Obby. Ich hab den Lava-Jump-Marker gerade. War ich das auch mal. Ich sollte es lieber nicht machen. Da werde ich original jetzt mal drauf gehen. Mann! Okay, pass auf, wir haben jetzt nämlich was richtig Cooles gerade gefunden. Wir können nicht. Ich habe nämlich eben noch einen Geheimgang entdeckt, Broxo. Den muss ich dir unbedingt zeigen. Ich muss dir auch unbedingt meinen zeigen. Okay, dann zeig du mir zuerst deinen, dann zeige ich dir meinen. Da, den Permanentmarker habe ich gefunden und da, ey, da steht doch eine Zahl drauf. Ja, das ist aber ganz, ich weiß ja auch nicht, was das ist. Das ist ganz, ganz komisches Wirrwarr, was da steht. Und so, zeig mir her, wo ist denn dein Geheimgang? Ich bin jetzt gerade wieder zurück hier. Okay, pass auf, warte mal. Ey, hier sind, glaube ich, voll viele Geheimgänge. Ja, hier, den meine ich hier, den hier. Ja? Siehst du den? Hier, aber was ist das hier? Oder wurde es nur ein Troll sein? Nur so ein Troll. Weil dann haben wir locker auch noch hier, wenn wir da reinspringen. Gehen wir da rein, Kessel. Nee, dann geh ich locker drauf. Hey, Mann! Ich wusste es. Aber warte, ich zeig dir den Geheimgang. Dann sind wir gleich auf dem Mond. Ich hab da eben schon einen drauf gesehen. Aber ich zeig dir jetzt mal den Geheimgang an, weil da sind wir jetzt einmal gleich auf dem Mond, Kaspar. Auf dem Mond? Mhm. Was? Du wirst sehen, was ich meine. Ich warte hier am Eingang auf dich. Komm mal ran hier. So, zeig mal her da. So, pass auf, das Ding ist, ich dachte mir so, wo fällt denn das jetzt hier rein? Hä? Wow! Ja! Lol! Guck mal hier.
Nicht, da, nicht zur Kanalisation da gehen, nicht dahin gehen. Okay. So, aber jetzt haben wir hier, siehst du den Raketendings hier? Hilfe! Oder? Ah, nee, es ist einfach nur so dunkel, ich sehe hier gar nichts. Hier, guck mal, die Rakete. Wow. Ah, stimmt, geil! Oh mein Gott! Wir sind auf dem Mars oder sowas. Gott, was? Stimmt! Können wir das hier berühren? Hier ist ein Schlüssel! Lol! Stimmt! Ja, sehr gut! Hier, und warte mal, was ist hier vorne? Da steht irgendwas, ne? Y ist gleich 2. Y gleich 2, das müssen wir uns mal merken. Ich sag dir, das ist ja ein komplettes Rätsel, das Ding hier, ne? Da vorne ist so eine Raumstation. Wollen wir da mal reingehen? Ja, ja, ich gehe dir gerade schon rein. Und da zeigt er noch gleich einen Pfeil nach unten. Siehst du es da hinten, den Pfeil nach unten? Ja, das sollen wir kurz nochmal gucken, was wir da haben. Vielleicht übersehen wir jetzt hier auch irgendwas. Vielleicht gehen wir auch gleich in so eine Falle oder sowas rein. Das Marker hier hinterm Stein! Wo? Lol! Hinterm Krater oder was das hier ist. Was ist das denn? Und Marsmarker, lol! Oh mein Gott, okay, was haben wir hier? Nee, da gehen wir lieber nicht hin. Lieber nicht, ist doch. Wow, wo geht der hin? Oh mein Gott, der springt. Hä? Okay, warte, lass erstmal hier reingehen. Merken wir uns auf jeden Fall. Boah, wir haben schon richtig viele Marker gefunden. Aber es sind noch voll viele. Ja, gleich 5. Steht da gerade. Ja, ist gleich 5. Stand da gerade an der Wand, ja. Oh mein Gott, die Raumstation. Oh mein Gott. Okay, warte mal, hier ist doch. Generieren. Da ist ein Lasermarker hier zu dem. Wir müssen das Fenster wegmachen. Wir müssen Stopp drücken. Komm, lass mal hier lang. Okay, ich folge dir mal ganz kurz durch die Röhre jetzt hier. Ja, hier ist gleich 1, steht hier oben. Gefahr, pass auf, das sieht hier nicht. Oh Gott. Meinst du, das können wir berühren? Ja! Oh, ja! Star-Marker! Starcare! Vorne. Oha! Okay. War das jetzt das schon? Das Ding ist, ich glaube, wir müssen da irgendwas eingeben, weil wir haben jetzt gerade eben auch nochmal P ist gleich 1 gehabt. Ja. Kann man hier jetzt. Hier! Hier! Was? Selbstzerstörungsschlüssel! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt? Jetzt? Müssen wir es jetzt berühren oder so? Hier ist ein Code! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Hä, was sind das jetzt für bunte Farben, die wir da eingeben müssen? Da hab ich ja gar keine Ahnung. Da hab ich jetzt auch gerade keine Ahnung. Verschiedene Farben rein müssen wir halt. Wie viele rote oben, wie viele... Ah, blau gleich 2. Weißt du, damit dürfen es nur 2 blaue sein. Stimmt. Ah. Na gut, okay. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. War heute echt mega cool. Ja, lass doch einmal ganz kurz gucken, wohin dieser Pfeil geht. Ja, lass mal, genau, lass mal nach unten gehen jetzt hier. Mal schauen, wo es geht. Meinst du, wir können einfach runterspringen hier? Ich guck einfach. Komm, wir machen das so wie er. Wow! Oh, ja! Was? Oh mein Gott! Der Space Marker. Und da oben in der Ecke der Mond. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen, ich bin wieder zurück. Warte mal, hier ist noch ein anderer Raum. Wow, du hast den Raum verpasst, Alter! Wo ist denn der Mond? Da oben? Was? Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Lol, stimmt. Und jetzt? Jetzt kommst du gleich bei mir hier raus. Among Us da oben. Hä? Wo bist du? Lol, Among Us Marker. Hä? Lol. Der sieht ja voll krass aus mit dem Knopf auch. Hä, wo bist du da hingekommen? Ich bin gerade voll woanders. Ich bin da oben beim Mond rein und dann war direkt da oben links in der Ecke so eine Among Us Figur. Du konntest zum Mond rein? Jetzt bin ich ins schwarze Loch und wow. Ja, da bin ich auch gerade. Ich bin zurück. Okay, ich bin zurück. So. Ich bin wieder am Spawn. Warte mal, ich teste gerade aus. Ich muss ja gerade irgendwas finden in einem ganz dunklen Raum. Oh mein Gott. Wo muss ich hier lang gehen? Ich bin in irgendeinem Labyrinth, Kaspar. Du bist im schwarzen Loch und gefangen für immer. Ich bin gerade echt im schwarzen Loch gefangen für immer. Oh, ich hab ihn! Der Void-Marker. Ja! Sehr gut. Oh mein Gott. Ich glaube, das war der härteste Marker. Die Unendlichkeit. Sehr schön. Das war ein harter Marker. Das war der härteste, den ich jetzt bis jetzt bekommen habe. Ja, okay. Hey, du Bacon-Kopf im Blond, was geht bei dir ab? Was geht ab? Guck mal hier, der Bacon-Mund auf dem Boden, ne? Siehst du ja, den hier? Ja, ey, stimmt, es ist echt so ein Bacon-Mund auf dem Boden. Denkst du, wir werden heute alle Bacon finden? Guck mal, hier steht sogar schon einer. Ey, stimmt, hier so ein kleiner Bacon, das, ne? Das ist der normale Bacon, genau. Und wir können sogar sprinten, Kaspar. Oh, wie sprintet man denn? Das heißt, du musst einfach unten auf diesen Knopf drücken und dann können wir... Oh, der Wasser-Bacon. Oh, auch direkt gefunden. Okay, ich würde sagen, komm, lass uns alle Bacon wir werden heute alle Bacon finden, Kaspar. Und zwar alle Geheimen werden wir alle zeigen. Okay, sehr gut. Am Ende zeigen wir nochmal den krassesten, seltensten, okay? Genau, ohne Spaß. Es wird euch so heftig heute. Ich sehe hier schon... Ach. Siehst du das hier vorne? Hier, komm auf diese Spur, komm auf das Schiff drauf. Ich sehe direkt schon so eine Obby hier vorne. Ja, ich mache ja gerade schon so eine Stein-Obby. Ja, ich habe den Rock-Bacon. Was, wie, bis auf dem Schiff? Oh, ey, das ist ja mal mega schwer, Digga. Das kann man gar nicht schaffen hier. Hä, warum? Ey, das ist übel schwer. Nee, hab ich keinen Bock mehr drauf. Ey, warte, ich guck jetzt. Probier mal aus da. Hier oben. Ah, Alter. Ich sag dir, da kommen direkt die Bretter von oben und wollen mich direkt weghauen. Hä? Oh mein Gott.
Ich bin, ich bin durchgeflogen, aber dann kam leider. Ah! Warte, du musst durchsprinten. Und sprinten? Hä? Ja, 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 du musst durchsprinten und dann musst du zu diesem Brettern jetzt hier hin. Ach nö, aber das ist ganz leicht, du musst nur geradeaus laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das leicht ist. Das kann doch, ich mir gar nicht. Aber ich bin jetzt nur einmal weggeflogen. Doch, das ist, glaube ich, echt leicht. So, jetzt hier. Auf jeden Fall mit Sprint, oder was? Ah! Ja, du musst auf jeden Fall sprinten. Einfach nur dann laufen. Wow, ey, Digga, ich schaff da nicht einen Meter weit zu kommen. So, ich bin, guck mal, wo ich jetzt stehe. Siehst du? Ah, einfach durchgelaufen. Und jetzt musst du halt nur auf das richtige Brett springen. Nein! Och, das sollte aber möglich sein. Das wäre direkt schon mal ein wichtiger. Voll schwer. Hier. Das wäre schon ein wichtiger Bacon, den wir direkt holen können. Ja, der wäre auch direkt übel selbst. Ah! Ey, ich schaff da, ich komm da nicht weit. Ich komm da auch nicht gerade weit. Wenn wir es gleich nicht bei den nächsten drei Versuchen schaffen, dann gehen wir zum nächsten Bacon. Also, ich komm da. So. Oh, ich hab einen guten Run. Nein, ich bin auf die Bretter nicht drauf. Ja, ich auch nicht. Ich schaff's nicht, also nicht auf die Bretter rauf zu gehen. Oh mein Gott, ich schaff's nicht mal zu den Brettern hin. Ey, Peter, du musst warte, du musst in die Mitte springen. Oh Gott, jetzt! Ja, guck mal, siehst du mich? Zeig mal. Oh mein Gott. Nein, es war so knapp gerade. Oh mein Gott. Hey, ich stehe auf den Brettern, es haut mich einfach runter von alleine. Nein. Ey, ich glaub's da nicht. Oh mein Gott, ich bin auf den Brettern! Ja, aber das Ding ist, da drauf zu bleiben, ist da das Schwierige. Ey, das ist ja anders schwer mit den Brettern. Ja, mit den Brettern ist unmöglich. Das machen wir später. Ja. Ey, das ist ja mal anders schwer. Komm, okay, egal, jetzt haben wir hier, wir haben so einen richtig coolen Bacon jetzt hier gerade, und zwar der Beach Bacon. Hm, zeig mir hier vorne, ach, da liegt der, ne? Ja, da liegt der nämlich. Und hier aber auch im Haus, das ist so eine gelbe 8. Und dann ist ja auch noch so ein Bacon, der Sleeping Bacon. Hast du gesehen, dass da hinten beim Dings, beim Haus ist auch ein Dach, ein Weg nach oben, ne, ans Dach ran? Ja, ich bin gerade, warte mal, ich bin jetzt gerade beim TV-Bacon jetzt hier gerade, ne? Zeig mal, kann man. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus dem Fernseher? Hier, zeig mal hier. TV-Bacon, wo hast du den denn gefunden? Im Haus einfach drin. Hä? Wo siehst du denn hier ein TV-Bacon, Alter? Sieh ja nicht mal TV-Bacon. Hä, im Haus drin? Ich bin im Haus drin. Du bist welchem. Leute, du hast draufgeklickt. Ja, ja, auf dem Fernseher. Warte mal, hier ist ein Bacon am Baum, aber ich komme aber nicht ran. Am Baum. Der, ja, ich hab ihn, der Wood Bacon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal, kannst du mich hier mal boosten? Nee, du musst so hochklettern einfach nur. Ah, lol. Oh, okay, sehr gut, Alter. Okay, können wir hier oben noch ein Bacon haben? Ja. Im Zelt? Ja, ich sehe hier hinten direkt schon so eine Obby wieder. Siehst du das auch? Hier beim hohen Baum. Wo bist du? Ach, da, okay, ja, hast recht. Ich habe jetzt schon wieder ein paar andere noch gefunden. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann gehen wir nach oben. Nein, das ist übel schwer, pass auf. Ey, du musst dich genau hingucken bei den Gläsern da. Das wird gleich richtig klein. Hier, oha. Oha. Nein, och, ich hab's fast geschafft, direkt beim ersten Versuch. Okay, es sollte bei denen kein Problem sein. Ich hab's, ja! Und jetzt? Wo muss ich jetzt? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Nein, so weit, ich war verpasst. Ey, was? Nein. Ey, das schaffen wir, komm, das schaffen wir. Ich glaub an uns, ne? So schwer ist das gar nicht, so schwer ist das gar nicht. Hier hoch. Und jetzt, vielleicht darauf, First Person ist nochmal ein bisschen besser. Stimmt. Nee, stimmt. First Person ist nicht besser. Alter, das ist ja übel schlecht, First Person. Hier. Oh. 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 Nein! Ja, okay, verdammt. Und wo jetzt? Ah, jetzt musst du immer geradeaus weiter, immer geradeaus weiter musst du einfach. Okay, nur. Und wo jetzt hier? Das nächste? Ah, hier oben? Ja! Ich hab ihn! Der fliegende Bacon! Hast du schon? Ich hab ihn! Sehr gut, sehr gut, sehr gut hier. Und zack! Und jetzt muss ich jetzt drauf? Jetzt muss ich. Nein, schon wieder vorbei! Hä? Jetzt ist Attrappe da, oder nicht? Nee, der eine halt, Weg? Du musst schon genau hingucken. Hä, ich hab's nicht gesehen da, mein so, Gott. So, ich kletter jetzt hier gerade hoch für den Bambus-Bacon. Der Bambus-Bacon. So, ich hol mir jetzt hier auch mal den Glas-Bacon. So, zack. Yeah! Ich hab den. Ey, ich bin direkt der Sprung davor. Wabba! Okay, was? Und jetzt? Ich hab fast den Bambus-Bacon gerade bekommen. Oh mein Gott, das war ganz knapp gerade. Oh. Okay, jetzt hier. Oh, ich hab ihn! Ja? Ja! Den fliegenden Bacon, endlich! Oh, der mal. Panda-Bacon habe ich jetzt auch geholt. Mal hier vorne, der ne? heißt, ich bin Kasparo. Hä? Lol, der hat meinen Namen geklaut. Aber im Klein, hä? Hä, der hat meinen Namen einfach geklaut. Der hat deinen Namen geklaut. Was war das denn? Ey, warte, hier sind noch mehr Bacon, sehe ich jetzt gerade, ne? Und zwar jetzt hier die Mom-Bacon. Und ja, habe ich. Panda-Bacon habe ich gefunden. Baby-Bacon, guck mal hier hin, wo ich jetzt bin, dreh dich um. Hier sind Baby-Bacon und Mama-Bacon. Zeig mal den Baby-Bacon. Ah, hier, die stehen hier einfach rum, ne? Genau, hier die beiden. So eine Banane. Meinst du das auch irgendwas? Nee, Banane war glaube ich nichts, aber hier bei den Kühen. Ja, bei den Kühen. Guck mal jetzt hier, der Onkel-Bacon. Und hier, Kuh-Bacon. Ah, lol, wie kannst du das sehen die ganze Zeit, Alter? Hier sind wir schon. Alter!
Geheimversteck, Schweinebacon. Wo denn? Lol, hinter dem Strohballen musst du draufgehen. Dann kommst du in so einen Raum rein. Lol, was? Oha. Das ist ein pinker Raum. Jetzt müssen wir zum Spawn zurück. Okay. Genau, also so richtig heftig was erlebt, ne? Okay, das ist schon heftig. Ey, wollen wir uns hier vorne nochmal in der Pyramide das mal holen? Genau, lass mal genau in den Sandbereich jetzt reingehen. Ich glaube, da sind auch richtig viele Bacons, die wir uns holen können. Hier direkt schon den Pharao-Bacon, Alter. Oh, ey, denkst du, da ist auch noch so ein geheimer Knopf hinten irgendwo? Hier ist was in der Ecke, hier ist was in der Ecke. Was ist das? Käse. Das ist safe irgendwas, oder? Ja, aber kann ich nicht raufklicken leider. Aber ist hier oben noch irgendwas drauf? Hier oben ist der Obby. Obby? Okay. Aber die sieht aber leicht aus. Hast du auch bekommen? Pyramidenbacon ganz oben? Hab ich nicht bekommen. Hol ich mir gleich. Hol ich mir jetzt. Jetzt Pyramidenbacon. Okay. Oh, ey, ich spring viel zu weit hier bei der Obby. Nein. So knapp. Nein. Okay, warte, ich komm jetzt. Ja, du musst aufpassen mit deinen Sprüngen. Du darfst halt nicht so weit springen. Mann, ey. Ey, springst du mit Sprinten oder ohne? Oder schaffen wir es auch ohne Sprinten? Ich spring mit Sprinten. Ey, sag mal. Du musst auf jeden Fall mit Sprinten, glaube ich, machen. Glaub ich wir auch. Können gleich noch in die Stadt gehen. Da sind noch... Oh, da hier auch in einem Schneegebiet. Nein, ey, ich war so weit, Mann. Hier. Hier. Oh mein Gott. Mit Anlauf. Hier drauf. Jetzt first try. Okay. So. Oh nein, Mann, ey, lass mich durch. Ey, Mann, ey, der Sprung zu dem zweiten. Der Sprung zu dem zweiten. Nein, den schaffen wir. Der Sprung zu dem zweiten, den sollten wir eigentlich hinbekommen. So, hier schön erstmal. Yep. Ey, Mann! Also, du willst dich Obby King nennen? Ja, anscheinend bin ich das nicht mehr, ey. Mann. Wow, ja. Und jetzt, wo muss ich hin? Muss ich auf die Nase raufspringen oder wo? Oh. Wow, hey, ich bin in so einem. Oh mein Gott. Das Obby geht weiter jetzt hier. Ich bin im Sand drin jetzt gerade. Ey, Mann, ich schaff das hier gar nicht. Das sieht richtig krass aus hier drin gerade. Ja, da ist der krasse... ja, und ich hab ihn. Der Sphinx Bacon. Oh Gott, oh Gott, okay, ich bin schon mal hier drauf. Das ist schon mal gut. Bist du auch drin? Hey, Mann, das hat geleckt in der Sekunde. Ja, okay, dann lass mal weiter gucken in dem Sandbereich. Ist da doch hinten bei dir irgendwas? Ja, hier ist safe ein Geheimweg rein irgendwo, oder nicht? Ich guck jetzt mal. Ich hab auf jeden Fall den Sphinx Bacon. Wenn hier kein Geheimweg rein ist. Locker muss da doch was sein. Hier ist gar nichts. Was? Hätte ich gedacht. Da ist ein kompletter Sand. Einfach so? Einfach nur ein Sandblock, der da so rumsteht. Aber hier hinten doch bestimmt, oder? Da hinten findet mir... Oder hier ist doch... Ey, muss da locker irgendwo so ein Kaktusbacon versteckt sein. Ja, safe. Hier vorne irgendwo? Nee, auch nicht. Hier auch nicht. Ich würde sagen, lass uns mal da hinten zu... Siehst du den Schneebereich? Lass in den Schneebereich reingehen. Ich sehe hier noch einen Bacon, übel offensichtlich. Ich glaube, das ist einer. Den haben wir auch noch nicht eingesammelt. Den hier, siehst du den hier? Der hat einfach so... Das ist ein Typ. Ach, der spielt. Er schreibt sogar Brox Casparo. Ey, er ist runtergesprungen. Er ist aus den runtergesprungen. Oh nein, okay. Okay, lass mal... Oh, jetzt ist hier noch eine weiße 5, auch gut zu wissen. So, was haben wir jetzt hier in dem... Wir gehen weiter. Safe in den Häusern drin, oder? Ja, normal, hundertprozentig. Nee, hier nicht. Echt nicht? Oder? Bist du sicher? In dem hier nicht. Ich gehe mal eins weiter. Vielleicht haben wir Am Dach weiter. Vielleicht auch nicht, ne? Nee. Ich gehe mal hier in den nächsten. Oh, hier! Jetzt Schneemann! Schneemann-Bacon! Sehr gut. Und hier auf dem Bett ein Rubik's Cube Bacon. Auch übertrieben klein gerade gewesen, ne? Nee, bei Bäumen haben wir gar nichts, ne? Den Bäumen, nee. Okay, dann können wir weiter hier aufs Eis gehen. Siehst du hier? Können wir hochklettern? Hier die Obby. Siehst du das? Ja, die sollte eigentlich klar gehen. Oh Gott, die ist slippy. Oh, die ist rutschig. Ich sag jetzt schon mal, die ist sehr, sehr rutschig. Oh mein Gott, ey, der schubst mich runter, der Unkorrekte. Das geht gar nicht. Ey, jetzt bin ich auch runtergefallen, nämlich runtergeschubst. Das geht voll. Hier lang. So, und jetzt? Oh Gott. Okay. Du musst einfach nur langsam machen. Ja, ich mach Ego-Perspektive und... Hä? Wieso fall ich da? Ey, weil man da so runterrutscht, leider. So. Ist ja voll schwer hier, Mensch. Aufpassen dann. Du musst dann die ganze Zeit springen. Das ist der Trick. Ja, das ist der Trick. Du musst einfach die ganze Zeit springen. Ey, Mann! Hast du mich jetzt gerade runtergeschubst? Ich kann dich gar nicht runterschubsen, das geht gar nicht. Natürlich! Nö. Ja, du musst nur die ganze Zeit springen, das ist der Trick. Es ist nicht rutschig. So. Hey! Ich bin vorbei! Nee, okay, wir machen das Eisding gleich. Nein, lass uns hier weitergehen. Guck mal, hier in diese leuchtende Höhle rein, das ist garantiert. Iglu, 100%ig ist da ein Bacon drin. Iglu Bacon, ne? Ja, so. Das glaube ich nicht. Echt nicht? Okay, krass. Kein Bacon. Das ist krass, aber hier locker am Haus jetzt. Ja, safe, oder? Auch nicht. Aber weißt du, wo einer ist? Hier oben auf dem Schiff. Ja, da das oben. Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade schon in dem Schneemannmobil schon eingesehen. Hab ich auch gesehen. Hier, so, hier locker am Haus. Safe hier drin, oder? Was? Aber dann hinterm Haus. Hinterm Haus. Ja, safe hinterm Haus, oder? Oder? Hä? Auch nicht, was? Aber da unten ist Santa, warte mal. Ich gehe mal zu Santa und frag den. Als ob da nicht sein Haus ist. Hier ist Santa Bacon, sehr gut. Als ob man da hochgehen kann, da ist dann nichts, ne? Okay, ja, Santa Bacon habe ich auch. Wo die Attrappe ist das. Okay, warte mal. Hm,
Hier vorne ist noch so ein riesiger Eisblock. Siehst genau, du lass uns zum Eisberg hingehen. Hast recht. Und danach in die Stadt. In der Stadt ist, glaube ich, richtig viel los. Was? Ja, safe. Hier ist auch kein Bacon. Als ob. Hä? Aber hier locker hinter in den Schienen. Eingang. Warte, hier ist doch locker irgendwo unten einer oder so. Auch nicht. Warte mal. Warum ist da so eine komische... Oh mein Gott, hier ist eine Obby außen. Oh, oh. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, wie wirst du die sogar, leicht, schaffen? Die ist leicht, Oh mein Gott, wir sind drin. Was ist das denn hier? Oh. Wow, zeig mal. Wo bin ich denn? Ey, wir sind auf so einer coolen, Parcours jetzt hier gerade. Hä, stimmt. So ein richtig wilder... Nein. Ey, jetzt fliege ich hier. Oh, jetzt aber, komm. Okay, du musst mal hier außen. Ab hier. Ja, ich sehe das schon. Ah, so. Verdammt. Ich war zu gierig, nicht. Zu schnell. So, da muss man... Außen. Ah, du musst... Ey, wie hast du es geschafft? Weil ich ein Profi bin! Weil ich ein Profi gegen bin! Ey, okay, ich glaube, ich nehme die Kurve zu weit. Ja, ich habe auch gerade probiert, direkt hinzuspringen. Ey, du kannst auch rechts abkürzen, ne? Du kannst rechts abkürzen. Nee, kann man nicht. Doch. So, jetzt bin ich oben. Hä, wie hast du den Sprung geschafft? Hier einfach hoch dann, oder was? So. Hier, kurz rüber, ohne Probleme. Und was ist das? Was ist das Rote jetzt hier? Wow! Ich habe den Hayogo-Bacon gerade bekommen. Hayogo-Bacon, der ist mega selten, glaube ich, ne? Der ist echt, ich guck mal in den Bacon. Wow! Ya, das ist einer der seltensten, und zwar ist es ein epischer. Sphinx und der Hayogo sind zwei epische Sachen schon mal, sehr gut. Ah, lol, sehr, sehr gut, okay. Wo bist du jetzt hier gerade? Oh, ich bin hier auch am Start. Genau, lass mal in die Stadt gehen. Ich glaube, in der Stadt, guck mal, hier sind noch voll, guck mal, wie viele Bacon hier da sind. Siehst du jetzt rechts. 100k-Visit, 500k-Visit, 300k. Ey, den folgenden Bacon jetzt hier. Und da vorne auch der Polizeibacon hier hinten. Sie, hast du den gesehen? Locker im Auto, ne? Oder am Auto? Hier, Polizeibacon am Auto dran. Hier im Auto sogar der Räuberbacon, hast du gar nicht gesehen. Glaube ich gar nicht gesehen. Eingesperrt im Auto. Einfach eingesperrt, okay. Okay, lass mal hier hochklettern. Weil da sehe ich noch oben so ein Basketballbacon an der Wand. Ja, wie kommen wir denn da über den Zaun wahrscheinlich? Ja, ich glaube, wir müssen auf den Zaun rauf. Ja, hier. Jetzt, ich hab's. Oh, warte, man darf nicht sprinten, dann ist es leichter. Oh Gott. Oh, oh mein Gott, so musst du so hochspringen, okay, das geht ja. Hier oder was? So? Musst du seitlich hochspringen und dann jetzt hier rauf. Hier. Okay, ich habe jetzt schon mal den Basketball-Bacon. Nein! Ey, unkorrekt! Ey, ich habe doch gar nichts gemacht! Mann, du schubst mich die ganze Zeit oder sowas. Ich guck mal, ob man hier noch weiter kann, aber nee, hier kann man nicht mehr weiter. Uah. Oh Gott! Oh, vorsichtig, ne? Hier, ne? Nicht runterfallen! Hier auf gar keinen Fall runterfallen. So, hier, da siehst du das? Hier, ja, so ein ganz klar. Hä, was ist das denn? Wow! Oh mein Gott. Hä, wo ist denn jetzt hier ein Bacon? Hä, irgendwo hier muss irgendwas sein, glaube ich. Ja, hier ist safe ein Bacon irgendwo, ganz klein versteckt. Ja, genauso diese Farbe hat. Ja, safe. Ey, das sieht ja richtig verrückt aus. Auf dem Boden irgendwo? Guck mal hier auf dem Boden, Kaspar, siehst du das? Siehst du das da? Auf den Weil. Nein! Der Glitch-Bacon! Oh mein Gott, das ist einfach ein unser erster legendärer Bacon. Oh mein Gott, wie krass ist der, denn bis man den gefunden hat. Alter, das hat so lange gedauert. Okay, dann lass mal weitergehen hier. Und zwar in den Wald, glaube ich, ne? Ey, siehst du hier oben das UFO da hinter uns? Wo so ein denn? Riesiges UFO da hinten. Stimmt, Alter, da können wir auch noch hin, ne? Das so ein. Aber das erstmal in den Wald geht, du hast recht. Genau, beim Wald sollten wir, glaube ich, richtig viel noch haben. Vor allem mit dem Zug noch links. Wir können eigentlich noch den Zug noch links mitnehmen. Stimmt, können wir auch noch eigentlich, ne? Ja, hier vorne. So, hier vorne. Warte, war das so ein Graffiti oder sowas? Nee, das sah so aus. Okay, ich dachte. Denkst du, das ist so ein Graffiti-Bacon noch irgendwo? Hätte ich gedacht, aber anscheinend doch nicht. Anscheinend doch nicht. Okay. Die Biene haben wir. Ist hier irgendwas hier beim Bahnhof? Ja, ich denke bei der Bahn auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal hier, ob da irgendwas sitzt oder so. Hier ist beim Zug gar nichts. Hier ist wirklich gar nichts, hier oder? Vielleicht hier irgendwie Construction. Nee. Hier ist kein Bacon. Den Zug checken wir auf jeden Fall später aus. Der muss auch schon gerade gucken. Ja, den Zug hab ich gerade gecheckt, da ist gar nichts. Ja, da hinten ist noch so ein anderer Zug. Ich denke mal, bei dem ist noch irgendwas. Aber egal, gehen wir weiter hier in den schönen Waldbereich. Nein. Wollen wir zuerst das Waldhaus da, das Baumhaus nehmen? Ja, auf jeden Fall. Da hinten beim Grabstein ist locker so ein Grabbacon oder so. Ja, safe, denke ich auch. Jetzt hier schön nach oben gehen. Schön hinter den Ästen und so, ne? Auch oben versteckt oder so. Ja, die sind echt, also die heftigsten sind natürlich halt nicht so offensichtlich. Ich meine, der Glitch-Bacon hat uns gerade schon gezeigt, wie krass es sein kann. Ja, aber der war echt sehr, sehr krass. Was haben wir hier? Hier ist keiner. Hier ist ein Bacon, der Bilderman-Bacon. Oha! Ja. Bilderman, und warte, der hat irgendwas geschrieben. Ey, was ist da noch? Guck mal! Ey, wir haben voll viel übersehen beim Boot eben. Siehst du das da hinten? Geh mal da lang. Wo denn? Alter! Diese ganze krasse Insel und sowas. Ja, okay, aber warte, wir müssen mit diesem Bilderman-Bacon reden. Weil wir müssen... Ah, eine Brücke bauen müssen wir irgendwie. Ja, okay, machen wir, okay. Ich glaube, wir können jetzt hier unsichtbar irgendwie lang. Aber ich kann ja nicht mehr mit dem... Jetzt kann ich mit dem reden, okay. Eine Brücke bauen, okay. Für was denn? To save my cat, wir müssen seine Katze retten. Aha.
Aber kannst du dir die Holzbretter nehmen? Nee, ne? Ja, du musst erstmal dingsen und dann musst du okay drücken. Hab ich gemacht. Und aber ist nichts passiert jetzt und bisher. Und dann... Okay, aber wie hat die das jetzt... Hä? Ja, ist die unsichtbar da in der Luft oder was? Hä? Oh mein Gott! Hä? Lass einfach auf ihrem Weg weitergehen. Lass auf ihrem Weg einfach weitergehen. Okay, Leute, ich frage mich gerade, wo kann man jetzt am besten die Bretter sehen? Du musst doch genau den Weg so... nehmen. Okay, okay, hier noch. Ach, verdammt, machen wir nicht, das ist zu schwer. Lass da vorne hingehen zu dem Grabstein. Den Grabstein, ey, die Katze, die müssen wir uns aber noch mal holen irgendwann. Die ist hier oben, auf dem Baum ist der oben. Warte mal, auf dem Baum? Ja. Den, war da noch was drauf? Nee, ich glaube nicht. Aber hier muss locker einer sein, ne? Oh! Okay, in dem Grab nicht, in dem hier? Sicher nicht? Ja. In dem auch nicht. Hey, muss doch locker irgendwann. Hier ist einer, der Zombie-Bacon. Aha, okay, gut. Sehr gut, auf jeden Fall. Locker ist hier hinter irgendwas. Ich bin jetzt hier gerade ganz hinten. Hier ist ganz viel Fläche. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwie vielleicht so ein Grashalm-Bacon oder sowas ist. Ja, stimmt. Warte mal, der kam auch gerade aus der Richtung hier vorne, ne? Ja. Hier. Ja, der will mir, glaube ich, hier den Weg zeigen. Der läuft hier gerade irgendwo schon mal hin. Zeig mir hier, wo der nächste Bacon ist. Irgendwas macht der jetzt, glaube ich. Oh, der rennt richtig spitz zu uns. Irgendwas? Der macht irgendwas? Ach nee, okay, der kennt uns nur, okay. Ist hier irgendwie da unter? Ja, ich sehe da auch nichts an der Wand oder so. Wollen wir, guck mal, die ist da oben wieder auf dem Katzenbaum da oben drauf, ne? Ja, ich glaube, das Ding ist zu schwierig. Ja, okay. Wollen wir vorne beim Schiff das nochmal machen? Genau, wir müssen auf jeden Fall zum Schiff hin. Und ich glaube, wir könnten nur bei den Häusern auch nochmal mehr machen. Ja, stimmt, da wäre auch safe schon. Guck mal, wir haben richtig viele Bacon, so Eierbacon und sowas. Große Bacon, siehst du den da ganz oben drauf? Den müssen wir uns auch noch holen, ne? Oh, stimmt, aber guck mal, wenn du auf die Bacon rauflegst, kannst du halt sehen, wo die sind, ne? Ja. Das heißt, ich setze mich auch zurück. Das heißt, wenn du jetzt auf die Bacon rauflegst, kannst du halt auf einen rauflegen und dann zum Beispiel in der City und sowas, ne? So können wir die halt auch schneller finden. Boah, es gibt mega viele, ne? Ich glaube, hier sind noch richtig viele. Wollen wir erstmal dieses Dings nehmen? Was ist hier? Was ist das denn? Diese kleine Zeichnung da. Das ist ein Code oder sowas, oder? Ich weiß nicht. Da ist ein Bacon drauf, das sehe ich, da ist ein Bacon drauf. Ja, ich weiß, da steht Teil. Aber da kommen wir ja gerade nicht hin, ne? Müssen uns hinsetzen. Nee. Okay, den kriegen wir gerade nicht. Okay, was ist hier bei den Häusern? Da waren wir doch schon. In den Häusern waren wir schon drin? Ja. Hier ist ja noch eine. Girl Bacon, haben wir doch gar nicht gehabt. Girl Bacon, hä? Haben wir es übersehen hier oder was? Hier ist noch einer. Hier waren wir doch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Quarantäne Bacon. Oh mein Gott, das ist eine Quarantäne. Schnell raus hier. Lass mal über das Schiff gehen zu dieser... Warte mal, wo gehen die hier hin? Hier ist noch einer. Ein Gamer Bacon. Gamer Bacon? Wo hast du den denn gebracht? Der spielt Roblox im letzten Haus. Du bist ja einfach nicht ins letzte Haus reingegangen. Ey, ich hab's gar nicht gesehen, das letzte Haus. Guck mal, hier, der Cowboy Bacon. Stimmt, der Cowboy Bacon. Und hier waren wir auch noch nicht drin hier. Eier Bacon. Oh mein Gott, du bist richtig lost. Mein Gott, wir haben Bacon gerade noch gefunden. Wo denn? Lol, und zurück zum Spawn. Geh noch mal bei dem letzten ins Haus rein und dann an die Tafel musst du drücken. Der traurige Bacon. Ey, ich hab doch an die Tafel gedrückt. Der oben links musst du so mäßig drin. Ach, oha. Der Roblox Bacon. Einfach kein Bacon. Ich hab richtig viel Bacon geholt, ne? Ja gut, dann setz dich zurück und dann lass mal über das Schiff gehen zu dieser geheimen Insel. Genau, guck mal, wie viel habe ich jetzt? Wir haben schon fast alle normalen geholt. Wir sind anscheinend beim Haus und sowas, also beim Spawn. Stimmt. Oh. Hier vorne. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Hier vorne, ne? Hier über die Planke. Und zack. Oh ja, über die Planke. Warte, denkst du, das ist noch an der Planke was? Nee, ne? Okay. Oh. Gut. Okay, das sollte ja eigentlich, das geht ja eigentlich voll fit jetzt hier. Voll machbar. Hier rüber. Ist mir ärgerlich, wenn man hier runterfällt. Oh. Ja, das stimmt. Also neu laufen. Hier lang. Zack, hier. Da geht's doch gleich schon zur Insel. Und abkürzen! Alter, das ist richtig dick jetzt hier. Das wird immer dicker. Abkürzen! Abkürzen! So, über die Ecken springen hier, ne? So, zack. Obby King am Start. So, hier lang. Oh mein Gott, jetzt will ich nicht runterfallen, ne? Also jetzt würde ich nicht runterfallen wollen. Boah, es ist ja... Hier. Der Bacon muss ja richtig heftig sein, einfach. Alter. Voll einfach, aber die Obby hier. So, ja, bis du einen Fehler machst, ne? Und okay, dann ist das Geheule groß. Ey, ich sehe schon, dass da... Ich sehe schon, was hier fast ist. Ich sehe schon einen, ne? Jawohl! Der Beachboy Bacon. Okay, dann haben wir... Warte mal, ist hier noch irgend so ein Quietsche-Enten-Bacon? Ich glaube, wir dürfen das Anhänger oben drauf nicht berühren, glaube ich. Glaubst du? Oder, meinst du nicht? Also das Ding ist, hier in der Ecke haben wir halt so ein Sandding. Oh! Was? Das sind die teleportieren einen irgendwo hin. Was? Lol, warte mal. Ey, wir müssen den richtigen Teleporter finden, aber welches ist der richtige? Oha. Stimmt, du hast recht. Ich hab ihn! Also oh mein Gott, was ist denn hier? Quietschente Bacon. Wo denn? Ich hab den richtigen gefunden, das ist von unserer Sache, wo wir gespawnt sind und dann der dritte von zwei. Oh, stimmt. Ja, Alter, hier einfach oben. Der Quietschente Bacon. Aluxia Bacon, okay, sehr gut. Ich glaube, wir hatten noch irgendwas an der Ecke gerade, ne? Denkst du, hier ist noch irgendwas? Ja. Ja, safe ist hier noch was, oder? Hier in dem? Hier in dem? Nee, in dem auch nicht. Auch nicht. Mach hier mal meine erste Reihe, mach ich auch nochmal fertig. Okay, ich geh hin in die letzte Reihe.
Ja, so. Dann hier auch nichts. Okay, hier ist auch nichts. Mal gucken, ob wir hinten noch was haben. Oh. Nee, da auch nicht. Locker haben wir noch hier was, ne? Locker ist hier. Nee, da auch nicht. Okay, warte mal. Die habe ich schon alle, die du da jetzt, glaube ich, gerade machst, ne? Ja, ehrlich? Dann habe ich aber jetzt auch schon alle. Hast du, welche haben wir noch nicht? Hast du die beiden letzten? Komplett rechts habe ich beide jetzt. Die drei hier? Ja. Dann lass hier in die Ecke gehen. Lass du dem hier in die Ecke. Ah, stimmt. Gar nicht gesehen. Ein Labyrinth-Bacon jetzt wahrscheinlich. So ein Sandlabyrinth. Ja, safe, safe. Wer sie zuerst raus ist, ne? Hier. So, hier weiter lang gehen. Okay. Ja, wer ist das denn? Oh, Bang Gamble Bacon. Bang Gamble? Was ist das denn für einer? Ey, der Glitch-Bacon war doch der heftigste, den wir gefunden haben bis jetzt, ne? Alter, der war so rare, ne? Der warte war mal, hier. Was ist denn hier? Ist da noch einer? Hä? Was hast du da gefunden, ne? LOL! Der Sinking Sand Bacon. LOL! Einfach nochmal einen gefunden. Du bist einfach hier vorbeigelaufen, ne? Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Aber haben wir noch einen? Nee, glaub nicht. Ich glaub nicht. Hier geht's, glaube ich, zurück, ne? Ja, hier geht's lang. Oder geht's hier zurück? Ja, hier bei mir geht's lang hier gerade. Oh, wo kommt der denn her? Okay, dann können wir hier sogar wieder rausgehen, ne? Ah, wieder raus hier. Ah, hier wäre jetzt gerade richtig. Also. Da oben die Flagge, denkst du. Oh! Oh mein Gott, was? Der Flaggenbacon! Gut was? Geraten. Der Flaggenbacon, Alter. Ey, und ich sehe doch gerade, da ist eine Sonne. Siehst du die Sonne von Bacon? Wo? Die Sonne da oben ist einfach auch Bacon. Oh mein Gott, wie kommen wir denn zur Sonne? Gute Frage. Und da hinten siehst du noch die Wolken und so. Ja, sehe ich auch. Das sind auch alles Bacon. Warte, warte, zurücksetzen. Und ich glaube, wir haben da vorne irgendwas noch übersehen. Wollen wir nochmal in der Großstadt auf diese hohen Gebäude? Ja, ich will unbedingt diesen riesengroßen Bacon Alter, da haben. Das ist der größte Bacon im ganzen Spiel. Ne, lass den nochmal mitnehmen. Hast du den mitgenommen? Hier den hab ich schon. Ich glaube, wir müssen hier reingehen, ne? Ne, hier geht's nicht rein. Ne, wir müssen außen so eine Obby machen. Hier. Ach, du meinst... wir müssen doch irgendwie auf den Grün kommen. Ja, da muss man dann einmal kommen. Ah, ne, stimmt, du hast recht. Dann müssen wir die Obby hier nehmen, ne? Okay, den kriegen wir auch hin. Ja. Hier die Obby nämlich. Vorne oder was? Ne, wo wir original hochgelaufen sind letztes Mal. Hier, die meinst du? Genau, wir sind noch. Okay. Jetzt noch einmal nochmal eine Möglichkeit, auf das andere Haus zu springen. So. Ja, okay, die ist echt leicht, ne? Die ist sehr, sehr leicht. Ja, die ist mega leicht hier. So, jetzt hier so viel zum Thema. Auf die andere Seite springen, okay. Ich bin so gespannt, was wir da vorne haben. Wir haben bestimmt irgend so einen richtig heftigen Bacon. So. Ich denke auch. Irgendwas so ein richtig seltenes Ding. Hier hoch jetzt. Aber jetzt kann ich hier weiter rüberlaufen. Hier waren wir nicht eben noch nicht. Yippie! So, okay. Und jawohl, hier ist nämlich einer, den wir noch nicht haben. Und zwar. Der Hitman Bacon. Hitman Bacon? Ja. Wow, okay, zeig mal her, da wo soll der sein? Ach, da hinten bist du schon, Alter. Wir kriegen hier, warte mal, auf dem Baum. Ja. Oh mein Gott, das ist noch so eine Obby, sehe ich jetzt gerade. Vom Baum irgendwie, dass man auf den Baum hochgehen kann. Ach, lol, stimmt, du hast recht. Hier lang. Hier sind so unsichtbare Teile. Ey, aber wie man den großen Bacon kriegt, keine Ahnung, ne? Das weiß ich auch nicht. Also damit, die müssen wir noch irgendwie gleich hier raus. Warte mal, wir können hier irgendwie, siehst du diese unsichtbaren Teile, wo man auf den Baum raufgehen kann. Ja, da hinten das startet auch, ja. Nämlich von wo startet das? Hier, das von der Insel. Hier, von hier. Stimmt. Warte mal, hier drin. Was ist denn da noch? Der schüchterne Bacon. Lol, stimmt. Aber, warte, hier waren wir noch gar nicht. Oh mein Gott, der Minenbacon. Ich bin in die Mine reingegangen. Komm mit in die Mine rein. Ah, lol, hier einfach. Hier sind direkt schon zwei Bacon. Steinbacon und Minenbacon. Ja, stimmt. Hier auch noch einer, sehr gut. Und ich glaube, oh mein Gott, hier geht's auch noch hoch. Hier nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier... Da ist sogar hier auch noch einer, oder? Ja, ich sehe ihn nämlich hier. Da hast du ihn auch. Ich habe den Larvo-Bacon. Hast du ihn auch? Ja, Larvo-Bacon. Ich glaube, wir kommen nicht weiter. Nee, das war Sackgasse. Okay, lass mal aus der Mine rausgehen. Ist da vielleicht noch irgendwie Kristall-Bacon? Nee, ne? Hier, komm am besten mit mir hier nach oben und hier hochklettern. Wir können jetzt nämlich hier, pass auf, hier einmal hochgehen und dann können wir jetzt, jawohl, hier nämlich. Ah, hier. Da können wir nicht auf den Baum rauf. Oh. Nicht runterfallen hier. Gar kein Fall. Der ist sehr, sehr leicht. Okay, zack, hier rüber, zack. So, zack, oh hier drauf. Ja, okay, ich bin auf dem Baum drauf. Okay, wo ist jetzt irgendwie... der nächste Sprung? Wo ist denn... Okay, da. Nicht dein Ernst. Beim letzten Sprung bin ich runtergefallen. Okay, jetzt bin ich hier schon einen höher. Wo muss ich denn jetzt hier raufspringen gerade? Oh mein Gott. Und zack, so. Okay, ich bin jetzt hier... Jawohl. Kommst du da rüber oder was? Ja, ich bin jetzt hier. Okay, ist hier noch irgendwas versteckt irgendwo auf der Seite? Nee. Okay, ich sehe jetzt keinen. So kann man sich nicht. Ich schaff das nicht, das bist du blöd, ey. Ich bin auf der Wolke. Komm her, hier kann man richtig coole Sachen machen. Hier können wir nämlich uns den großen Bacon holen. Das war voll lange, bis ich das jetzt geschafft habe. Nein, ist voll leicht. Mann. Hier, wir können uns den großen Bacon holen vom Dach. Ja, Mann, ey, das ist aber voll schwer, da rüber zu kommen auf den Baum. Guck, Giant Bacon, das ist voll leicht, auf den Baum zu kommen. Ich bin schon dreimal runtergefallen. So, und dann können wir sogar auf die Wolken sogar noch gehen. Oh mein Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Hier auf den Baum oder was? Ja. Wie bist du auf den Baum denn raufgekommen hier? Wow.
Wo bist du denn? Wow. Ey, nö, nö, das ist mir zu blöd hier. Das war's mit den Bacon für heute für mich, ey. Mach's gut. Ich bin jetzt hier beim UFO nämlich. Alter, ich bin bei den Alien Bacons. Ja, Alien Bacon habe ich geholt. Ey, Kaspar, wow. Guck mal. So viele Pandas sind entkommen. Wir müssen sie alle zurückbringen. Ah, du hast recht. Und hier war direkt der erste. Ah. Ja, ja, also wir müssen irgendwie gucken. Hier ist der normale Panda. Und es gibt anscheinend richtig viele schwere Panda, die man alle holen kann. 70 Stück. Und ich sehe hier direkt den nächsten, ne? Wie, wo bist du denn? Hier vorne. Stimmt, Alter, wie cool. Was ist der? Fetter Panda heißt der. Fett Panda. Oh, wie viele sind denn hier gerade? Guck mal, hier vorne. Alter, das ist ja mal mega easy. Hier finden wir direkt schon den nächsten. Cowboy, aber es sind natürlich auch die einfachen. Ne? Wir haben schon mal sowas gespielt mit Feinde-Marker. Mhm, mit dem Marker, ne? Stimmt. Oder glaubst du, irgendwer hier bei der Kuh drin? Eine dieser Kühe ein Panda sein wird. Glaubst du ehrlich? Panda oder sowas. Ja, hier, du hast recht. Ja, das war doch. Ja, siehst du, war klar. Und haben wir ja wohl gesehen. Vogelscheuchenpanda. Vogelscheuchenpanda da. Du musst dich so durchdrücken hier. So, warte. Na. Ey! Ich glaube, es ist ein Labyrinth. Glaubst du ehrlich? Ich glaube ja, oder? Stimmt, so ein Maislabyrinth macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja, stimmt, stimmt. Aber man kann auch von außen kann man auch nirgendwo rein. Nee, man kommt von außen nirgendwo rein. Oder von oben? Nee, von oben auch nicht. Man muss hier irgendwie reinkommen, ne? Nee, wir sind ja gerade, genau, hier waren wir jetzt gerade schon. Ah, ja, ja, okay. Ich finde den Weg gerade. Ich finde den Weg gerade. Ich sehe da sogar noch einen Panda, lol. Okay, du musst krass. Halt so ein bisschen, wie, wo siehst du noch einen Panda? Ja, ich sehe im Maislabyrinth noch einen Panda. So, man muss also ein bisschen rumprobieren sozusagen, oder was? Stimmt, ja. Du hast recht. Ja, er muss ein bisschen... Ja. Ach komm, ich will einen neuen Panda holen, der ist doof. Der ist doch voll blöd hier, sag mal, da kommen wir ja gefühlt gar nicht lang, oder lass mal jetzt zu dem Haus gehen hier. Ey, jetzt komme ich nicht mehr raus hier. Ha! Doch, warte mal jetzt hier. Guck mal, ich habe hier im Haus... Nicht. Ey, das ist eingesperrt. Ich komme jetzt nicht mehr raus aus dem blöden Gefängnis. Haha, du musst dich zurücksetzen. Hier, lass mal in den Tempel reingehen. Ich glaube, hier beim Tempel ist ein cooler Panda gerade drin. Was ist da oben? Ist hier noch irgendwo aus? Das so aus hier? Ja, ja, so ein neues Biom oder so. Ja, okay, klettern wir mal runter. Und, ist hier irgendwo ein Panda? Guck mal, hier ist so eine Druckplatte. Drück mal drauf. Ja, ich habe gemacht, aber hier ist, glaube ich, gerade kein... Ne? Ich schaue gerade mal hier irgendwo in der Ecke oder sowas. Locker müssen wir da drauf drücken vielleicht. Was? Oder eins in den drei berühren. Ist hier irgendwo ein Panda, den wir übersehen oder so? Ist so, hier muss der... Hier, guck mal. Nee, ey. Was ist da? Ich weiß auch nicht. Ich komme nicht raus. Ist gar nichts. Nee, wir müssen hier wieder raus, Brox. Also hier finden wir den Panda, glaube ich, nicht. Okay, also, lass mal hochklettern. Ich glaube, hier muss irgendwo anders der Panda sein. Vielleicht hier draußen irgendwo. Ja, locker in diesem Biom jetzt hier gerade, wo wir sind. Ja, safe, safe, safe. Hier unten irgendwo in den Bäumen. Ich meine, es sind ja im Grunde halt echt 170 Pandas. Die müssen ja irgendwo versteckt sein Stück, immer. Ne? Hey, guck mal hier. Hä, wie bist du überhaupt so schnell? Kann man sprinten irgendwie? Ja, du kannst sprinten aktivieren. Hä, wie geht denn? Ach, da links. Lol, hier ist auch so ein Baumhaus und sowas. Hast du jetzt hier einen eingesammelt hier oben? Nee, aber ich habe so eine Lampe angemacht. Hä, dann ist die Lampe safe für den Bunker jetzt unten, oder nicht? Glaubst du? Ich weiß nicht. Ja, safe, hätte ich gesagt. Okay, warte mal, hier ist da vorne, siehst du oben diesen kleinen Panda, diesen Affenpanda da? Ja. Wie kommen wir zu denen am besten hin? Wo ist denn der Affenpanda? Ich sehe den jetzt doch nicht mehr. Über uns. Ja, ja, genau, über uns. Okay. Hier von dem Baum, glaube ich, oder? Glaubst du von dem Baum? Lass mal hier außen rumgehen, ich glaube. Hier irgendwo. Wo bist du denn? Vorne, aber ich weiß nicht genau, wie wir da hochkommen, sag mal. Ich glaube, wir müssen hier mit diesem. Wir müssen erstmal hier rauf. Erstmal hier. Warte, können wir hier? Ja, hier. Hä, wie können wir nirgendwo lang? Hier, guck mal! Oh, hier stimmt, da müssen wir lang. Oh, ach Mann, ich guck doch nicht hier. Oh. Okay, hast recht. Hey! Ich reagiere. So, hier soll ein Panda drin sein, oder was? Bringt hier bei mir nicht. Was hast du da gefunden? Sehr gut, kommen wir rüber. Hey! So, und Sprung! Ja, okay. Hier können wir irgendwie weitergehen. Ich glaube, hier sind die nächsten Pandas, die so ein bisschen schwer sind. Ne? Das heißt, wir haben jetzt ja schon ein paar normale Pandas gefunden, aber nicht diese extrem schweren. Oh Gott. Ich fall hier immer runter. Ja, da musst du jetzt aber hier ganz, ganz vorsichtig gleich sein. Oh, du musst jetzt ganz vorsichtig sein, Kaspar. Oh nein, das mag ich gar nicht. Sei ganz vorsichtig. Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, hier wird, glaube ich, ein richtig schwerer Panda gleich sein. Ja, safe. Und den kriegt bestimmt auch nicht jeder, weil der so... Oh Gott, hier kann man ganz runterfallen, ne? Nein. Okay. Ich sagte, den kriegt locker gar keiner, weil der Panda richtig, richtig schwer ist. Bisher sieht's richtig gut aus. So, jetzt hier. Hoppla. Oha. Okay, pass auf. Ich bin jetzt hier schon mal... Wir können jetzt hier hochklettern. Und jetzt haben wir hier wieder irgendwas aktiviert. Hä, mach mal an.
was Gelbes und gelbes Licht. Als ob hier jetzt kein einziger Panda war. Das hier ist safe, einer versteckt irgendwo. Safe Call. Vielleicht hier. Oder vielleicht hier oben auf den Baum springen oder so? Das kann natürlich auch ganz gut sein. Aber jetzt haben wir schon wieder irgend so ein Licht aktiviert. Aber als ob hier kein Panda jetzt gerade war. Warte, veräppelt worden. Hier hinten ist auch keiner. Da okay. Ist ja gar nichts. Warte, jetzt haben wir so ein Licht aktiviert. Okay. Mal gucken, was wir mit dem Licht machen können. Meinst du, wir können damit irgendwo hin oder so? Könnte schon sein. Ich kletter jetzt hier gerade mal den Baum hoch. Mach mal. Hier ist auch kein Panda drin. Wo sind denn die ganzen Pandas versteckt? Da ist einer! Wo? Hier unten bei mir! Guck mal! Ehrlich, wo hier denn? Hier unter der Map einfach! Wow, ich hab ihn! Lol, als ob. Upside Down Panda, und da musst du da drauf draufgehen. Ja, Upside. Okay, ich hab ihn auch geholt. Sehr gut. Okay, sehr gut. Komm, lass uns jetzt mal weggehen hier. Ich mag das da auch nicht. Ja, ja, das war auch irgendwie blöd, da waren so wenig Panda zu finden. Jetzt so, hier, guck mal, hier vorne sehe ich doch direkt schon einen, oder? Ist das nicht einer? Ist das ein Panda jetzt hier? Nee, das ist nur so ein Kostüm, aber das hier ist ja ganz klar ein Panda. Genau. Hier, ja. Der Verkäufer-Panda. Okay, auch optimal, ne? Hier noch hier. Alles ist. Da ist noch einer hier vorne, der Bacon-Panda. Guck mal. Der Bacon-Panda? Hier. Stimmt, ein Bacon-Panda, ehrlich, du hast recht. Bacon-Herr-Panda. Guck mal hier vorne mitten im Büro drin, was da alles drin ist, oder im Einkaufsladen hier. Oha, richtig, diese ganz krassen Pandas jetzt hier gerade, ne? Hier der Einkäufer. Hier der Kassierer-Panda. Hier nochmal der Shopping-Panda. Das war aber schon, glaube ich, oder? Okay, ja. Ich hab ja von dem Laden auf jeden Fall auch. Jetzt können wir hier mal weitergehen. Hier, ich bin doch da vorne. Ein Polizeipanda. Ja, lol. Ja, haben wir auch mitgenommen, ne? Schön mit dem Donut am Start. Guck mal, da links haben wir auch einen übersehen. Ja, da sind auch welche. Der Quarantänen-Panda. Ah, lol, da darf er sich nicht zeigen. Krass. Ja, ja, und auch hier sind Eis. Alter, was sind hier voll viele Pandas? Ey, da haben wir den Hotdog-Stand-Panda verloren. Ehrlich? Vorne, ja, da vorne war der Hotdog-Stand-Panda. Auch Security. Warte, lass uns zum Hotdog-Stand-Panda. Aber hier links waren auch noch gerade ein paar. Vorne. Hier so. Sprinten aktivieren, ja, das dauert ja 10 Jahre. Ja, du musst auf jeden Fall sprinten. Ey, guck mal da oben an der Fensterscheibe von dem Hochhaus, siehst du das? Stimmt, da ist auch noch so ein Panda. Okay, warte mal, wir können ja auf den Spielplatz noch gehen. Mhm. Da haben wir ja, glaube ich, noch so einen kleinen Spielplatz-Panda. Oh. Jetzt bin ich hier drin im Hochhaus, jetzt komme ich nicht mehr. Doch, jetzt komme ich raus, okay. Ja, Happy Panda. Okay, hier ist, glaube ich, gerade keiner mehr, glaube ich, ne? Geh da mal in dieses Hochhaus rein, weil man hier vielleicht in der Spielkiste, hier, nee, gar nichts. Reinfallen kann, ne? Ach, hier, ja, oh mein Gott! Ivo. Oh mein Gott, fast übersehen, Alter. Der Schokoladenpanda! Der war echt schwer, ne? Ey, komm mit hier ins Hochhaus, da sind ganz, ganz viele. Hier, guck mal, hier drin. Okay, dann gehe ich mal rein jetzt hier und, yo, der Disco-Panda! Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Ein Stockwerk höher. Nee, wir konnten da außen lang laufen. Komm mit, wir können jetzt hier außen hochspringen. Okay. Ist das denn der City-NPC? Ja. Okay, nee, hier auf der anderen Seite. Ah, gut gesehen, sag mal. Hier vorne? Ja, hier können wir nämlich so hochklettern. Ja, so. Okay. Gut, hier rauf, hier. Und, oh, hier müssen wir auf jeden Fall etwas... Naja, gut, die Obby ist relativ leicht. So, dann haben wir hier einen ganz großen Panda schon mal. Okay, sehr... Ach, Mann, ich bin runtergefallen. Der Gigantenpanda. Hier lang, noch. Aber das ist noch nicht das Einzige. Wir können hier noch höher gehen, ne? Gigantenpanda? Also, ich schaff den da oben nicht, Broxo. Echt nicht? Kaufen im Shop. Ich würde mir halt gerne irgendwas zum Fliegen kaufen. Ich habe auch den Glaspanda jetzt gerade geholt, den du meintest. Oh Mann, ich will die auch! Ja, da musst du ein bisschen besser werden. Wow, okay, so, jetzt habe ich's. Und hier der Riesenpanda. Erstmal, wo ist denn der Glaspanda hier? Wow! Ich habe noch einen gefunden. Warte mal, ich kriege ihn gerade nicht. Hätte ich noch Safe Call, ich auch. Ich soll seine Brüder hier finden, sagt er gerade. Okay, hier vorne. Wo ist der Glaspanda? Wo hast du den gefunden? Ah, okay. Was ist denn hier? Ja, du musst. Wo ist der Glaspanda? Den musst du noch an der Wand. Der ist doch, da musst du runterspringen. Da muss ich runterspringen für. Hm? Wow, ja! Oh sehr mein gut. Gott. Okay, da, lass mal hier vorne hin. Da hast du so einen riesen. Ich weiß auch nicht, so einen Berg oder so. Da sind auch ganz viele, ne, sehe ich gerade. Ja, ja, auch hier auf den Bäumen, siehst du das? Auf den Bäumen sind auch ein paar. Guck mal, hier, was ist denn hier? Guck mal, hier ist so ein Panda, eine Möwe oder sowas. Wo denn? Kette oder sowas, über da oben, was gerade hochfliegt. Hä, siehst wo? Du guck stimmt, mal oben. Über uns. Oha. Das kommt jetzt hier aus dem Boden raus, das muss hier rauskommen gleich. Glaubst du? Ja, ich glaube ja, wenn das jetzt gleich weg ist. Wie, wenn es weg ist? Jetzt warten, dass LOL, die stimmt, der Paper Panda. Wie, hab ich hast du bekommen. Den jetzt, oder was? Aber ich hab nicht den anderen gerade bekommen. Paper Panda? Wo ja, soll der ja. Sein? Ich weiß auch nicht, was das gerade für ein Ding war. Keine aber hier Ahnung, vorne, ja, guck mal, hier vorne können wir auch so noch ins Baumhaus und so reingehen. Ah, stimmt. Zeig mal her da. Hier so. Vorne die Leiter hoch, oder was? Boah, hier ist noch so irgend so ein Baumhaus-Panda oder sowas. Ey, ich fange hier direkt den nächsten Panda, sag mal. So, komm mal her hier. Und ich glaube, wir können jetzt hier von hier oben
Ja, genau, auf den Baum rauf. Die Bäume, aber das war doch schon. Ich glaube, wir können nicht weiterspringen. Aber da vorne, Lagerfeuerpanda, den sehe ich doch jetzt schon. Ey, der ist ja ganz heiß. Ja. Ey, guck mal. Siehst du das hinter uns? Angry Panda, ja, das sehe ich hier. Ja, ja, hier können wir schon hochklettern. Oh. Hier. So. Hier, oh mein Gott. Ich schaff's nicht. Alter. Honigpanda, der Bienenpanda einfach am Start hier. Stimmt, ich bin auch da. Bienenwabenpanda. Bienennest. Okay. Aber warte, da war gerade noch irgendwas. Wir konnten, glaube ich, auch in das Baum rein, in den Baum reingehen. Reingehen? Siehst du das hier? Hier zur Tür. Was meinst du? Wow. Stimmt. Gut gesehen. Was sind wir denn jetzt hier? Aha. Honigpanda doch safe, oder? Nee. Poo-Panda, Winnie the Pooh-Panda. Da wohnt er einfach hier, der Winnie Pooh, mitten in so einem Baum. Ist so, Alter. Warte mal, hier ist doch so ein Schneegebiet. Lass hier auch nochmal reingehen. Was finden wir hier noch so für einen Panda? Bestimmt hier so ein Akku-Panda. Der Gamer-Panda. Der Gamer, der Zocker, Alter. Der alte Zocker hier. Voll am Zocken. Ich guck mal, ob hier noch irgendwer versteckt ist. Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube hier in diesem Haus vielleicht noch. Ja, bestimmt auch hier noch. Hier ist ein pinker Knopf. Ich drück mal drauf und jetzt. Noch pinke Karte. Hey, lol. Was ist? Ich bin gerade in den Schornstein rein. Ja? Lol, er gönnt sich hier irgendwelche Sachen. Animes oder sowas. Okay, komm, wir gehen wieder zurück. Okay, wir gehen echt wieder zurück. Aber was können wir mit der pinken Karte jetzt machen? Damit können wir safe irgendwo reingehen, oder? Glaube ich auch. Das ist locker so ein... Oh Gott. Und hier ist der gelbe 2. Siehst du das? Ist der hier irgendwo unter uns? Und hier ist so ein Eislabyrinth. Okay, lass mal das... Ja, genau, lass mal hier rein. Denkst du, wir kriegen hier diesen Panda? Wo ist denn hier der Eingang zum Eislabyrinth? Oh, nee, oder? Hier, oder? Nee, das sah so aus. Hä, wie soll man denn schon hier hingehen? Ah, hier! Ja, oh Gott, ich will das nicht machen. Das ist mir zu blöd. Aber guck mal, die Sphinx! Ja, ja, stimmt. Und auch an der Seite. Und hier unten links direkt noch einer. Sehe ich doch schon den Sandpanda. Auch gerade auch an den... Ja, guck mal, Sandstone-Panda. Da kann ja gar nichts los hier, guck mal. Wir können sogar reingehen, ne? Oha. Oh nein! Was? In irgendeinem heftigen, schweren Labyrinth jetzt hier drin? Aber ich habe hier, glaube ich, einen guten Weg. Ja, ich der Ohren, der hat keine Ohren. Der ohrenlose. Denkst du, hier sind noch mehr? Ja, safe, oder? Würde ich sagen. Locker. Hier mal lang. Oh, ich bin jetzt schon bei dir jetzt hier. Hier ist eine Sackgasse. Hier geht's, glaube ich, noch weiter. Sackgasse auch. Hier ist ein langer Weg. Ich glaube, hier geht's lang. Zeig mal, hier lang, oder was? Okay. Aha. Ja, hier ist noch einer. Zeig mal her hier. Der Labyrinth-Panda. Oh mein Gott, da haben wir die Ecke. Sehr hinter gut. Dir, hinter dir. Wo ist. Hier, ach da! Ah. Ja, ja. Meinst du, da ist noch irgendwo einer oder kommt ein Ausgang? Ich glaube, hier ist wahrscheinlich irgendwo ein Ausgang oder noch ein Panda. Ja, safe, würde ich auch hier sagen. Ist, hier ist keiner, rechts ist keiner. Okay, dann noch. Ah, wir müssen hier wieder zurück. Ich glaube, wir können hier wieder zurück. Oder? Ja. Hier ich schaue gerade. Ich glaube, wir sollten gleich schnell rauskommen, indem wir hier lang laufen. Hier lang, so, nach ganz hinten. Was hast du denn? Hier ist eine 6, eine schwarze 6. Eine schwarze 6. Okay, das ist die Zahl des Teufels oder so, ne? So, okay, dann lass mal. Ja, hier können wir wieder, glaube ich, ja genau, hier können wir wieder rausgehen. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Dann raus hier und bam! Aber ja, locker ist beim Kaktus Pandas, hier irgendwo ein Panda. Ja, safe. Hier, guck mal. Safe, der Sandpanda. Hinter dem Kaktus. Da lag er einfach direkt. Stimmt, der Sandpanda. Und hier oben. Glaubst du, es gibt den. Da oben drauf, da sehe ich doch schon den Pyramidenpanda oder was? Nee, ist er gar nicht. Nee? Das war aus. Ah, hier, du kannst hier in die Pyramide reingehen, in die andere, direkt hier neben. Ah, in die andere, okay. Und hier haben wir jetzt, oh Gott. Was ist das denn? Hier, so ein Safe, ne? Ein Code. Ach, nein. Den müssen wir noch herausfinden, um den zu bekommen. Jetzt wäre doch safe nicht. Okay, aber komm, lass mal da vorne zum Strand gehen. Das sieht so aus, als würde man da auch noch einige finden. Ja, ja, ich sehe ja schon diesen Aufpasser. Und locker können wir auch hier wieder tauchen. Der Bademeister. Ja, ich wusste es. Alter, gut gescoutet hier. Aber der war auch einfach, steht da noch. Das sind, wir haben jetzt voll viele einfache gefunden bis jetzt, ne? Stimmt, die ganzen schweren haben wir noch gar nicht gefunden, glaube ich. Wollen wir mal mit dem Boot drüber? Ein Boot! Ja, ja. Ja, komm, lass einsteigen. Okay. Zack. Drauf hier und Boots. Yeah. Und hier ist hier, jetzt sind wir auf dem Resort, ne? Guck mal, hier sehe ich doch schon einen. Eine Muschel. Panda? Nee. Atlantis! Lol. Das ist einfach ein riesiges Atlantis. Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Und ich kann voll krass springen, aber ich kann auch voll krass springen. Hier ist ein Panda. Sag mal, hier ist so ein Kackhaufen. Der Drowning Panda, der ist am Trinken. Panda hier? Ich komme hier zum Extragebiet irgendwo hin. Oh Gott. Hier ist ein Obby, glaube ich. Wo bist du denn? Ich komme nach ganz, wenn du reinkommst in den Raum ganz rechts direkt. Okay, warte, ich guck auch mal ganz rechts. Wow! Bist du zu diesem Boot gegangen? Oder wo bist du hingegangen? Ja,
Ja, ja, noch weiter vom Boot. Da ist so ein Kackhaufen auf dem Boden. Siehst du das? Ah, und dann kannst du hier reingehen. Ich bin bei dir. Genau, da bin ich drin. Oha. Und hier kann man irgendwie die Haie drauf. Ach, die Haie müssen hochklettern? Ja, safe, safe, safe. Jetzt hier lang, jetzt auf den hier. Oh. Auf den? Okay. Da drüben! Oh Gott. Da drüben ist er! Ja, Baby Shark Panda. Ja, geil. Lol. Sag mal, da ist wieder raus hier. Okay. Hä? So. Oh. Okay. Das Wasser war gerade nicht mehr da. Du hast hier irgendwo noch einen gesehen, meintest du, ja, oder? Da vorne ist dieser Drowning Panda. Ah, und da oben, siehst du ihn? Am Surfen, oben links. Stimmt. Okay, wie kriegen wir den aber denn? Da müssen wir, glaube ich, von woanders reinspringen. Ja, hier ist noch eine Obby. Wo ist eine Obby? Hier im U-Boot. Im U-Boot kannst du auch reingehen. U-Boot? Ah, sehr, sehr gut. Okay, gehen wir da auch mal rein. Ey, wir haben schon, wie viele Panda hast du schon? Ich kann hier aber nicht reingehen gerade. Hier oben, oder was? Warum auch immer, komme ich da nicht rein. Jetzt. Hat voll lang gedauert. Hier sind voll viele Zahlen. Oh, das sind, weißt du, das sind die Zahlencodes? Ich weiß es nicht. Ey, wie bist du hier reingekommen ins U-Boot? Ja, voll schwierig. Oh. Ich gehe wieder raus. 73, das ist ja voll das Rätsel hier, sag mal. Ja, irgendwie voll komisch. Aber hier können wir hochklettern, siehst du das? Stimmt. Dann lass hier mal raufgehen. Ah, verdammt. Ja. Warte. Wow, das ist voll schwer. Du musst so Seitensprünge machen. Ach, das ist so ein Ding. Ah. Das heißt... Hier. Wir gehen hier ran. Ey, der springt ja nicht. Ja, der will auch nicht rüberspringen irgendwie, ne? Okay, da muss, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Hä? Aber man kann allgemein nicht springen. Mann. Wie kommt man denn da rauf? Er springt nicht, ne? Viel zu schwer. Ich gehe da. Du musst loslassen und dann springen. Ah, warte, ich hab's. Das ist ganz leicht eigentlich. Du bist dran, lässt los und dann springst du. Dann zum nächsten. Hier, so, dann springst du. Ey! Aber wir haben es fast geschafft. Da ist ein krasser Panda. Den müssen wir unbedingt bekommen. Okay. Zack. Genau. Und Sprung aufs nächste. Ja, ja, ist echt gleich, wenn man einfach nur springt. Hey! Hey! Ich fall auch runter. Ich will ihn haben, wir sind so nah dran bei diesem Panda. Ey, so, jetzt. Man darf halt nur springen, du darfst dich dabei nicht bewegen. Ja, ich merke das schon, wenn ich mich nicht bewege, fällt er runter. So. Nee, du darfst echt nicht bewegen. So. Ja, ich hab's geschafft, okay, man muss halt echt nur vorsichtig sein. Jetzt haben wir hier den Scuba-Diver-Panda. Mann, ich will den jetzt auch haben. Ja, ich hab den Scuba-Diver schon. Oh, hä? Drüber hier. Hier sind krasse Panda. Ey, Mann, ich fall hier runter, obwohl ich muss mich bewegen, sonst fall ich auch runter. Nein, dann darfst du nicht bewegen. Hier, auf das irgendwo. Ich hole in der Zeit nochmal den anderen Panda da vorne. Ey, 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 mach, Mann, ey, was ist denn das? Ey, wirklich, der Panda ist mir komplett egal jetzt. Ja gut, dann lass wieder hier aus dem Ding, aus dem Wasser rausgehen. Ja. Ey, so. Nee, also wirklich, ich raste gleich aus hier. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich kann das gar nicht schaffen. Ja, okay, ich bin schon wieder aus dem Wasser draußen. Ich guck mal, was wir auf der Insel noch haben. Nee, das reicht mir. Den Panda, den kannst du selber behalten. Den kannst du dir schenken. Aber ich sehe gerade, wir haben ja keinen einzigen Panda mehr auf der Insel drauf. Das heißt, wir können schon wieder zurückgehen. Ey, wie bist du denn überhaupt rausgekommen? Hier raus oder was? Einfach rausgegangen. Wie raus? Wir bist denn einfach rausgegangen? Wie geht denn das? Ach, hier oder was? Ja, wieder hoch halt. Hey, ich bin jetzt wieder am Spawn. Ach so, Lol. Ja gut, dann komme ich auch zu dir. Guck mal, da oben, mitten oben drauf, auf dem Berg ist noch einer. Alter, dieser blaue Panda, ne? Wir haben im Allgemeinen vom Berg voll viel übersehen. Ja. Die sind... Ey, da sind voll viele. Wollen wir zuerst zum linken oder zum rechten Berg? Zuerst zum linken und dann können wir vielleicht zum rechten rüber. Aber guck mal, hier in der Hütte, da ist doch safe noch einer drin, oder? Ja, hundertprozentig. Guck mal, wie der da allein drin sitzt. Ah, safe. Was ist das für einer? Ja, da ist er doch. Aber Ah, nee, wir müssen seine Brüder finden. Ach so. Okay, was sind das für Brüder? Aha, das sind Eisbären. Pampen und Eisbären. Okay, vielleicht hier oben drauf oder so. Hier ist eine Leiter hoch, hier. Ja, ja. Ah, okay, warte, dann komme ich jetzt mal zu dir. Okay. Hab ich gar nicht gesehen, die Leiter. Hier ist der erste Luftballon. Sehr gut, Ballonpanda gefunden. Ah. Hier schwebt noch. Stimmt, ich habe ihn auch. Oh mein Gott. Was ist? Wow. Was ist? Oh mein Gott, Jumps, das ist mir gar nichts. Hier unten, spring mal runter in die Lücke und jetzt laufen wir da lang, ja. Wow, Alter, der Jumpscare-Panda. Ja, Mann, da schreit der auf einmal los. Hä? Okay, warte, wollen wir hier lang gehen oder was? Ja, ja, safe, hier Parkour, komm. Oh, warte mal, siehst du den Knopf da? Nee. Green Card habe ich jetzt. Wo hast du den Knopf gefunden? Aber ich weiß nicht, was diese Karten bringen. Wo ist der Knopf? Ich habe den gar nicht gesehen. An der Seite gerade, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Okay, ich bin jetzt schon wieder einen höher. Okay, sehr gut. Hier ist doch locker noch ein Panda hinten oder so. Ja, safe, oder? Auf der anderen Seite oder sowas? Ja, ich kletter hier gerade jetzt hoch. Ich glaube, hier ist so ein
Grabsteinpanda vielleicht? Hä? Nein! Der Phantompanda. Was ist denn für ein Phantompanda da? Das hört sich auch ganz schön gruselig an, muss ich sagen. Ja, wie hast du den Spiel geschafft, Alter? Bist du verrückt oder was? Ey, ist doch voll leicht. Was für voll leicht? Och, ich bin komplett... Du kommst nein, da nicht also, das weiter? Ist schwer hier. Nein, jetzt bin ich auch... Jetzt bin ich ein zu weit runtergesprungen. Aber warte, ich hole dich jetzt ein, Kasper. Weil da kann man nochmal weitergehen. Da ist das grüne Ding. Okay, also hier wieder nach oben, so. Oder was? So. Und dann nehme ich mal ganz kurz die hier mit. Mann, hier wieder hoch. Dann muss ich jetzt. Ey, ich würde so gern fliegen können. Ja, nee, du musst einfach nur gut sein. Ey, wirklich. Oh Gott. Also, nee, diese Obby-Freunde, also, das ist wirklich unglaublich. Das schaffe ich nicht. Wow! Okay. Ich bin jetzt geschafft? Schon auf, ich bin auf der anderen Seite jetzt gerade drauf. Okay, sehr gut. Und hier habe ich jetzt schon mal den coolen Panda, diesen grünen. Ich komme nicht hoch, ey. Ich gehe woanders jetzt lang. Das ist mir zu nervig. Ich suche mir einen anderen Weg nach oben. Okay, so, mach das mal. Hier ist noch so eine Hütte, da kann ich reingehen. Aber hier ist nichts drin. Hier ist so Lava und sowas. Was kommt denn jetzt? Der Lava-Panda! Als ob. Der Bauarbeiter-Panda, ich habe ihn gefunden. Was haben wir hier noch? Nein. Noch einer! Oh mein Gott, der Glühbirn-Panda! Wie der Glühbirn-Panda? Warte, ich komme mal zu dir. Du findest ja gerade voll viele coole Pandas. Was haben wir hier vorne? Jetzt komme ich hier nicht mal hoch, oder was? Ich sag dir, das ist alles nicht ohne Brock. So, diese Obby-Freunde, das ist einfach nur schwer. Ach, du kannst hier an der Seite hochklettern oder so. Was haben wir denn hier oben noch? Was ist das für einer? Der Crying Panda, den habe ich auch. Warte, ich komme mal zu dir. Wo bist du? Bist du hier hochgegangen an der Seite oder was? Ja, beim nächsten Berg bin ich hoch, sozusagen gegenüber von dem, wo wir eben waren. Okay, warte, ich komme auch mal hoch. So, du hast jetzt was für Pandas da gefunden? Oh mein Gott, ich wusste, dass das ein Geheimweg ist. Ich habe so. Alter, der Spinnenpanda! Lol! Hä? Wo bist du denn hier? Ach so, den Minenpanda und so hast du gefunden, ne? Ja, genau, da musst du reingehen. Okay, ich bin jetzt hier gerade schon mal, hab jetzt schon mal den Minenpanda gefunden. Den ich hier gerade gefunden habe, ne? Ja, die jetzt auch nicht geschafft, weil das auch so schwer ist. Ich guck auch gerade welche. Hier oben kann man, was, bist du oben lang gegangen? Du bist unten wahrscheinlich lang gegangen, ne? Nee, ich bin oben, ja, da drüben bist du. Da drüben bist du, ich Wo seh bist du? Hier, warte mal, ich komm zu dir. Hier lang, also ja. Ich bin unten lang. Crying Panda. Und jetzt hab ich gesehen, du kannst hier aber noch eine Obby machen! Ehrlich? Ja, ich bin hier komplett. Oh, hier in der Ecke. Der dreckige Panda. Der dreckige Panda, sehr gut. Was ist das denn hier? Der Geheimweg. LOL. Da bin ich eben sogar eben vorbeigelaufen. Siehst du das, wo ich hier gerade bin? Ja, ja. Hier, der Roboter-Panda. Okay, warte, ich komme zu dir nach unten. Alter, einfach hier unten musst du runterspringen. Oh. Ja, sehr gut. Und jetzt kommst du hier vorne den Roboter-Panda. Aber ich habe gerade noch was gesehen. Wir müssen dann, lass uns mal zum Spawn. Und ja? Dann müssen wir noch mal ganz kurz hingehen. Das sah sehr, 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 sehr krass aus, was ich ja gerade entdeckt habe. Wo bist du denn? Okay, was hast du noch entdeckt? Pass auf, komm jetzt zum Spawn hier. Und dann da vorne, hinter dem Baum, hinter dem einen Berg, ist was ganz schön krasses. So, guck mal, hier vorne, du siehst das. Hier links ist dieser große Berg, ne? Und ja. Das habe ich gerade runterspringen gesehen. Hier, guck mal, haben wir einfach übersehen. Ja, da war ich gerade schon, aber da war nichts. Hey, da oben ist doch ein Panda-Safe, oder? Lol, was? Da bin ich gerade nicht reingegangen. Alter, du bist auch blind, ne? Ey, der Regenbogen-Panda. So, komm, wieder raus. Ich war hier gerade schon. Aber warte mal, bist du schon unten in die Mine reingegangen oder ganz oben rauf? Ganz oben rauf war ich auch nicht. Hab ich nicht geschafft nach ganz oben. Weil wir können hier ganz oben rauf gehen, ne? Ja, lass mal probieren. So, bin jetzt hier gerade und dann hole ich gerade, dass ich... Ja, weil wir können nämlich außen lang gehen. Da bist du, glaube ich, gerade nicht lang gegangen. Ja, doch, da bin ich eben einmal, also eben gerade davor nicht, aber jetzt eben. Ja, bist du lang gesprungen? Aber nicht, habe ich nicht geschafft, die Obby. Nein. Ja, genau, an der Stelle bin ich bin runtergefallen. Auch runtergefallen. Okay, warte, lass mal hier an der Seite lang gehen. Hier sind locker noch mehr Pandas. Da links, da hinten, siehst du auf die Insel oder war das Atlantis? Ja, das war schon Atlantis. Ah, okay. Hier lang. Wir haben ja so eine Schneeobby. Siehst du das? Ich glaube, das ist hier. Stimmt. Hey, nein, ich fall runter! Ey, Balle, komm jetzt zu mir, wo der Schnee ist. Hier ist locker so ein Schneepanda oder so. Ich meinte ja gerade schon mal so eine Obby. Ich glaube, die ist relativ schwierig. Obbys, da hört es bei mir auch einfach schon wieder auf, ne? Ich merke das schon. Okay. Kannst du sagen, was du willst? Schwierige Obbys hört es bei mir Obwohl, die auf. Geht eigentlich. So, jetzt hier. Ich bin mal ganz gespannt, wie doll die geht. Oh Gott. Hey, nein! Die ist halt sehr, sehr schwierig, ne? Oh Mann, ey. Aber vielleicht belohnt die einen echt mit einem geilen Panda, ne? Ich glaube, das könnte unser seltenster Panda vielleicht werden. Was ist das denn? Wie soll man das denn schaffen, da auf die nächste Ebene von diesem Baum? Ey, man muss springen.
Hä, wie, auf den Baum ist doch vielleicht. Hä, wie kommst du... Ja, auf den Baum ja, aber ich meine, wie kommst du denn hier auf die nächste Ebene? So. Nein. Ach so. Puh. Okay. Zack. Ey, jetzt schaffe ich das auf einmal nicht mehr, das Leichte. Hey. Da muss ich Sprinten hierfür deaktivieren. Vorbeigesprungen. Ja. Okay. So. Mann. Ja, ja, diese kleinen Teile, ne? Ja, da bin ich vorbeigesprungen einfach. Ey, jetzt, ich bin da drauf und laufe ich weiter. Ach komm, ich will die Obi-Panda gar nicht haben. Mann, der ist blöd, komm, hier weiter. Hier ist noch so ein weiteres Schneegebiet, da waren wir noch nicht ganz jetzt hier gerade. Das ist der Schneemann-Panda, oder? Ja, das ist ein Iglu-Panda. Hä, wo hast du den denn gefunden? Hier beim Iglu. Ah. Nee, der Yeti-Panda ist es eher. Gut zu wissen, der Yeti-Panda da vorne drinne, oder was? Mhm, und locker ist der noch irgendwo auf dem Baum zum Panda. Okay, zeig mir ja. Da, der hier ist einer versteckt. Alter, der Eisbär-Panda. Gut gescoutet, gut gescoutet. Ich suche gerade noch mehr. Sehr schön, haben wir. Okay, was haben wir vorne noch? Da vorne sehe ich noch einen. Ja, ja, safe, der Schneemann auch, oder? Siehst du hier diesen kleinen da? Stimmt, 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 mitten am Baum dran, einfach so. Der Eispanda nämlich. Ja. Meinst du, hier ist noch ein Geheimgang irgendwo zum Eispanda? Zum ja, vielleicht hier in dem Haus drin. Hier, der warme Panda. Waren wir doch schon drin im Haus. Nee, nee, ist ein anderes Haus, das ist hier. Den warmen Panda gerade gefunden. Den warmen Panda, okay. Packen wir ein hier, habe ich auch am Start, sehr gut. Wo genau? Hier oben auf dem Dach vielleicht? Nee. Ja, auf dem Dach habe ich schon geguckt. Wir können jetzt da vorne mal ganz kurz hinlaufen. Da, wo wir... Das ist auch so eine Scheune, siehst du das? So ein Bauernhof. Ja, ja, da waren wir nämlich noch gar nicht. Hier oben, siehst du das hier oben? Beim Bambus. Stimmt! Aber wie kommen wir hier hoch, ist gerade die Frage. Ich habe auch gerade gesehen, dass hier einer drin sitzt. Stimmt, was ist das denn für einer? Mein Baby finden. Okay, das ist bestimmt das, was oben drauf ist, oder? Ja, das ist das Baby garantiert, oder nicht? Könnte ich mir auch vorstellen. Bring Baby-Panda zu Mutter-Panda. Hier ist keiner drin. Da denkst du, in den Häusern ist hier irgendwas drin? Hier ist noch einer, ein Dodge-Panda. Geil, auch gefunden. In was? Oha. Okay. Wie kommen wir hier oben hin zu diesem... Kaktus, ne? Zu den Kakteen hier. Oder Bambus, meine ich. Oder irgendwie ranspringen oder sowas? Ich glaube tatsächlich, vielleicht hier über diesen Weg? So? Nee. Das hätte aber sein können, ne? Hier, du kannst auf manche Teile ranspringen. Ah, ach so. Hier kannst du hochklettern. Ach, okay. Krass. Okay, warte mal, hier ran. Okay, dann muss man sich die... Ah, die dickeren Dinger immer, ne? Ja, und danach kannst du halt auf die raufspringen. Okay, der ist leicht. Der Bambus-Panda. Okay, hier rauf. Und bam, da ist er am Start. Sehr gut. Okay, weiter geht's hier. Lass mal da vorne gehen. Hier, siehst du den hier auch? Freunde, ne? Stimmt. Der ist doch auch easy, oder was? Ja, ja, da haben wir auch Kitty-Panda, habe ich auch übersehen, ne? Ja, wie bist du da rangekommen? Bist du auf den Zaun raufgesprungen hier? Ja, was ist denn hier? Wie bist du da rangekommen? Der Squid Game Panda. Das glaube ich nicht. Wo hast du den denn gekriegt? Zeig mal. Hier, guck mal, ich bin in dieses Haus reingegangen. Siehst du das? Hier oder was? Und da ist da so eine ganz kleine Karte. Stimmt, der Squid Game Panda, lol. Ja, ja. Und rein hier. Ja, geil, sag mal. Lol. Auf dem Dach ist auch noch hier. Was ist denn hier noch? So ein Lilifee? Hä? Hier, der Toilettenpanda, den hast du übersehen. Nee, den hab ich mir schon geholt. Ah, okay. So, warte mal. Hier ist kein Panda drin anscheinend. Ja. Nee. Aber ich glaube, wir können hier, Lass mal zur Scheune gehen. Skatepark. Skatepark. Alter, da oben skatet sogar ein Panda, sehe ich. Hier Müll. Schade, ich dachte, da ist jemand. Wieder skatet ein Panda. Hier oben, bist du blind? Hier skatet sogar ein Panda. Lol, stimmt. Und dann beim Basketball daneben auch nochmal. Guck mal hier beim Basketballkorb. Auch ein Panda? Ja, der Basketballpanda. Alter, jetzt läuft der richtig gut hier. Hier sind auch noch welche. Hier, guck mal. Hast du noch einer, ja. Der verkleidende Panda. Der orangene Panda. Warte, hier hinter dem Stein auch noch. Hier sind auch noch voll viele. Stimmt. Alter, was ist denn alles los? Der leinige Panda. Wir können auch, glaube ich, in den Club reingehen, ne? Ey, da oben auf die Scheune. Wir können auf Silo rauf hier vorne. Siehst du das? Ehrlich? Hier vorne können wir einfach drauf. Oh, stimmt. Und wir können auch gleich nochmal hier in das Ding reingehen, ne? In diesen Club oder sowas. Ja, da drüben ist ein Minecraft-Schwein. Und da ist auch ein Jetpack-Panda auch noch. Wie ein Minecraft-Schwein. Okay, also... Ich würde sagen, Boxer, das schreit fast schon nach einem zweiten Panda. Oh Gott, guck mal hier, der blaue Panda. Ja, ja, hab ich auch schon. Lass uns doch mal in die Scheune reingehen und dann lass uns irgendwie mal gucken, was wir da noch finden. Ja, genau. So, okay, hier rein hier. Und das Chicken Panda. Oh, hier hinten in der Ecke. Warte, ich bin hier in der Scheune. Ich bin in der Scheune drin jetzt. Ich auch. Der Ei-Panda. Ist das auch. Hast du einen Chicken Panda dir schon geholt? Nee, gibt's nicht. Ich dachte aber. Aber hier oben gibt's noch einen und zwar den Farmer Panda. Ehrlich? Wo denn?
Ja, da oben, ganz oben, da, muss einfach zum Ende laufen. Also ich würde sagen, Broxen, wir haben heute richtig, richtig viele Panda fangen können. Auf jeden Fall. Krass, auf jeden Fall, aber es scheint an einem zweiten Part. Sehe ich auch so. Wir spielen heute Finde die Tiere. Auf der ganzen Map sind alle Tierarten verteilt. Und unsere Aufgabe ist es, sie alle wieder einzufangen, denn sie sind alle aus dem Zoo ausgebrochen. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn du wirst mir nicht glauben, dass ich den Megalodon, das seltenste Tier in dem ganzen Spiel, gefunden habe. Los geht's. Schaut euch mal bitte an, wie viele Tiere hier einfach sind, Leute. Guck mal, ich habe jetzt hier gerade den Hund gefunden, Freunde. Und hier können wir auf jeden Fall jetzt mega viele Tiere jetzt suchen. Ich probiere natürlich heute alle zu finden. Und in 15 Minuten kommt sogar der Megalodon, den wir finden können, weil anscheinend soll er sich hier irgendwo dann im Meer verstecken und auch relativ selten sein. Also bleibt auf jeden Fall dran, um nicht zu verpassen, wie wir noch den Megalodon holen werden. So, ich gehe mal ganz kurz hier rauf. Oh, warte mal, hier haben wir noch, ey, ganz, ganz viele Tiere übersehen, ne? Und hier zum Beispiel nochmal das Schwein gefunden, Freunde, was auf jeden Fall auch wieder wichtig ist. Wir können auf jeden Fall hier, guck mal, 100 Tiere finden. Und ich probiere natürlich heute alle Tiere zu finden. So, hier nochmal den Bullen gefunden. Aua! Was? Der hat mich aufgegessen, der Bulle, Leute. Okay, hier können wir auf jeden Fall so viele Tiere finden, wie es nur geht. Und ich guck mal gerade hier vorne. Haben wir doch locker noch irgendwo ein Tier übersehen, ne? Ja, genau, wie zum Beispiel hier einmal das Lama, Freunde. Oder was ist das? Ein Lama? Nee, ist eher ein Kamel, ne? So ein Kamel auf jeden Fall jetzt hier. Zack, das Kamel haben wir jetzt gefunden. Hier ist noch eine Giraffe, Leute. Die können wir auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz mitnehmen. Und da eingesperrt. Was ist denn da? Leute, was ist denn da eingesperrt? Boah, der Megalodon kommt schon in 14 Minuten. Ich bin echt mega gespannt. Kann ich hier reingehen, Leute? Oder muss ich das Nashorn irgendwie befreien? Ich glaube, ich muss es, glaube ich, hier irgendwie befreien mit irgendwas. Das checken wir auf jeden Fall gleich mal ab, was wir machen müssen, um das Einhorn zu befreien. So, ist hier vorne noch... Okay, ich gehe mal... Oh mein Gott, Leute, hier müssen wir so ein Jump and Run machen, um anscheinend direkt ein heftiges Tier zu finden. Ich gehe mal ganz kurz hier nach oben, weil ich habe so ein Gefühl, dass hier oben gleich so ein Tier ist, Leute. Was? Oh, jetzt muss ich auch noch hier außen rumspringen. Okay, muss ich noch ein paar Skills auspacken. Kein Problem, Leute. Die Skills werden ausgepackt. Jetzt haben wir hier der goldene Igel. Der ist wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Hier ganz unten. Ja, hier ist der goldene Igel. Der ist gerade mal mittel. Es geht auf jeden Fall hier noch schwer und dann sogar noch extrem und sogar noch insane. Und der Megalodon ist insane, Freunde. Einer von den drei Tieren, die man halt gefühlt fast nicht finden kann. Das heißt, ihr müsst unbedingt dranbleiben und schauen, wie wir den Megalodon bekommen, ne? Weil wenn ihr das verpasst, ihr werdet das auf jeden Fall bereuen, ne? Weil das ist anscheinend das seltenste Tier. So, hier mal noch einmal ganz kurz hier den Jackrabbit, Leute. Der ist auf jeden Fall gewöhnlich. Wir können auch mal sehen, was das für eine Farbe ist, ne? Das heißt, hier ist der grün und Seeschildkröte ist auf jeden Fall auch gerade anscheinend grün. Das heißt, die sind auf jeden Fall gewöhnlich. Kann ich mir hier sogar noch so Ballons oder was kaufen? Ich kann mir ein Ballon-Paket kaufen. Ballon-Zurück-Paket. Okay, ich würde mal sagen, ich kaufe mir das mal ganz kurz. Kann ich damit... Wow! Was? Nein, nein, nein! Nicht... Oh mein Gott, das können wir sogar einfach aktivieren. Lol, Leute, dann können wir sogar... Ist hier noch ein Tier versteckt? Nee, ne? Dann kann ich theoretisch einfach... Wuhu! Was? Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier runterfallen sollte, Freunde, bei dem Parcours, kann ich theoretisch einfach die Ballons nutzen, um dann einfach nicht runterzufallen. Das heißt quasi, wenn ich gerade runterfalle, klicke ich einfach drauf. Ey, was? Dann klicke ich halt echt einfach drauf, Leute. Und dann bin ich quasi wieder am Start und bin einfach, oh Gott, und bin einfach dann halt nicht runtergefallen. Na, hier haben wir jetzt anscheinend nochmal den Vulture. Auch ein krasser Vogel. Ich guck mal ganz kurz jetzt hier. Gehen wir mal hier rüber, Freunde. Was haben wir denn hier auf der Insel? Hier muss locker auch noch irgendwie ein Tier sein, was man noch wahrscheinlich noch nicht gefunden hat. Ich guck mal ganz kurz, haben wir hier irgendwas? Ich gehe mal ganz kurz hier hoch, Leute. Weil manche sind auch echt immer mega, mega... Oh Gott. Haha. Gut, dass ich das hab, Leute. Weil manche Tiere sind halt auch mega, mega gut versteckt, ne? Also ist hier vielleicht irgendwas drin? Ne, hier ist kein Tier drin. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz wieder nach oben. Ich guck mal ganz kurz hier außen. Hier ist... Oh Gott. Hier ist kein Tier versteckt, ne? Ne, hier ist kein Tier versteckt. Ich nehme mal ganz kurz jetzt hier den Dino, Leute. Und zwar der Brachiosaurus. Dann gehe ich hier ganz kurz wieder nach oben. So, und dann gehe ich hier mal nach oben, Leute. Und dann müssen wir probieren jetzt hier nicht drauf zu gehen. Die Teile dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren. Wenn wir die berühren, dann werden wir auf jeden Fall draufgehen und wieder zurückgespawnt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier den Para gerade bekommen, Leute. Sehr wichtig. Dann gehe ich mir hier einen höher, Leute. Ist hier noch irgendwie ein weiteres Tier? Ja, Leute, hier oben ist dieser heftige T-Rex, glaube ich, ne? Ich guck mal ganz kurz. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier irgendwie zu diesem T-Rex kommen. Ich guck mal gerade, wie. Kann ich hier irgendwie außen irgendwo lang gehen, Leute? Hier mal ganz kurz. Oder muss ich hier, glaube ich, muss ich hier reingehen, Freunde? Ich glaube, wir müssen hier so rüberspringen, ne? Ja, genau. Wir müssen hier auf jeden Fall so rüberspringen und dann so einen Weg finden, wie wir am besten zu dem T-Rex hingehen können. Aha! Hier ist nämlich die Leiter. Und dann können wir, glaube ich, hier einfach langspringen, Leute. Was auf jeden Fall echt wichtig ist. Und dann können wir einfach... Wuppa!
Woppa, woppa. Zu dem T-Rex-Skin haben wir einfach... Lol, der T-Rex ist rot. Bedeutet, der T-Rex ist auf jeden Fall eins von den schwierigen Tieren, ne? Hier schwer, T-Rex. Dann gibt es auch so hier Skunk. Dann also so ein Stinktier. Dann noch anscheinend noch richtig viele andere Tiere, ne? Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt... ich glaube, die meisten Tiere, glaube ich, gerade bekommen. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz hier auch in den Höhlen und sowas. Ist hier noch, wo wir reingehen können? Ja, wir können auch hier in die Höhle reingehen. Und dann haben wir, glaube ich, hier nochmal die Möglichkeit, uns irgendwo hin zu spawnen. Aha. 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 Was? Ey, bin ich jetzt hier in der Endschlussschleife gefangen? Ich glaube schon, ne? Leute? Oh, ich habe ihn gefunden, Freunde. Ich weiß noch nicht wie, aber es hat relativ lange gedauert, um den zu finden. Jetzt können wir quasi, glaube ich, wieder rausklettern. Ey, was, Leute? Ich habe gerade so lange gesucht, um den zu finden. Habe ihn einfach gerade nicht entdeckt, ne? Ist da locker noch ein Tier versteckt hinter oder so, ne? Oder hier oben drauf? Nee, okay. Haben wir hier hinter locker noch? Haben wir vielleicht hier ein Tier? Ich guck mal ganz kurz. Warte mal. Hier ist ein komischer Schatten, Freunde. Können wir hier reingehen? Ja! Wow, ein geheimer Jump'n'Run. Okay, wenn man hier runterfällt, dann kann man anscheinend... Oh, Leute. Oh Gott, wo geht's jetzt hier hin? Wir sind jetzt hier anscheinend irgendwo in einem krassen, in so einem krassen Labyrinth, ne? Hä? Muss ich jetzt hier hoch, Leute? Oder wo komme ich jetzt hier gerade her? Warte mal, ich bin jetzt hier gerade einmal so. Warte mal, ich glaube, wir mussten gerade irgendwo lang gehen, ne? Kann das angehen? Ich glaube, wir mussten hier hochklettern. Und dann, ja, zack, rüber. Und jetzt müssen wir, oh mein Gott, den Jump'n... Nein, den Jump'n'Run machen. Das hier ganz kurz rüber. So, hier. Ich fliege natürlich zu weit, ne? Okay, ich muss den First Person machen, Freunde. Das ist... nicht einfacher anscheinend. So, warte. So, First Person. Zack, 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 zack. Leute, auf entspannt. Ganz easy den Euploge gerade bekommen, Leute. Was? Das war ja gerade so ein cooles Tier, ne? Hier haben wir sogar anscheinend noch ein paar andere, wie zum Beispiel jetzt hier einmal ganz kurz den Orca. Das ist ja jetzt gerade nichts Besonderes. Hier zum Tauchen können wir auf jeden Fall auch noch ganz kurz abchecken. Hier die Schildkröte haben wir schon. Ist hier noch irgendwas unten, was wir finden können durch Tauchen? Bestimmt jetzt hier irgendwo... Ah, ja. Ja, guck mal, jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier um die Wände rumtauchen, Freunde. So, hier so einen kleinen Parcours machen, Leute. Nix los. Der Megalodon kommt schon gleich in 9 Minuten. Und jetzt haben wir hier schon wieder den Oktopus. Der war relativ schwierig. Also, der war auf jeden Fall einer von den schwierigeren Tieren. So, haben wir hier vorne nochmal ganz kurz... Oh, warte mal, hier sind auch Elefanten und sowas, ne? Warte mal, ich check mir mal ganz kurz hier den Elefanten ab jetzt hier. So, Leute, haben wir hier den Elefanten gefunden. Oh, wie cool. Und jetzt habe ich hier anscheinend irgendwas aktiviert, glaube ich, ne? Bin ich jetzt gerade irgendwas aktiviert? Aha! Versteckt sich einfach jetzt hier die Gänse, ne? Die Gänse hat sich und die Gans hat sich hier einfach gerade versteckt. Ist hier unter noch irgendwas? Hier hinter versteckt oder so? Ja, hier ist einfach so ein geheimes Tier, Freunde, was wir auch noch gerade finden können. Das heißt, hier, guck mal ganz kurz. Zack. Und zwar, oh mein Gott, das war einer von diesen schwierigeren Tieren, ne? Der war einfach rot, Leute. Aber ich kann zum Glück jetzt hier wieder ganz kurz... Oh Gott, kann ich hier sogar... Ey, ich bin hier sogar jetzt gerade drin, Leute. Was? Ich bin hier gerade sogar im Haus drin. Und ich glaube, im Haus ist sogar wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein Tier hinter versteckt oder so, ne? Nein? Boah, ich dachte gerade, die wäre locker ein Tier oder so. Aber vielleicht hier in dem Raum drin, Leute. Oder in der Badewanne vielleicht so eine Quietscheente. Nee, auch nicht, ne? Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass hier im Haus schon so ein Tier sein könnte. Hier ist vielleicht ein Tier. Nee, hier zählt das als Tier auch nicht. Okay, krass. Also hier ist anscheinend kein Tier drin gewesen in dem Haus. Ob wir hier drin vielleicht was haben? Ich guck gerade mal. Ja, hier hinten haben wir einfach gerade, und zwar ein Opossum, Freunde. Das Opossum einfach da. Und ich glaube, hier ist locker auch nochmal eins versteckt hinter. Ja, und zwar, oh, guck mal, so eine kleine Maus, Freunde. So eine kleine, süße Maus gerade einfach gefunden. So, ist hier noch was versteckt? Haben wir hier noch was versteckt, Jungs? Irgendwas hinter? Nee. Ich gehe nochmal ganz kurz ins grüne Haus rein, weil ich glaube, im grünen Haus werde ich locker auch nochmal ganz kurz ein Tier haben. Hier vielleicht, Leute. Oh mein Gott, da war vielleicht auch einer hinter der Badewanne, ne? Kann das angehen, Leute? Dass da vielleicht ein Tier einfach hinter der Badewanne war. Habe ich gar nicht nachgeguckt jetzt, ne? Das könnte wahrscheinlich schon ganz gut gewesen sein. Ist hier noch irgendwie ein Tier drin, Leute? Ich guck mal ganz kurz hier außen. Hier ist gerade keins. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Ich guck noch hier in den Räumen jetzt hier rein. Aber in der Badewanne... Oh mein Gott! Ein Goldfisch einmal versteckt, Leute, in der Badewanne. Ich wusste, dass hier irgendwas in der Badewanne sein muss, ne? Ey, gut, dass wir da nachgeguckt haben. Ich wollte eigentlich schon gerade gar nicht nachgucken. Gut, dass sie es gemacht haben, Leute. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal ganz viele Tiere gefunden. Ich gehe nochmal ganz kurz weiter jetzt hier. Und zwar hier oben wahrscheinlich auf den Bäumen oder so drauf. Ist wahrscheinlich hier... Ja, ich habe es doch gerade gesehen, Leute. Ganz wichtig jetzt hier nämlich anscheinend das Iguana. Das ist auch einer der etwas schweren. Also es ist halt selten, aber auch nicht zu krass selten. Aber ich kann hier, glaube ich, nicht reingehen, ne? Um das Tier zu bekommen. Nee, leider nicht. Aber hier oben, Leute, im Baum... Auch nochmal ganz kurz hier nach oben gehen. Haben wir gerade noch ein Tier gefunden. Und zwar, ich glaube, das... Oh mein Gott, das Eichhörnchen. Das war auch einer der schweren Tiere, ne?
Also auch gut zu wissen, dass wir hier gerade anscheinend ein Eichhörnchen hatten. So, ich gehe mal ganz kurz jetzt hier nach oben. Ich glaube, hier wird locker sich gleich noch ein Tier irgendwo auf der Etage oder so befinden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier einmal ganz kurz jede Etage abchecken. Sonst ist ja nachher locker irgendwo so ein Tier oder so versteckt. So, hier ist keins mehr. Hier ist, ich wusste es, hier ist eins versteckt, ne? Ja, und zwar der Clownfisch, Leute. Der findet Nemo-Fisch einmal gerade gewesen. So, hier ist locker gleich noch irgendwo ein Tier. Hier ist gerade keins. Hier wusste ich es, dass hier das Wasser steckt, ne? Ich wusste es, Leute. Und zwar einfach die Katze. Okay, die Katze haben wir auch gefunden. Ist hier noch in der Ecke eins? Nee, ne? Okay, war keins mehr. Dann lass uns mal ganz kurz hier hochklettern, Leute. Weil hier ist gleich locker. Ah, warte, pass auf. Locker ist da gleich ein Tier. Hundertprozentig, Leute. Können wir einmal ganz kurz hier, ja, hier raufgehen. Und dann das Jump and Run machen, Leute. So, okay, vorsichtig. So, zack. Haben wir ja noch einmal den, die Taube gerade bekommen, ne? Das heißt, hier haben wir jetzt mal die Taube bekommen. Und dann, up, wieder ganz kurz zurückgehen. Haben wir die Taube auf jeden Fall auch wieder eingesammelt. Und dann muss ich anscheinend nochmal ganz kurz jetzt hier hochklettern, Leute. Weil ich glaube, hier oben wird bei dem Haus noch ein richtig krasses Tier sein, was wir finden können. Das heißt, hier, ich bin jetzt ganz oben drauf. Und ist hier irgendwie noch ein Tier versteckt oder so? Im Fenster hier auf jeden Fall schon mal gerade nicht. Aber ich glaube, das jetzt hier als Tier, ne? Der Block. Jetzt habe ich den gerade aktiviert. Ist jetzt gerade irgendwie unten ein Tor oder so aufgegangen, Leute? Ich glaube, vielleicht ist gerade irgendwie von einem Tier das Tor aufgegangen. Das könnte auf jeden Fall gerade ganz gut sein, ne? Ich schaue mal hier oben. Okay, locker im Schornstein, Leute. Hier ist auf jeden Fall gerade kein Tier mehr. Auch nicht irgendwo versteckt. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz hier rein, Leute. Wir gehen mal hier rein, dann ist hier locker ein Tier versteckt. Und zwar, ja, genau. Hier diese kleine Piepmatz, Leute. Die haben wir jetzt auf jeden Fall gerade auch wieder bekommen. Da haben wir jetzt, glaube ich, alle Tiere geholt, die jetzt hier in dem Haus drin waren, ne? Ich glaube, es waren jetzt auf jeden Fall gerade alle. Oh, wow. Gerade noch gerettet. Sonst wären wir, glaube ich, gerade draufgegangen, Leute. Und jawohl, man musste gerade echt den grünen Knopf drücken, um jetzt das Tier zu bekommen. Und zwar, oh mein Gott, auch ein richtig schwieriger war das. Und zwar hier der Hase, Leute. Den Hasen haben wir jetzt auch gerade gefunden. Hier ist auf jeden Fall auch mal gerade einer versteckt. Und zwar jetzt hier. Und, oh Leute, warte. Wuppa, jeppa, Leute. Und zwar kann ich jetzt hier ganz kurz nämlich dieses Tier hier bekommen. Und zwar ist es hier anscheinend nochmal ein Hase, Leute. War das denn eben einfach ein Kaninchen? Ich glaube nicht, ne? Okay, hier nochmal ganz kurz ist hier den Elch mitnehmen, Leute. Elch haben wir jetzt auch geholt. Hier vorne oder hier oben. Bloß nicht das Blaue berühren. Ja, wenn wir das Blaue berühren, dann spawnen wir halt. Ja, spawnen wir halt leider gerade wieder. Hä? Okay. Sag mal. Okay, jetzt haben wir es bekommen. Ich wollte gerade sagen, oh, das soll anscheinend sogar schwierig gewesen sein, ne? Okay, ich fand es jetzt gerade eigentlich nicht so schwierig. So, gehen wir jetzt mal wieder hier nach oben, müssen jetzt einen kleinen Parcours machen. Oh, Leute, vorsichtig. So, zack. Okay, dann machen wir jetzt hier den Parcours, Leute. Auf entspannt machen wir natürlich jetzt hier den Parcours. Hahaha. Okay, ich gehe nach oben, Leute. Und dann war hier vorne, glaube ich, gerade auch noch ein Tier, was wir holen konnten. Und zwar jetzt hier einmal der, was ist das hier für ein Ding? Der Lynx. Okay, was denn für ein Lynx? Oder irgend so ein Ding, ne? Hier noch eins versteckt. Hier sehe ich keins. Ich würde mal sagen, dann fliegen wir nochmal ganz kurz hier eine Etage höher. Dann gucken wir, dass wir jetzt hier wieder den Parcours schaffen können. Warte. So, okay. Jetzt müssen wir eigentlich noch hier, glaube ich, außenrum laufen. Und jetzt vorsichtig hier jeden Sprung machen, Leute. So, das heißt hier noch ein Sprung, noch ein Sprung, noch ein Sprung. Und dann sind wir schon wieder eine Etage höher. Dann können wir jetzt hier hochklettern und dann wieder, oh Gott, muss ich glaube ich wieder deaktivieren, dass ich schneller bin, damit ich die Sprünge wieder genauer machen kann. So, zack, 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 zack. Okay, sind wir schon wieder auch wieder hier oben. Jetzt müssen wir noch eine Etage höher, Leute. Anscheinend schon, ne? Die Schneebälle jetzt hier eine Etage höher. Das heißt hier nutzen wir die Schneebälle, Freunde. Oh Gott, oh Gott. Gott, das meinen die doch jetzt nicht ernst, ne? Leute, das ist ja, das wird ja oben, oh mein Gott, ein richtig schwieriges Tier werden, wenn man hier so lang springen muss, ne? So, und jetzt sind wir auf jeden Fall oben. Wie viel ist es wert? Und zwar ein Schneeleopard. Und ich glaube, der Schneeleopard war, glaube ich, einer von den mittleren, ne? Oder war das einer von den schwierigen? Oh, Leute, der Iguana war ja extrem. Das war ja ein extremer Fisch, ne? Oh, der Megalodon ist schon da in 1:40, Freunde. Uhu, das ist ja mega cool. Wir können gleich schon zum Megalodon, Leute. Einfach das schwerste Tier bekommen in dem ganzen Spiel. Wenn wir das bekommen, Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Ne? Wenn wir das bekommen, einfach das schwerste Tier, das wäre ja zu krass. So, hier nochmal ganz kurz den Parcours machen. Das ist auf jeden Fall auch relativ einfach, Freunde. Hier nochmal ganz kurz anscheinend die, nicht die Taube, die Möwe gerade bekommen. Auch sehr, sehr wild, Freunde. Ich glaube, hier vorne vielleicht den Heuballen oder irgendwie hier außen noch. Ja, ich wusste, es ist ein Schaf, oder? Ja, das Schaf einfach hat sich da versteckt. Hier ist bestimmt irgendwie, genau, ein Pferd drin und wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein Huhn oder sowas. Na, hier ist das Pferd. Hier drin eingesperrt noch so ein krasses Lama, Freunde. Und hier können wir nicht reingehen. Das heißt, hier müssen wir irgendwo einen Knopf finden. Wahrscheinlich hier irgendwo. Wow! Was? Ich bin gerade durch die Heuballen geflogen. Muss ich jetzt die richtige. Oh, der Megalodon ist gleich da.
Leute, der Megalodon ist in 50 Sekunden da, ne? Okay, ich muss einmal ganz kurz hier hochgehen und dann darf ich auf jeden Fall nicht den Megalodon verpassen. Weil, ich muss auf jeden Fall gleich mal suchen, wo die sich gleich alle treffen werden. So, hier ist wahrscheinlich irgendwo, ich wusste es. Ein kleines, oh Leute, ein kleines Küken. Ein kleines Küken versteckt. Und hier auch nochmal so ein Vogel, Freunde. So, haben wir auch nochmal ganz kurz bekommen. Und zwar hier das Vogelding. So, ich suche jetzt mal ganz kurz, wo sich jetzt alle hier, hinbegeben, Leute. Wo der Megalodon sein könnte. Hier im Zeltlock auch noch ein Tier, ne? Ne, ist keins. Okay, der Megalodon, das sind 30 Sekunden da. Ich bin so gespannt, Freunde, ob der... Oh Gott, wir können auch gleich hier unten hingehen, ne? Ob wir gleich den Megalodon bekommen können. Es gehen anscheinend gerade ein paar ins Wasser. Könnte der sein? Könnte jetzt hier... Ich glaube, es sind gerade alle im Wasser, ne? Ich bin jetzt mal gespannt, Leute. Noch 15 Sekunden. Hier noch irgendwas versteckt. Oh ja, hier unten haben wir... Ja, noch ein Seepferdchen, Freunde. Das schnappe ich mir noch mal ganz kurz. Jetzt haben wir nochmal das Seepferdchen geholt. Auch sehr gut. Und jetzt muss hier, glaube ich, irgendwo der Megalodon spawnen. 3, 2, 1 und abonniert, Freunde! Und der Megalodon... Oh, das Wasser ist rot. Das Wasser ist rot, Leute. Oha, das heißt, er muss hier jetzt, glaube ich, gerade irgendwo sein. Das Wasser ist einfach gerade rot geworden. Hä? Schwimmt er hier gerade irgendwo unten rum? Oder... Da ist der Megalodon! Nein, er ist weg. Wo ist er hin? Jetzt ist er da oben. Leute, schnell hin. Schnell hin, schnell hin. Oh mein Gott. Ich hab ihn, Freunde. Ich hab den Megalodon bekommen. Das ist einfach eins der... Das ist der, eins von drei Tieren, was am seltensten ist, Freunde. Guck mal jetzt hier. Insane. Einfach der Megalodon, Leute. Wie krass ist denn das, bitteschön? Oh mein Gott. Wir suchen heute alle verschiedenen Sonic Morphs. Du wirst nicht glauben, wie krass versteckt manche Sonic Morphs sind. Schau bis zum Ende, um nicht zu verpassen, wie wir den besten Sonic freischalten. Los geht's. Ich bin mal gespannt, ob wir heute alle Morphs finden können, Freunde. Hier haben wir schon mal ganz, ganz viele so am Start. Wir können zum Beispiel jetzt hier auch so hochspringen. Oh mein Gott. Und haben jetzt hier, was ist das denn? Wir haben den Unicorn Sonic gerade gefunden, also Einhorn Sonic, Leute. Die sind also quasi überall versteckt, als so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier. Ah, das ist so ein Totem, ne? Okay, mal gucken, ob wir hier noch mehr finden können. Ich gucke jetzt mal ganz kurz jetzt hier unten. Oh mein Gott, die Parcours. Warte, ist selbst die Blume vielleicht, Leute? Ne, die Blume ist kein Sonic. Warte mal, hier ist ein kleiner... Ah, der Piggy Sonic, Leute. Da muss auf jeden Fall echt auch auf die Kleinigkeiten achten. Wie zum Beispiel auch hier, wie der Kristall Sonic. Ah, okay, das heißt hier müssen wir auf jeden Fall immer auf die Kleinigkeiten achten, Leute. Dann können wir hier auf jeden Fall richtig, richtig viele Sonics hier freischalten. Da kann ich hier sogar vielleicht hier hochgehen. Aha, Wasserfall, vielleicht sogar im Wasserfall noch irgendwas drin. Aber ich schau mal ganz kurz weiter jetzt hier. So, hier sind keine Sachen. Hier auch nicht. Hier können wir auf jeden Fall weiter hochgehen, Freunde. Hier waren wir auf jeden Fall gerade mit dem Einhorn-Sonic. Aber ich glaube, hier muss auch locker noch irgendwo was versteckt sein. Wir können auch locker jetzt hier mal ganz kurz auf die Palme hier oben raufgehen. Ja. Ja, warte mal, kann ich vielleicht hier... Ah! Okay, wir dürfen... Ah, wir können sogar im Wasser rumlaufen. Ah, okay. Das heißt, da wir im Wasser rumlaufen können... Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch locker ein paar Dinge im Wasser finden werden. Ich gucke mal ganz kurz hier weiter außen rum. Und die sind doch locker noch irgendwo da, Freunde. Guck mal, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier weiter. Und das sind ja zum Beispiel gerade die Morphs. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Morphs. Also es sind auf jeden Fall so ein paar am Start. Und müssen nur probieren, alle zu finden. Das heißt, hier ist, glaube ich, gerade noch einer. So, und zwar hier haben wir jetzt gerade den Glitch Sonic, Leute. Der ist einfach verglitcht. Ha, wie cool ist das denn? Okay, gehen wir mal ganz kurz hier weiter nach oben. Ich glaube, wenn wir noch hier oben hingehen können... Guck mal ganz kurz ein bisschen weiter. Genau, das heißt hier, gehen wir nochmal weiter hier hin, Leute. Weil dann können wir auf jeden Fall probieren, jetzt hier den nächsten Sonic zu holen. Okay, hier geht es leider nicht hoch, aber... Warte, oh nein, jetzt bin ich runtergefallen, Freunde. Warte, ich kann jetzt hier, muss einen Doppelsprung machen. So, zack, zack. Okay, das heißt hier mal ganz kurz, zack, zack. Okay, sind wir schon mal auf den nächsten jetzt oben drauf. Ist hier irgendwo vielleicht ein weiterer Morph? Oh, warte mal, hier. Hier ist ein Parcours. Lass mal zum Parcours hingehen. Ah, wir können jetzt auch sogar hier, Leute, wir können sogar auch teleportieren. Das heißt, wir brauchen auch gar nicht die ganze Zeit hier so lang laufen. Was auf jeden Fall auch gerade mega gut ist. Guck mal, hier ist einfach Knuckles. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein, Freunde. Und dann haben wir ja anscheinend den Shadow Sonic, Leute. Wie cool ist das denn? Okay, ist denn noch irgendwo ein weiterer Sonic versteckt? Oh, hier hinter, glaube ich, oder? Hinter ein Sonic versteckt? Nee, ne? Okay, warte, ich guck mal ganz kurz, das ist hier unten. Hier vielleicht hier auch nicht, aber... Ah, hier oben locker halt drauf, ne? Vielleicht der Sonnenblumen-Sonic? Nee, auch nicht. Ich guck mal trotzdem weiter jetzt hier. Hier im Fernsehen auch nicht. Okay, warte mal. Nein! Okay, warte, ich kann nämlich aber zum Glück teleportieren. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Höhen. Und bei den Höhen, Freunde, können wir sogar vielleicht... Oh, warte mal, ich glaube, wir müssen dafür halt ein bisschen schneller werden. Kann das angehen, Leute? Das will ich sonst auch niemals schaffen. Nein, ey, was, Leute? Das Ding ist, wir schaffen das hier gerade nicht, weil wir, glaube ich, zu langsam sind. Wir müssen uns, glaube ich, in die Sonics verwandeln. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier der Kristall-Sonic werden. Und dann sind wir automatisch, glaube ich, direkt schon schneller. Ja, Mann. Und das heißt, wenn wir uns in die Morphs verwandeln, können wir halt das Ganze ein bisschen leichter schaffen.
Ich bin nicht zu weit gesprungen, Freunde. Aber kein Problem. Ich würde ihn mal ganz kurz erzählen. Weil jetzt bin ich auf jeden Fall... Nein, das kann nicht angehen. Der schnelle Sonic, Leute. Wir müssen ein bisschen Schwung holen. Zack, zack. Hä? So eben geschafft, Freunde. Okay, warte mal. Jetzt! Ja, okay, ich dachte gerade schon. Dann springen wir jetzt hier weiter. Oh, ey! Okay, jetzt sind wir hier schon mal auf den nächsten Punkt drauf. Und ich glaube, hier oben können wir sogar vielleicht... Warte, kann ich sogar hier hochspringen vielleicht, Leute? Ich gucke ganz kurz außen rum jetzt hier. Hier ist gerade nichts, aber hier ist doch locker gleich hier irgendwo... Warte mal, was ist jetzt hier, Freunde? Wir können ja diesen... Das Sprung, den nutzen, um... Wow, woanders raufzukommen. Jetzt sind wir sogar hier jetzt hier oben drauf. Okay, haben wir jetzt hier irgendwie oben noch ein paar weitere Sonics. Ich gucke mal, ob ich die... Oh, warte, was war das? Nein! Da war gerade ein Sonic, ich... Warte mal, warte, ich muss den jetzt hier holen, Leute. So, hier war gerade ein Sonic versteckt. Und zwar hier haben wir jetzt anscheinend den Son-Sonic. Ich gucke mal, ob ich den finden... Hier kann ich den finden. Der ist anscheinend auch gefunden, Leute. Jetzt morphen wir zwar ganz kurz hier in den Son-Sonic. Oha. Und da... Oh, warte mal. Da oben, wenn man genau hinguckt... Warte mal, hier ist der Spider-Sonic, Leute. Und wir haben hier oben noch auf der Palme noch einen Sonic, glaube ich. Und zwar haben wir jetzt hier den Hacker-Sonic. Und wir haben einmal gerade drei Sonics auf einmal gefunden, ne? Okay, warte mal, ich will auf jeden Fall jetzt hier der coole Sonic sein. Das war der Spider-Sonic, Leute. Oh mein Gott, wie cool sieht der Bildschirm gerade aus. Das heißt, hier müssen wir locker noch mehr finden. Ich guck mal ganz kurz jetzt hier, dass wir hier was finden können. So, haben wir jetzt hier vielleicht irgendwo versteckt einen Sonic, Freunde? Hier ist nichts. Oh, wir können jetzt hier zum Beispiel das Ding nutzen. Nein! Nein, wir sind hier runtergefallen. Aber... Ne, ich plädiere mal ganz woanders hin. Wir können zum Beispiel jetzt hier nochmal in die Mitte gehen, Leute. Hier in der Mitte haben wir jetzt hier nämlich nur so einen kleinen Parcours, den wir nehmen können. Das heißt, hier, wir können jetzt zum Beispiel lang gehen, Leute. Und dann können wir den Parcours jetzt hier nämlich machen. So, okay, zack, okay. Ein Sprung nach dem anderen. Why? Das ist manchmal echt nicht so leicht, Freunde. Das heißt, hier geht's weiter beim Parcours. Hier ist, glaube ich, kein Sonic irgendwo. Lass mal hier ein bisschen weitergehen. So, jetzt sind wir sogar schon hier. Jetzt können wir sogar hochspringen, Freunde. Was ist das? Wir haben einen Exe-Sonic. Sonic.exe einfach gerade gefunden, Freunde. Was halt echt cool ist. Kann ich hier noch irgendwie noch mehr gerade finden? Hier oben vielleicht irgendwo drauf. Ich gucke jetzt auf jeden Fall gerade ein bisschen, dass wir alles mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier nach unten. So, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Okay, das heißt, wir können jetzt hier die Kette hochlaufen, Leute. So, dass wir die Kette hochlaufen. Und dann... auf das Sprungbrett hier raufgehen, Freunde. Und dann sind wir hier auf den nächsten Bereich, wo wir locker noch einen weiteren Sonic finden können, ne? Dann kannst du jetzt hier mal gucken, dass wir jetzt hier... Pass auf. Oh, okay, ich bin auf den nächsten Bereich drauf, Leute. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch weitere Sonics haben. Ich schaue mal gerade hier in der Ecke vielleicht irgendwo. Okay, hier in der Ecke ist, glaube ich, gerade nichts. Aber können wir vielleicht das nutzen, um hier hochzuklettern, Leute? Ja, wir können hier hochklettern. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir sogar schon richtig weit oben. Und was ist das jetzt hier? Wir haben jetzt hier den Superhero Sonic, Leute. Oh mein Gott. Das heißt, hier ist der Super... Der ist auch rare. Der ist Legendary, der Spider, den wir übrigens haben. Wir müssen hier noch den Moon Sonic. Huggy Sonic. Schwarzes Loch. Oh mein Gott, wir können noch so viele Sonics hier finden. Lass mal ganz kurz hier gucken, dass wir irgendwie auf die raufgehen können. Ich glaube, hier oben... Ist ja oben einer drauf? Nee, hier ist keiner drauf. Aber wir können probieren, hier rüber zu springen. Oh nein, ey, das kann nicht angehen, Freunde. Wir waren gerade so krass am Starten. Ist doch locker auch irgendwo... Ist hier vielleicht unten irgendwo einer versteckt, Leute? Das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Ist hier locker... Da, da ist noch ein Sonic, Leute. Kann ich hier irgendwie rauf? Kann ich hier hochspringen? Doppelt hochspringen, bitte? Ich muss hier hoch einmal, Kollegen. Ja, okay, jetzt können wir nämlich den Sonic mitnehmen. Und zwar der Deep Sonic, Leute. Das war einer, der war jetzt common. Also der war normal. Und hier ist nochmal ein weiterer, und zwar der Polizei-Sonic. Okay, da war jetzt auch relativ cool, aber jetzt nicht so krass besonders, Leute. Okay, hier geht es anscheinend noch ein bisschen weiter. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier vielleicht noch ein paar weitere... Da, locker ist hier oben auch nochmal einer drauf. Und oh mein Gott, auf dieser Plattform bestimmt auch nochmal, Freunde. So, das heißt hier, da ist nämlich der Huggy, Leute. Der Huggy Sonic. Und der ist jetzt hier nämlich ganz unten als Legendary. Das ist einer der seltensten, Leute, einfach der Huggy Sonic. Und dann haben wir, glaube ich, hier noch irgendwie auf der Palme vielleicht, Leute. Auf der Palme was drauf? Ne, auf der Palme nicht. Aber ich glaube hier, wenn wir noch hier ein bisschen weiterlaufen, haben wir locker noch viel, viel mehr Sonic, die wir finden können. Aber jetzt sind wir gerade einfach, Leute, wir haben einfach jetzt hier gerade den Huggy Sonic gefunden. Und hier können wir hochklettern. Na, mehr oder weniger, Leute. Das geht jetzt nicht so gut. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal wieder ganz kurz hier hin. Bei den Höhen sind wir jetzt hier gerade. Und ich sehe gerade, wir können sogar hier noch auf richtig krasse Plattformen raufgehen, ne? Wie zum Beispiel auf diese Plattform. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier auf diese Plattform rauf schaffen kann. Dafür muss ich jetzt hier den Parcours überwinden. Das heißt, hier schön ein Parcours. Oh mein Gott.
nach dem anderen. So, okay, haben wir jetzt hier schon mal einen weiteren Sonic, der hier vielleicht irgendwo versteckt ist, Leute. Wir müssen auf jeden Fall echt alles abchecken. Nicht, dass wir irgendwelche Dinge übersehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier, glaube ich, gerade alle Sonics... Da drüben. Ist das der Sonic? Nee, da kommen wir gerade her. Okay, warte mal, ich muss jetzt mal kurz gucken. Kann ich vielleicht hier auf dieses Ding... Ja, der Angel Sonic, Leute. Einfach der Engel Sonic gerade. Okay, warte mal, ich kann jetzt kurz gucken, dass ich jetzt hier vielleicht raufgehe. So, warte mal. Und, warte, noch ein höher. So, und dann, pass auf, ich muss da so ranklettern. Das heißt, hier, jetzt bin ich oben drauf und jetzt kann ich, glaube ich, noch ein höher gehen. Jetzt bin ich auf noch einer höheren Plattform und da vorne sehe ich schon, ich glaube, den Lagerfeuer-Sonic oder sowas, ne? Flaming Sonic. Das haben wir schon echt, Leute, wir haben schon so viele Sonics gerade gefunden, ne? Ist hier noch irgendwo ein anderer, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Ich gucke gerade alles ein bisschen ab hier. Ich glaube, wir haben hier locker auf dieser einen Plattform. Pass auf, das heißt, hier gehen wir mal nochmal auf dieses eine Ding rauf. Das heißt, hier... nein, wir sind jetzt hier leider wieder runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Wir können jetzt hier nämlich ganz kurz, zack, den Weg nehmen. Ich bin jetzt schon wieder runtergefallen. Dann muss ich mich kurz teleportieren, Leute. Kein Problem. Ich kann jetzt nämlich auf die Höhen teleportieren. Und dann will ich auf jeden Fall gleich mal nach hinten gehen. Warte mal. Wir können ja noch einen weiteren Parcours machen, ne? Warte, lass mal ganz kurz hier gucken, was haben wir jetzt hier auf der Plattform. Hier war ich noch gar nicht. Mal gucken, was wir jetzt hier so haben. Ist hier oben vielleicht irgendwas drauf noch? Ja, und zwar der... Was war das denn, Sonic? Der Tassi-Fan-Sonic, was ist das denn, Leute? Okay, jetzt haben wir den Tassi-Fan-Sonic und noch einmal ganz kurz hier den unsichtbaren Sonic. Okay, oder den durchsichtigen. Und hier ist noch ein Sonic, Leute, und zwar der Bauarbeiter-Sonic. Ey, wir haben jetzt gerade schon wieder so viele... Also manchmal sind echt viele Sonics auf einem Fleck, ne? Da muss man echt immer oft gucken. So, hier oben ist, glaube ich, gerade keiner mehr. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz jetzt hier runter auf den Parcours. Und wenn wir es mal probieren... Warte, Leute, hier ist noch ein Sonic. Und zwar der Popcat Sonic, Leute. Was? Wie cool ist der denn? Aber ich glaube, ich kann jetzt hier nicht hochgehen, ne? Ne, okay, das heißt, müssen wir ganz kurz wieder teleportieren. So, teleportieren, dann gehen wir wieder ganz kurz jetzt hier unten hin, Leute. So, hier hin. Und dann müssen wir probieren, jetzt hier die Parcours zu überleben. Das heißt, hier kurz vom Parcours zu Parcours springen. So, ist hier unten noch irgendwie ein Sonic oder so versteckt? Ich glaube, wahrscheinlich bestimmt, ne? So, oh, ich bin runtergefallen. Okay, ich bin jetzt hier schon mal auf der nächsten Etage drauf. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob wir jetzt hier vielleicht außen irgendwelche Sonics haben, aber gerade nicht. Ich gehe mal hier einen höher, Leute. Jetzt sind wir sogar schon einen höher. Und was ist das denn? Der Alien Sonic? Hä? Okay. Haben wir gerade den Alien Sonic freigeschaltet und ist hier noch oben irgendwas anderes drauf, Leute? Hier auf dem Baum ist gerade nichts mehr. Okay, halb so wild. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier schön die Kette jetzt hier hoch, Leute. So, und dann... Wow. Hier auf jeden Fall den Parcours jetzt auf jeden Fall wieder hochgehen. Wow, okay, das war gerade mega knapp. So, jetzt sind wir schon wieder auf der nächsten Etage drauf. Haben wir jetzt hier irgendwie noch ein... oh mein Gott, Freund. Nein, nein, da war gerade ein Sonic. Aber hier ist unten ist auch noch gerade einer, den können wir trotzdem noch nehmen. Ne, den Glitch Sonic hatten wir schon. Ey, wir hatten gerade so einen coolen Sonic da. Den habe ich jetzt aber gerade nicht einsammeln können, aber kein Problem. Ich sammle jetzt hier nochmal ganz kurz den Iron Spider Sonic auf. Und jetzt habe ich hier vorne nochmal die Möglichkeit, nochmal dahin zu gehen, Leute. Ich muss leider nochmal da hochgehen. So, spring jetzt hier wieder auf die Blöcke rauf, Freunde. Wir müssen unbedingt diesen einen Sonic da gerade bekommen. Der sah richtig krass aus. Ich glaube, das war ein richtig seltener, weil er halt auch so richtig heftig versteckt war, Freunde. Das heißt, hier gehen wir ganz kurz hier wieder rauf. So, springen hier rüber, gehen die Kette wieder hoch. Und dann können wir jetzt hier, glaube ich, einmal wieder springen. Genau, hier schön rüber springen, Freunde. Und dann haben wir jetzt hier, ich gucke mal, ob ich das jetzt schaffe. Den Black Hole Sonic, Freunde. Das ist auch einer der legendärsten Sonics, die man finden kann. Das ist noch Super Sonic. Und mal den. Wie kommen wir zu dem Mond Sonic hin, Leute? Okay, das heißt, hier haben wir gerade schon mal den Black Hole Sonic gerade bekommen. Das war jetzt gerade schon richtig krasser, ne? Ist hier irgendwie noch einer versteckt oder so, Leute? Ich gucke gerade hier alles ein bisschen außenrum an. Aber ich glaube, hier, wo wir jetzt gerade sind, ist, glaube ich, gerade nichts mehr. Großartig, verstehe ich. Ich gucke trotzdem noch alles an, aber hier ist auf jeden Fall gerade... Warte mal, hier ist doch was im Baum. Ich glaube, wir haben noch was im Baum übersehen. Warte, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rauf und dann auf den Baum. Und das ist jetzt hier der Science Sonic, Leute. Wie konnte ich den übersehen? Das heißt, man hat wahrscheinlich hier richtig viele Dinger, die ich bestimmt schon alle übersehen habe. So, jetzt lass mal ganz kurz hier mal hingehen und gucken, ob wir nochmal zu den anderen raufgehen können. Am besten jetzt nochmal hier hin, Leute. So, das heißt hier... Haben wir, glaube ich, noch irgendwelche Sonics? Ich glaube schon, ne? Dass wir hier nochmal hingehen, Leute. So, und dann zack, sind wir auf der nächsten Etage. Auf der Etage können wir sogar hochgehen, Freunde. Und können jetzt hier, glaube ich, so, zack, pass auf. Wuppa! Hier nämlich noch irgendwie, glaube ich, einen krassen Sonic, glaube ich, finden, ne? Weil hier, glaube ich, der im Baum war da nicht drin. Wo ist denn der Mond-Sonic, Freunde? Der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo oben drauf, ne? Das heißt, hier
haben wir jetzt gerade die Sonics alle, glaube ich, eingesammelt. Hier Sonnenblumen. Wir können auf jeden Fall probieren, jetzt hier rüber zu gehen. Oh, okay. Und zack, wieder wichtig jetzt hier. Sind wir schon wieder ordentlich hochgesprungen, Freunde. Hier ist aber, glaube ich, gerade... Ist hier noch ein Sonic oben drauf? Den haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Können wir noch... Wow, wir können noch höher gehen, Freunde. Das heißt, wir sind jetzt hier nochmal ein höher. Und können jetzt hier nochmal hochspringen. Und haben jetzt hier, glaube ich, hier oben... Ah, das ist jetzt wieder der Lagerfeuer-Sonic, ne? Ah, okay, Freunde. Bei dem waren wir auf jeden Fall jetzt gerade schon. Aber ich glaube, ich kann nicht jetzt hier auf die anderen draufspringen, oder? Kann das angehen, Leute? Ich guck mal ganz kurz, ob das geht. Jetzt hier auf die anderen... So... Und dann... Ah, doch, wir können jetzt hier raufspringen, Freunde. Was schon mal echt sehr, sehr cool ist. Und dann können wir hier, glaube ich... Zack, nein! Okay, warte mal, ich muss das jetzt gucken. Können wir das irgendwie schaffen, hier raufzukommen oben? Aber ich glaube, da oben ist sowieso nichts drauf, ne? Da ist sowieso nichts drauf, Freunde. In diesem Video werden wir alle Piggy-Morphs finden. Wir werden zum Huggy-Wuggy-Piggy, finden die heftigsten Verstecke auf der ganzen Welt und am Ende finden wir einen Piggy, der so heftig ist, dass ich sprachlos werde. Das willst du auf jeden Fall nicht verpassen. Los geht's. Alles klar, Freunde. Hier sind anscheinend gerade 140 verschiedene Piggy-Morphs versteckt. Ich glaube, hier habe ich sogar schon den ersten gefunden. Es war das Schweinchen, Leute. Mit dem Baseballschläger. Aber irgendwo wird natürlich Piggy sich rumtreiben. Leute, habe ich hier oben sogar vielleicht, oh, ist gerade gesehen, wir haben gerade noch so eine neue Etage gehabt und wir können sogar noch hier so in bestimmte Räume und sowas reinkrabbeln. Okay, mal ganz kurz gucken, haben wir jetzt hier irgendwie an der Wand, mal gucken, wie die ganzen Teile aussehen, aber ich glaube, das sind jetzt hier gerade nicht diese Teile, die man, ah, warte mal, was haben wir denn hier, Leute? Und zwar, aha, den Kack-Piggy, Leute, einfach mit so einem Kackhaufen da, ne? So, ich glaube, hier ist keiner mehr drin, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir hier raus und gucken mal weiter. So, die Map erinnert mich auf jeden Fall echt ganz schön doll an Spider, Leute, als wir ja Spider gespielt haben, deswegen hier schon mal ganz kurz, zack mal, ein neues übergroßes Schwein. Ist hier noch irgendwie, aha, das traurige Schweinchen, Freunde. Oh nein, das arme. Okay, dann würde ich mal sagen, geht's hier mal weiter in den nächsten Raum. Ich glaube, wir haben locker jetzt hier vielleicht, ist hier so ein Piggy? Nein, hier auch nicht. Hinter der Couch vielleicht auch nicht. Und hier oben ist auch keins. Okay, ich würde mal sagen, gucken wir mal ganz kurz weiter. Hier in der Kiste ist auch keins. Oh, hier sollten auf jeden Fall, ey, wo sind denn hier bitte schon 140 verschiedene Piggy versteckt? Ah, hier wahrscheinlich auch noch drauf, ne? Aha, der Stuhl, Leute. Hier ist auch kein Stuhl. Dann wahrscheinlich hier irgendwo. Die Kiste auch nicht? Hä? Okay, dann warte mal. Hier geht's auf jeden Fall raus, Leute. Hier, okay, hier geht's raus. Ich denke mal, draußen werden sich auf jeden Fall noch viel, viel mehr Piggy-Sachen verstecken. Oh, was? Der Teufelsschweinchen. Ich bin einfach reingefallen gerade, Leute. Hinten. Und hier war anscheinend sogar noch so ein Piggy versteckt. Hier im Raum ist auch nochmal anscheinend so ein Hunde-Piggy, Leute. Und bleibt auf jeden Fall dran, um nicht den heftigsten Piggy zu verpassen. Ich werde nämlich heute probieren, alle Piggys zu zeigen. Da werdet ihr auf jeden Fall auch alle finden können. Hier unten ist auf jeden Fall gerade keiner. So, wir kamen hier mal ganz kurz jetzt weiter rein. Jetzt sind wir nämlich gerade hier, huch, im Keller angekommen, Freunde. Und im Keller angekommen muss auf jeden Fall, glaube ich, hier irgendwo der Tresor sein, ne? Okay, warte mal, hier ist doch bestimmt irgendwie noch ein Piggy oder so. Oh, es geht hier noch tiefer rein, Leute. Okay, mal gucken. Bin ich hier schon... Ah, hier oben, Leute. Und zwar der Freddy Piggy. Okay, jetzt haben wir schon den Freddy Piggy. Ist hier im Auto? Ich glaube, im Auto, ja, ne? Ist im Auto irgendwas versteckt, Leute? Kann ich was beim Auto nehmen? Nee, ne? Gut, gehen wir weiter hier durch. Ich glaube, hier durch haben wir... Oder hier drin? Hä? Als ob hier drin jetzt einfach kein Piggy ist, Freunde. Lol, jetzt bin ich ganz unten und hier ist einfach kein Piggy. Na gut, dann gehe ich mal ganz kurz wieder zurück und schau mal wieder oben nach. Na, was kann ich angehen? Die müssten 140 versteckt sein. Und hier, bei so viel Fläche, ist gerade einfach gar kein Piggy. Ja gut, ich gehe mal ganz kurz wieder hoch. So, jetzt sind wir wieder gerade im Haus drin. Ich würde mal sagen, ich gehe mal raus. Ich glaube, draußen verbirgt sich... Aha, verbirgen sich auf jeden Fall hier die meisten Piggy-Leute. So, jetzt haben wir den ganzen normalen Penny gefunden. Und hier ist auch noch, Leute, guck mal, so ein kleines Osterei. Ach, man kann noch 1 von 10 Ostereier einsammeln, Freunde. Das heißt hier, wenn wir 10 Eier eingesammelt haben, kriegen wir, glaube ich, irgendwas Besonderes. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir denn bekommen. So, ich laufe mal ganz kurz hier weiter. Mal gucken, was wir hier... Ist hier noch irgendwas versteckt, Leute? Hier war jetzt einfach eine Sackgasse? Bin ich jetzt einfach umsonst hier hingelaufen? Die haben mich einfach voll veräppelt. Ich bin jetzt einfach umsonst da hingelaufen, Freunde. Und hier rechts ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Wir können es auf jeden Fall auch noch teleportieren. Das heißt, hier können wir noch zu so einem Hotel hingehen. Alice Enterprise, Karneval. Also auf jeden Fall zu allen Piggy-Kapiteln. So, das heißt, es ist nicht nur das Haus. Oh mein Gott, es ist eine komplette Stadt. Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, oh, wo die 140 Piggys sein können. So, hier haben wir anscheinend sogar den Yoda-Piggy, Freunde. Was? Wie cool ist das denn? Okay, hier vorne haben wir locker noch auch noch hier drin auch noch irgendwie so ein Piggy. Aha, das Angstschweinchen. Einfach verstehe
versteckt im Spind drin. Und nochmal ganz kurz jetzt hier den Hagi-Piki, Leute. Und wir können es, glaube ich, hier auch in die Sachen verwandeln. Das hier, guck mal, müsste jetzt, glaube ich, irgendwo den Hagi-Piki haben. Leute, guck mal, wir sind einfach Hagi-Piki. Wie cool ist das? Und hier ist sogar noch ein Ei. Das heißt, 2 von 10 Eier haben wir jetzt irgendwann jetzt schon mal eingesammelt. Und hier ist jetzt, glaube ich, gerade keiner mehr, ne? Oh, jetzt sind wir gerade einfach als Hagi-Piki unterwegs, ne? Ist hier noch irgendwas versteckt? Irgendwo hier unterm Haus oder sowas? Hinterm Haus? Nee, ne? Okay, locker, wahrscheinlich dahinter, Leute. In der Ecke ist locker irgendwas. Ey, wir sind einfach, guckt euch das mal an, wie gruselig wir aussehen mit dem Mund und sowas, Leute. Wir sehen ja richtig gruselig aus. Ey, hier oben ist was, aber ich komme da nicht ran, ne? Kann ich hier hochgehen, Leute? Guck mal, da oben ist anscheinend so ein Blitzpiki oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz, ganz krass versteckt. Ich habe jetzt gerade schon mal den kompletten Wald durchsucht, Freunde. Hier ist auf jeden Fall gerade nochmal ein Ei, also 3 von 10 Eiern. Und hier ist, oh Leute, guck mal, hier ist auch nochmal ganz kurz ein Piggy. Und zwar der Alien-Piggy, Freunde. Und ich glaube, hier vorne ist hier noch irgendwie außen was versteckt. Hier nicht, aber da ist, glaube ich, nochmal irgendwas, Leute. Ich glaube, das Slender-Piggy oder sowas, ne? Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt einmal den Uvo-Piggy, okay. Und dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz so ein Star-Piggy. Oder was soll das sein, Leute? Ein Panda-Piggy, Leute, der Pandy. Was? Wie cool ist das denn, bitteschön? Okay, ich würde mal sagen, ich gehe mal ganz kurz hier hoch in den Turm rein, weil hier ist locker auch nochmal ganz kurz ein Piggy irgendwo versteckt. Was? Da, doch. Oh, ich dachte gerade schon. Und zwar der Geister, das Geisterschweinchen, Leute. So, hier wieder durchgekrabbelt. Gehen wir mal ganz kurz weiter hier. Und zwar habe ich jetzt hier nochmal ganz kurz gefunden. Und zwar jetzt hier der, lol, der Black Marker Piggy. Warte, war der jetzt relativ schwer? Hier, Leute, der schwerste war anscheinend gerade Schweinchen. Das ist der legendäre. Und zwar können wir uns den auf jeden Fall auch in den morphen, Leute. Und dann sind wir einfach das Geisterschweinchen, Leute. Was? Okay, hier sind auch noch ein paar Charaktere. Hier laufen auf jeden Fall auch noch gerade ein paar andere Piggys rum. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier noch so in der Stadt drin haben. Also hier kann ich auf jeden Fall gerade nicht reingehen. Aber hier in die Gasse kann ich reingehen. Aber hier ist, glaube ich, gerade kein Piggy am Start, ne? Hallo? Hallo? Oh, Officer? Ja, kein Problem. Officer, ich bin ganz nett. Ich bin nur ein ganz netter Geister-Piggy. Aha, jetzt habe ich nämlich auch hier den Officer-Piggy, Leute, der Polizei-Piggy. Ha, wie cool ist das denn? Und habe ich hier noch irgendwie noch so einen Akten-Piggy oder sowas? Oder so einen Medikamentenschrank-Piggy? Hier in dem Raum auf jeden Fall gerade nichts mehr, kein Problem. Gehen wir auf jeden Fall mal... Ah, ist hier noch was, Leute? Hier noch irgendwas versteckt, glaube ich. Hier drin... Ah, ein viertes Ei, Freunde. 4 von 10 Eier haben wir jetzt schon gefunden. Ich würde mal sagen, ich gehe mal ganz kurz hier nach oben. Ist hier noch was in dem Raum drin? Ich glaube aber nicht. Na, hier versteckt sich auf jeden Fall gerade... Ne, hier versteckt sich nicht mehr. Ja, lass mal ganz kurz nach oben gehen und noch einen weiteren Piggy finden. So, zweite Etage und wir haben jetzt hier... Okay, so eine kleine Bank oder sowas. Hier auf jeden Fall kein Piggy. Hier ist auf jeden Fall gerade... Aha! Der hier, der Ellie-Piggy, Freunde. Was ist denn das für ein Piggy? Der ist ja mega cool. Ey, die lernt man so viele verschiedene Piggy-Sorten kennen, ne? So, habe ich hier noch ein paar andere? Ja, und zwar den Giraffi-Piggy, Leute. Einfach Giraffi am Start, ne? Und hier ist, glaube ich, jetzt... Ah, doch, auch noch ein Regen-Piggy, Leute. Rainy-Piggy. Und den haben wir, glaube ich, jetzt auf jeden Fall hier in dem Raum alle... Oder in dem Haus alle Piggys auf jeden Fall schon mal freigeschaltet. Ich gucke mal ganz kurz weiter. Hier kann ich leider nicht hochgehen. Aber wir können auf jeden Fall von der anderen Seite reingehen. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal zum Karneval gehen, Freunde. Weil beim Karneval müssen auch noch richtig viele verschiedene Piggys sein, ne? So, hier krabbeln wir einmal ganz kurz rein. Hallo? Oh, ich bin zu groß, Leute. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt einmal ganz kurz normal morphen, Leute. So, das heißt, hier kann ich jetzt reinkrabbeln. So, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal hier einmal den Wasser-Piggy, Freunde. Okay, weil wir halt zu groß waren gerade, ne? So, habe ich hier vorne noch irgendwas? Ich glaube, ich hatte hier, glaube ich, irgendwie... Leute, das 5. Ei von 10 Eiern. Wir haben schon 50% von den Eiern gefunden. So, hier ist auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz ein Bär-Piggy. Auch sehr, sehr cool, Freunde. Und ich glaube, hier außen war, glaube ich, irgendwie auch nochmal so ein Piggy oder sowas, ne? Ich guck mal ganz kurz auf dem Dach. Hier ist ja locker noch auf dem Dach irgendwas drauf, ne? Ha! Ich wusste es. Und zwar der Baby-Piggy, Freunde. Und oh mein Gott, Leute, der Penny, den wir gefunden haben, der ist exklusiv, ne? Der ist anscheinend mega, mega schwer zu finden, Leute. Aha, was sehe ich denn da für einen kleinen Knopf? Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz außen rum hier gehen, Leute. Dass wir... Was ist das denn? Der Saiyajin-Piggy, Leute. Was ist denn das denn gerade für ein Piggy? Aber hier kann ich anscheinend gerade nicht hochgehen. Na, wie kommen wir denn hier hin? Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich vom Haus oder so runterspringen. Da kann ich auch reingehen? Ne, hier können wir auf jeden Fall nicht reingehen. Aber ich glaube, wir können hier... Ja, wir können nämlich hier hochklettern. Auf dieses Gerüst. Und ich glaube, hier oben wird sich ein richtig seltener Piggy verstecken. Ja, hier ist schon mal der Baumeister-Piggy, Leute. Der Baumeister. Kann ich hier irgendwie noch weiter irgendwo hochklettern? Hallo? Ja, hier kann ich höher klettern, Freunde. Das heißt, hier müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz wieder durchgehen. Und dann hier, zack, nochmal eine Etage weiter hoch. Und dann sollten wir, glaube ich, von hier rüber springen können. Und ich glaube, kann ich auf die andere Seite auch schon springen.
Nee, ne? Okay, dann springen wir auf jeden Fall auf die Seite, Freunde. Oh, nein! Oh, ich hab's nicht geschafft, Leute. Och, Manu. Da war auf jeden Fall noch ein Piggy oben drauf. Den hole ich mir auf jeden Fall gleich auch noch. Ich guck, was habe ich denn noch hier vorne? Wir haben hier vorne auf jeden Fall noch ein paar andere Piggys. Ist hier noch was versteckt? So ein Pflanzenpiggy? Nein. Ho, das wäre auch so krass, wenn ihr noch so ein Pflanzenpiggy versteckt, ne? Aha, der Bacon, Leute. Der Speckpiggy. Und habe ich hier vorne noch irgendwelche versteckte Automaten-Piggy? Nein. Hier drin doch locker noch, Leute. Locker so ein Basketball-Piggy oder sowas. Nee, auch nicht. Ah, das Schweinchen. Oha, der ist ja richtig muskulös, Freunde. Okay, ich will auf jeden Fall nicht von dem verprügelt werden. So, jetzt hier, guck mal, alles wieder einsammeln. Hier ist auf jeden Fall gerade nichts. Okay, gut zu wissen. Aha. Hier ist doch locker noch ein... Ah, der Gaming-Piggy, Leute, mit so einem Kopfhörer einfach. Und hier auf jeden Fall auch nochmal hier das Einhornschweinchen, Leute. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viele Piggys gefunden in dem Haus. Auch wieder ganz... Wie viele haben wir jetzt übrigens? Wir haben jetzt schon mal 30 Piggys gefunden, Leute. Also uns fehlen einfach jetzt nur noch auf entspannt nur noch viermal so viel. Und dann... Oder nee, noch fünfmal so viel, ne, fast. So, Kätzchen haben wir auf jeden Fall auch nochmal gefunden gerade. Ich glaube, hier vorne, hier drin, war, glaube ich, auch noch ein Piggy, ne? Ist hier ein geheimer Durchgang? Nee, kein Durchgang. Aber hier, Leute, der Zizzy. Oha, das ist, glaube ich, der Spieleentwickler, Leute, der Piggy gemacht hat. So, haben wir hier drin noch irgendwie... Ah, ja, und zwar, was ist das denn? Ein Code, Freunde. FBY4ZWU. Den müssen wir uns auf jeden Fall merken. Habe ich jetzt mal abfotografiert, Freunde. Ist abfotografiert. Mal gucken, ob wir den später noch gebrauchen können. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir den noch gebrauchen können. So, ich würde mal sagen, ich gehe mal ganz kurz hier das Fahrstuhl-Ding hoch. So, die Rolltreppe nach oben. Und auf der zweiten Etage haben wir noch viel mehr Piggys. Und zwar den Tricky-Piggy, Leute. Hier noch irgendwie ein Piggy versteckt? Nein. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal den Tricky-Piggy gefunden. Dann haben wir drin wahrscheinlich auch nochmal so einen krassen Piggy oder so. Da oben drauf haben wir nochmal einen Code, Leute. Und abfotografiert. Wir sind auf jeden Fall gewappnet, wenn wir irgendwo einen Code brauchen, Freunde. Dann werdet ihr auf jeden Fall das von mir erfahren, welchen man eingeben muss. Also, oh Gott, da war gerade noch so ein anderer Piggy unten. Das sah ganz schön gruselig gerade aus, ne? So, lass mal ganz kurz hier weitergehen. Ich glaube, hier können wir... hier haben wir, glaube ich, gerade keinen mehr. Hier in dem Raum haben wir... Ah! Ein sechstes Ei, Freunde. 6 von 10 Eier jetzt schon. Was ist das? Noch ein Ei, Leute? Hier ist einfach gerade noch ein Ei. Nee, doch nicht. Das ist das... Sass. Das Among Us-Schweinchen, Freunde. Wie cool ist das denn? Und hier haben wir, okay, noch einen Weg nach unten zu gehen, ne? Ich gehe mal ganz kurz hier wieder raus. Denn wir haben hier oben nochmal diesen einen Raum, wo ich noch nicht war. Aber wie kommen wir denn am besten dahin? Muss ich hier so, okay, rüberspringen? Das war auf jeden Fall der Trick. So, wir sind drüben. Und jetzt haben wir den Ninja-Piggy, Leute, weil ich gerade so einen Ninja-Sprung gemacht habe. Ha! Warte, war das ein seltener? Ne, okay, das bis jetzt Baby-Piggy war relativ schwer. Gibt es hier noch so, oh mein Gott, super glückliches Schweinchen und sowas. Kindliches Schweinchen, Osterschweinchen. Ich denke, das sind so Sachen, die wir bekommen, wenn wir zum Beispiel alle Eier haben. So, hier haben wir jedenfalls, glaube ich, alles in dieser Bank bekommen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier wieder raus, Leute. Weil ich glaube, hier vorne, ja genau, wir haben nämlich noch viel, viel mehr Häuser, wo wir reingehen können. Ist hier noch irgendwas drin versteckt? Okay, ist gerade kein Piggy versteckt, auch nicht so schlimm. Aber ich schätze mal, hier drin werden wir locker was haben, Leute. Ich gehe mal ganz kurz hier durch die Tür. Hallo? Oder muss ich hier rumgehen, Leute? Was ist hier eine Leiter irgendwo? Kann ich so ein Jump'n'Run machen? Oh, Freunde, kann ich hier irgendwo hinspringen jetzt? Irgendwo oben rauf? Nee, kann ich gerade nicht, ne? Kann ich hier eine Müllpiggy holen? Auch nicht. Okay, aber es ist auf jeden Fall gut zu merken. Wir können aber auf jeden Fall jetzt hier reingehen. Jetzt haben wir hier drin locker gleich irgendwie so ein Kellner-Piggy oder sowas. So, hier ist kein Piggy. Hier auch nicht. Hier hinter vielleicht, Leute? Hier hinter auch nicht. Okay, locker jetzt hier hinten, Leute. So, ich guck mal gerade. Habe ich jetzt hier irgendwie was übersehen? Hm, irgendwas Offensichtliches? Mhm. Ich glaube, hier drin. Hier drin muss, glaube ich, ein Piggy sein, ne? Oh ja, hundertprozentig. Hallo? Wo ist denn jetzt hier der Piggy, Freunde? Locker jetzt hier drin im Eisraum. Ich kann den Eisraum nicht aufmachen. Den müssen wir irgendwie zerbrechen oder so, Leute. Aber ich habe gerade nichts, um aufzumachen. Ist hier irgendwie was drin versteckt, Leute? Hä? So, ich guck nur mal ganz kurz rum, als ob hier jetzt kein Piggy drin war. Tatsache, Freunde, hier war einfach kein Piggy drin, ne? Gut, kein Problem, dann gehen wir mal ganz kurz hin weiter. Das ist ja auch sowieso weitergeführt. Und dann können wir, glaube ich... Aha, was ist denn das jetzt hier? Ach, der Pony, Freunde. Anscheinend der Räuber-Penny oder sowas, ne? Räuber-Piggy. So, ist hier drin noch irgendwas, Leute? Ich guck mal ganz kurz jetzt hier. Unterm Tisch vielleicht auch nicht, ne? Manchmal sind die auch echt gut versteckt, deswegen müsst ihr immer in alle möglichen Ecken reingucken. So, hier vorne... Oh, eine Geheimtür, glaube ich, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwo gleich einen Code eingeben können. Okay, hier kann ich schon mal nicht reingehen. Hier auch nicht. Als ob jetzt hier einfach... Oh, was?
Man kann, glaube ich, von da unten rausspringen oder sowas, ne? Vielleicht muss man sich auch in den richtigen Pigimor verwandeln, um in bestimmte Bereiche reinzukommen. Könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. So, hier ist auf jeden Fall gerade keiner. Hier in dem Raum waren wir eben auch schon gerade drin. Ich glaube, hier hinter hat sie wahrscheinlich auch nichts versteckt. Nee, nee, okay. Also ich muss jetzt auf jeden Fall jetzt mal überlegen, wo wir den nächsten Piggy haben könnten. Hier drin vielleicht, Leute, unter dem Tisch oder sowas? Auch nicht, ne? Sag mal, habe ich mich hier irgendwie verirrt? Ist hier irgendwie Piggy und hat sie sich überall jetzt gerade versteckt? Locker haben wir jetzt hier nochmal ein paar mehr, Leute. Im Auto oder so, ne? Das habe ich doch gerade was gesehen, Leute. Jawohl, und zwar der Daisy, Freunde. Einfach Daisy Piggy. Ich habe gesehen, wenn man da so ein bisschen rauszoomt, ist es auf jeden Fall leichter, so um die Ecken und sowas zu gucken. Aber ich sehe gerade, guck mal, das ist auch wieder geschlossen, ne? Da können wir nicht rein, Freunde. Vielleicht muss ich mich auch einmal ganz kurz meinen Morph entfernen. Kann ich dann reingehen? Nee, ne? Okay, man kann anscheinend nicht von da reingehen. Halb zu wild. Ich glaube, hier muss, glaube ich, irgendwo noch ein... Ja, was ist das jetzt hier? Was ist das hier? Das ist nur so ein Holzbrett. Vielleicht ja auch hier irgendwo in der Wäscherei. Hier können wir wahrscheinlich sich auch ganz gut einen Piggy verstecken, ne? Irgendwo in den Waschmaschinen oder sowas. Ich gucke auf jeden Fall gerade jeder an, aber hier ist auf jeden Fall jetzt gerade keiner. Aha, der Sheepy. Ich wusste, hier hat sich noch irgendwer versteckt. Und habe ich auf jeden Fall jetzt gut gefunden, Leute. Und hier ist noch das Auto, aber kein... Oh mein Gott. Wir können auf die Häuser so gehen, ne? Das ist Leos Waschsalon. Da heißt er fast so wie ich, Leute. Okay, ich glaube, hier kann man sogar einen Parcours machen, oder? Sieht das so aus? Kann man jetzt hier... Leute, ich glaube, wir können hier einen Parcours machen, ne? Wir können hier einfach eine Obby machen. Okay, warte, ich guck mal ganz kurz. Okay, der Mimi, Leute. Boah, das war echt ein sehr, sehr schwieriger Parcours, Freunde. Den habe ich gerade eben fast nicht geschafft, ne? Aber egal, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Mimi jetzt auch gefunden. Und ich glaube, jetzt haben wir hier in dem Bereich, glaube ich, fast alle Piggys gefunden. Da war ja gerade eben noch eins. Nee, okay, hatte ich auch schon. Was steht denn hier beim Karneval? Für alle, die nach Sicherheit suchen, das ist der schlechteste Ort, um hier zu suchen. Okay, wir sind hier anscheinend gerade beim Karneval, Freunde. Also im Karneval drin. Boah, das sieht so cool aus hier, ne? Ist vielleicht im Hotdog-Stand oder sowas? Irgendwie ein Piggy? Nee, ne? Aber da hinten in der Ecke sehe ich sogar schon ein. Und wir können ja auf jeden Fall mega, mega viele Piggys, glaube ich, finden, ne? Boah, ich bin gespannt, ob wir alle Eier finden können. Wenn wir alle Eier haben, Leute, das wäre auf jeden Fall auch mega cool. So, ich guck mal ganz kurz. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Piggy gewesen. Na, genau, hier ist einmal der Georgie. So, hier irgendwo auf der Achterbahn vielleicht so versteckt. Ich guck mal. Oh, hier fällt man ja durch. Okay, das ist anscheinend eine Achterbahn, wo man nicht langlaufen kann. Auch gut zu wissen. Hier unten vielleicht irgendwie unten einer versteckt. Hinten. Leute, ist das einer? Oh mein Gott, der Silberschweinchen, der hat sich ja so gut versteckt. War das denn schwieriger? Leute, das Silberschweinchen. Oh, Mimi. Guck mal, wie schwer Mimi war, Freunde. Guck mal, wie ich aussehe. Ich bin einfach gerade Mimi-Morph, ne? Das Mimi-Piggy-Ding. So, hier ist, glaube ich, auch nochmal einer. Genau, der Clown, der hier immer rumläuft, Freunde. Und hier drin haben wir... Oh Gott. Das transparente Schweinchen. Wir waren jetzt hier gerade in so einem Glashaus, ne? So, das haben wir auf jeden Fall jetzt gerade auch bekommen. Und hier... Okay, ich guck mal ganz kurz weiter. Das war hier schon mal... Ah! Ich muss mich wieder zurücksetzen, Leute. Die Piggys sind einfach zu groß, Leute. Die sind zu groß und zu dick. So, mal gucken, ob wir hier links noch irgendwas haben. Ich glaube, wir haben nämlich hier locker noch, ja, der Neon-Piggy. Was steht da, Leute? Doggy und Foxy haben bekommen was, oh mein Gott, okay. Alles klar, ist hier noch irgendwas drin? Nee, okay. Hier oben drauf auf jeden Fall auch kein Piggy, ne? Nee, 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 okay. Ich glaube, hier war noch ein, glaube ich, gerade. Zielscheibe oder der? Können wir damit schießen? Wir können nicht schießen, Leute. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir da schießen könnten. So, ich guck mal, was wir hier drin noch haben. In dem Lagerraum, ne? Hier ist keiner. An der Decke ist keiner. Hier kann man einmal rausgehen. Okay. Also hier in dem Lagerraum ist anscheinend kein Piggy. Gut zu wissen. Vielleicht ja hier auf dem Riesenrad, Leute. Locker hier hinter, oder? Ja. Und zwar das verrückte Schweinchen, Leute. Ho, ist einfach verrückter Schweinchen geworden, ne? So, haben wir hier noch vorne irgendeinen? Ich glaube, hier in dem... Ja, und zwar hier haben wir einmal den Prisoner Piggy, Leute, den gefangenen Piggy, der eigentlich im Gefängnis sein sollte, aber irgendwie ausgebrochen ist. Was steht hier? Nicht öffnen, Monster drin. Was? Was ist hier? Warum haben mich meine Freunde hier gelassen? Was, Leute? Habe ich hier irgendwie... Musste ich hier gerade irgendwas machen oder sowas? Als ob hier jetzt hier vielleicht irgendwie noch so Piggys drin sind oder sowas, ne? Hier sind keine drin, aber hier kann ich, glaube ich, reinspringen. Und dann war hier, glaube ich, ein Piggy, ne? Und zwar der Foxy, Freunde. Oh mein Gott, hier war original eigentlich der Foxy drin. Aber der ist ausgebüxt oder sowas, ne? Hier oben, kann ich hier oben rauf? Ne, ich kann hier oben nicht rauf. Das wäre auch... Doch, ich kann hier oben rauf. Ist hier oben noch ein Piggy, Leute? Hier vielleicht irgendwo hinter? Boah, der wäre... Oh mein Gott, Leute, hier sind ja... Was? Und hier kann ich auch noch da oben drauf gehen, ne? Was? Da hinten sehe ich einen.
Oh mein Gott. Okay, zu dem springen wir auf jeden Fall gleich. Ich bin gerade leider runtergefallen, aber hier sind noch richtig krasse Piggies versteckt, Freunde. Guck mal, wir haben jetzt hier einmal ganz kurz den, was ist hier? Der Captain, Kapitän Piggy haben wir auf jeden Fall gerade gefunden. Das ist, glaube ich, einer, der auch im schweren Bereich ist, ne? Oder? Geht ein, der ist ja voll weit oben, Freunde. Was? Okay, dann haben wir hier nochmal einmal den Iron Man Piggy. Oder Eisenpiggy. Ich gehe mal ganz kurz hier außen weiter, weil ich glaube, wir sind noch viel, viel mehr. Okay, hier außen war anscheinend gerade keiner, aber ich glaube, wir können ja nochmal hier probieren, auf das Gebüsch rauf zu gehen, weil ich sehe auf jeden Fall gerade noch ein paar Piggys hier rumliegen. Da vorne ist noch einer in der Ecke. Hier ist noch ein Ei, Freunde. Dann haben wir 7 von 10 Eier? Was? Okay, ich glaube, da fehlen es ja nur 3 Stück, ne? Ich bin gespannt, was wir denn bekommen. Ob wir denn diesen Easter Bunny Piggy bekommen? Das wäre halt echt mega cool, wenn wir den bekommen könnten, ne? So, hier ist anscheinend noch eine Hand und zwar verzerrtes Piggy, Leute. Boah, dem geht's ja gar nicht gut, ey. Boah, der Arme. Oh, hier ist noch einmal... Aha, da habe ich gerade 2 gesehen. Hier ist noch einmal der Marker, Leute. Der Marker-Piggy, wie von Find the Marker. Und dann haben wir noch hier einmal, glaube ich, ein Thanos-Piggy. Was? Warte, ich will der Thanos-Piggy werden. Das hier ist Thanos-Piggy, Freunde. Aber der ist nicht wirklich... Also, der ist nicht wirklich selten. Aber wir haben auf jeden Fall hier den Handschuh. Und hier oben drauf ist, glaube ich, noch mal ein Piggy. Oder? Ist das ein Piggy? Nee, ist kein Piggy. Aber wir können, glaube ich, jetzt hier einmal ganz kurz hochgehen. Können wir denn vielleicht hier oben rauf, Freunde? Ja. Yeah. Und dann können wir, jawohl, zu dem einen Piggy hingehen, der, glaube ich, mega, mega schwierig ist, ne? Den ich eben schon gesehen hatte. Wir laufen mal ganz kurz hin und dann gehen wir auf jeden Fall gleich da vorne hin zu dem einen, zu dem Troll-Piggy. Was ist das jetzt hier für einer? Der Batman-Piggy, Leute. Warte mal, ist der schwierig? Der ist ja gar nicht so selten. Hä? Der ist ja voll weit oben, Freunde. Was? Der ist hier als normal gewöhnlich. Ich fand den relativ schwer zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, lass uns ganz kurz hier den Troll-Piggy holen. Troll-Piggy ist auch geholt. So, wir teleportieren uns jetzt mal ganz kurz jetzt hier zu der Schule, Freunde. Bei der Schule waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich bin mal gespannt, was wir hier für Piggys finden. Da vorne ist auf jeden Fall noch einer, den müssen wir uns auf jeden Fall merken. Da ist auch noch einer, die suche ich auf jeden Fall gleich auch noch ab. So, hallo, ich bin in der Schule, wieder zurück. Ist hier irgendwo ein Piggy, das sich versteckt? Ja, nämlich hier das wütende Piggy. Und ich glaube, wütend war, glaube ich, relativ weit unten, ne? Nee. Okay, ich würde mal sagen, wir sind mal wieder Penny, Leute. Penny war eigentlich am coolsten, weil Penny auf jeden Fall der seltenste gerade ist, den wir gefunden haben. Obwohl ich den gar nicht so schwer fand, Leute. Der war eigentlich relativ entspannt. Na, hier irgendwie ein Piggy versteckt? Nee. Hier, glaube ich, Tafel-Piggy? Nein. Kreide-Piggy? Auch nicht. Hier doch aber Kreide. Kreide? Nein. Ist hier unter einer versteckt? Auch nicht. Hier muss doch locker... Warte mal, ist doch locker irgendwo noch ein Piggy oder sowas. Hier oben, ne, okay, in dem Raum schon mal nicht. Alles entspannt, Leute. Haben wir alles gerade mal abgecheckt. Hier unten können wir noch hingehen. Was ist das denn? Hä, wir können... Hä? Okay, das war auf jeden Fall gerade komisch. Ich glaube, da hätten wir gerade irgendwo reingehen können. Ah, was? Ich dachte gerade, das wäre ein Piggy, Leute. Aber war einfach keiner. So, hier ist auch kein Tafel-Piggy oder sowas. Okay, hier haben wir auch keinen Piggy. Auch kein Piggy. Okay, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal... Ah! Kiste, Schweinchen? Lol, das hat sich einfach so komisch versteckt da, ne? Gut, wir gehen mal hier nach unten, Leute, in den Kellerbereich von der Schule, wo man eigentlich nicht hingehen sollte, weil hier ist einfach Alphys, Freunde. Oh, einfach Alphys, Piggy. Und kann ich hier noch weitergehen in die Kanalisation oder was? Giftschweinchen, Freunde. So ein Venom, ne? Das ist so ein Venom-Piggy, aber der war auch nicht wirklich selten, ne? Ey, Mann. Lass mal hier. Ah, ich wusste es. Das Elektro-Piggy, Leute. Das war echt gut versteckt. Den hätte ich fast übersehen, ne? Den hätte ich gerade echt fast übersehen. So, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weiter. Hier war ich auch schon. Sporthalle waren wir auch schon. Aber hier oben war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Oder hier unten ist locker auch noch irgendwo einer versteckt. Hier oder sowas? Ne, hier ist keiner versteckt. Ich gucke mal ganz kurz hier in den anderen Räumen jetzt hier in der Klasse. Im Spind vielleicht einer. Hier unten vielleicht im Stuhl. Nee, auch nicht. Hier ist auch keiner. Okay, also ist hier im Raum auf jeden Fall auch wieder keiner. Aber ich glaube... Hier könnte sich wahrscheinlich gut einer verstecken, ne? Hinter den ganzen Spinden und so. Aber hier ist echt keiner, ne? Auch nicht hier unter, Freunde? Locker hier unter. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, Freunde. Warte, kann ich an den rankommen? Ja, der Mausi. Mausi hat sich so gut versteckt. Ist er selten? Er ist auch nicht selten. Okay, ist halt nicht selten, Freunde. Okay, dann waren wir jetzt gerade schon hier. Ich gehe noch einmal ganz kurz in die oberste Etage. Dann schnappe ich mir die Piggys, die gerade außen zu sehen waren. Weil gerade eben waren ja ganz, ganz viele Piggys außen zu sehen. So, hier ist der Konferenzraum. Oha, geht ja richtig ab hier in der Schule, Leute. Die lernen hier anscheinend gerade irgendwie Aktiencodes oder sowas. So, hier. Was? Der Antler, der hat sich einfach im Stuhl versteckt, Leute. Ist hier noch... Oder ist es denn hier? Ist das hier ein normaler Schulabteil wieder? Oh, jetzt bin ich in eine normale Klasse reingedroppt. Also, in dem Raum hatten wir gerade was. Ich guck mal ganz kurz hier weiter. Hier waren wir gerade schon drin, da war ja der eine Piggy drin.
Und ich glaube, hier oben haben wir noch einen Raum gehabt. Genau, hier nämlich der Raum. Und ich glaube, ah, hier vielleicht, Leute. Ja, locker ist hier noch ein Piggy drin, Leute. 100. Hallo? Als ob hier keiner ist. Hier ist kein Piggy. Hier oben vielleicht die Lampe? Auch nicht, ne? Was? Und ich kann auf jeden Fall jetzt auch gerade nicht. Doch, ich könnte nochmal runtergehen. Aber unter der Treppe war ja nichts versteckt, ne? Nee. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz raus. Haha, weil ich sehe auf jeden Fall gerade die beiden Piggies. Und ich glaube, hier außen rum ist, glaube ich, auch noch irgendwo so ein Piggy, Freund. Ich guck mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz hier rein, weil oben drauf ist auf jeden Fall auch einer. Aber, warte, Lagerfeuer-Piggy, zählt der? Ja, flammendes Schweinchen, Leute. Und hier habe ich, glaube ich, okay, ich guck mal gerade. Was ist das denn? Gefrorenes Schweinchen, hätte ich sogar gerade fast übersehen. Haben wir, glaube ich, hier in dem Haus gerade alles gesucht, genau. So, dann kann ich auf jeden Fall, glaube ich, hier mal raufgehen. Dann kann ich hier, kann ich das nutzen? Nee, ne? Ich kann aber, glaube ich, von hier, ja, ich bin oben drauf, Leute. Auf jeden Fall ein bisschen was gedauert, so, ohne Schweinchen. Okay, so, hier noch irgendwie, Leute, hier noch in den Containern vielleicht eins drin. Locker, nein, genau, hier war einmal dieses Tussi-Fan-Schweinchen. Kann ich hier... Ach, ist oben noch einer drauf? Nee, ne? Hier oben ist keiner mehr drauf, Leute. Gut, dann schneide ich mir einmal ganz kurz. Wo war der andere Piggy, Leute? Hier, ne? Ja, hier haben wir einmal das kopflose... Was? Wie mein kopfloses Schwein? Wo ist denn das, Leute? Einfach Piggy ohne Kopf. Was ist das denn, Leute? Wir sind einfach... Wow, wir sind der Geister, Piggy. Und ich suche kleine Kinder. Wow. Und dann noch einmal das Häschen gefunden, Freunde. Oh mein Gott, es gibt auf jeden Fall noch richtig viele. Wir haben jetzt gerade 70 Stück gesammelt. Also wir haben jetzt die Hälfte gesammelt, Leute. Es gibt auf jeden Fall noch viele Orte, wo wir uns hinterbedienen können. Zum Beispiel jetzt hier zur Gasse oder hier zum Ellie Enterprises Hotel und sowas, wo wir noch gar nicht waren. Leute, wir können hier einfach mal Riesenminen kaputt machen. Wir können jetzt hier zum Beispiel runtergehen und dann können wir hier die ganze Zeit dagegen hauen, Leute. Zack. Und dann können wir die ganzen Blöcke quasi kaputt machen. Wir haben aber auch noch einen Typen hier, und zwar meiner Mike. Da können wir uns Quest abholen. Und er sagt jetzt hier, ha, ich habe dich hier noch gar nicht gesehen. Du musst anscheinend neu hier sein. So, dann gehen wir mal auf das nächste. Bist du bereit, um deine Pickups auszuprobieren? Wir sollen jetzt 10 Dreck wegmachen. Dann ist unser Rucksack danach auch voll. Und ich würde mal sagen, Leute, das Ganze machen wir doch jetzt mal hier. Zack. Wir hauen jetzt hier mal eben die ganze Ebene weg, Leute. Zack, zack, zack. Hier alles wegmachen. Den ganzen Dreck hier, Leute, wegminen. Und dann ist schon unser Rucksack einmal voll. Jetzt haben wir einfach schon 10 von 10. Für 10 Stück kriegen wir, glaube ich, sogar... ich bin mal gespannt. Wir müssen, glaube ich, wieder zu ihm gehen. Er sagt jetzt, okay, wir müssen anscheinend 10 Dirt finden. Ich glaube, man muss dafür weiter runtergehen, oder? Oha, Leute, da geht es sogar richtig, richtig tief runter. Alles klar. Ich würde einfach mal sagen, da unser Rucksack jetzt voll ist, würden wir jetzt das Ganze immer verkaufen und dafür kriegen wir jetzt einfach mal 10 Münzen, Leute. Ich würde aber mal sagen, da das alles so ein bisschen zu lange dauert, gehen wir jetzt mal hin und kaufen uns jetzt mal 2 Geschwindigkeit, Leute. Genau, für 150 Robux geht auf jeden Fall ganz klar. Damit können wir dann nachher halt allgemein mit den ganzen Münzen, können wir dann bessere hier Pickaxe und so holen, Leute, und andere Sachen. Aber, Freunde, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann probiert auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr vom Mining oder Mining-Simulator mehr sehen wollt. Leute, ich bin richtig, richtig gehypt. Jetzt haben wir schon mal das gekauft. Und ich würde mal sagen, was wir auch noch machen, was auch ganz, ganz viel kostet, ist unseren Rucksack auffüllen, Leute. Und genau das machen wir jetzt. Wir nehmen hier auf Shop und dann gehen wir auf Perses und holen uns einfach für 799 Robux einfach den heftigen Rucksack, Leute. Oh mein Gott, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr teure Ausgabe. Also das kann ich auf jeden Fall nicht jeden Tag machen. Jetzt können wir hier haben wir unseren Infinity-Rucksack, Leute. Das ist ja mal übertrieben krass. So, hier haben wir zum Beispiel noch VIP-Access, aber wir kaufen jetzt nicht alles. So, wir gehen jetzt nochmal hier zu dem. Wir sollen anscheinend 10 Dreck finden. Und wo wir jetzt 10 Dreck finden, ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht müssen wir dafür... Ah, hier unten. Ah, Leute, das hier oben ist Gras. Genau das hier ist Gras. Und da unten, das ist Dreck, Leute. Okay, oha, und ihr seht hier schon, wie schnell wir einfach Dreck wegbekommen, ne? Gucken wir euch das mal an. Wir haben einfach einen Infinity-Rucksack. Das ist ja das Heftige. Wir brauchen gar nicht mehr zum Verkaufen hingehen, bis wir halt fertig sind, Leute, ne? Aber mal gucken. So, jetzt haben wir 28 Dreck quasi da drin oder allgemein 28 Sachen im Rucksack. Und mal gucken, was meiner Mike jetzt sagt. Danke, ich bin Brox. Ich konnte nichts ohne dich machen. Und bitte nimm das hier als Belohnung für deine harte Arbeit. Jetzt haben wir 50 Coins bekommen. Okay, meiner Mike. Dankeschön. Und jetzt sagt er hier, wir sollen jetzt sogar schon Stein finden. Wir sollen gleich für ihn 10 Stein finden. Ich würde einfach mal sagen, wir verkaufen jetzt hier nochmal die ganzen 28 Sachen. So, zack, verkaufen. Und jetzt haben wir einfach schon 88 Münzen. Ich glaube, mit diesen 88 Münzen können wir uns jetzt eine bessere Hacke kaufen. Und zwar ja genau hier. Nämlich die Metallspitzhacke. So, Leute, danach müssen wir für 250 eine kaufen. Das machen wir dann auch. Und später können wir auf jeden Fall uns noch bessere Inseln freischalten. Wir haben nämlich zum Beispiel noch andere Sachen, so wie zum Beispiel den magischen Wald. Dafür brauchen wir
haben wir 45 Rebirths, also auf jeden Fall richtig teuer. Lava World 60 Rebirths. Und hier zum Beispiel auch noch, was haben wir hier? Ich glaube Space Adventure, also nachher auch noch im Weltraum. 500.000 Blocks müssen wir dafür schon gemeint haben. Leute, das wird auf jeden Fall alles richtig heftig. Dafür können wir auf jeden Fall, also hier können wir richtig, richtig viele Parts machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Freunde. Wir gehen jetzt hier aber mal ab in die Mine. Wir müssen nämlich 3 Stein für den bekommen. So, hier ist noch Dreck. Dreck, Dreck, oha, wie weit ist einfach, oh ja, und jetzt hier ist Stein, Leute, so, und ihr seht ja schon, wir sind hier richtig heftig am Minen, wir können auch hier in First Person gehen, was auch ein bisschen angenehmer ist, hier ist auch schon Fossilien und so, okay, Leute, also wir haben sogar schon Fossilien, aber wir brauchen erstmal ein bisschen Stein hier, zack, 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 nämlich 5 Steine nehmen wir da jedes Mal mit, und jetzt, Leute, können wir hier schon wieder ganz entspannt, so, und zwar zum Surface, so, wieder nach oben, danke für deine Hilfe, ohne dich hätten wir es nicht machen können, hier jetzt mal wieder 150 Münzen dazu bekommen, wir sollen einen neuen Rucksack und ein neues Tool kaufen. So, das heißt, wir sollen zum Shop gehen und anscheinend sollen wir 100 Steine für ihn holen. Okay, also 100 Steine. Ich würde mal sagen, Leute, haben wir hier schon 100 Steine? Ah, wir müssen einen großen Rucksack kaufen und dann eine Stein... Okay, und okay, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir haben jetzt ja gerade den Infinity-Rucksack. Komm, verkaufen wir uns mal ganz kurz hier so ein paar Sachen. Zack. So, 384 Münzen haben wir jetzt. Alter Schwede, ne? So, was können wir jetzt hier kaufen? Wir müssen den großen Rucksack kaufen, hat er gesagt. Das ist der kleine, der Rumble, und das ist der Large Backpack. Also, der hat 50 quasi. Den sollen wir jetzt, glaube ich, kaufen für den. Na, komm, wir machen das. 350 Münzen. Und jetzt gehen wir mal runter und gucken mal, dass wir uns richtig, richtig viele Steine für den holen, weil dann müssen wir nämlich einmal ganz kurz hier, zack, so nach unten, wow, und dann haben wir hier, zack, Leute, die ganzen Steine am Start, so, alles kaputt hauen, alles klar, zack, 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 und dann ist unser Rucksack auch schon, oh, da ist auch ein bisschen Dings mit dabei, ne? So, aber warte mal. Ach, wir können hier... Ah, wir können den aussehen, aber haben trotzdem noch unendlich Sachen. Ah, das ist doch sehr gut, Leute. Das heißt, wir müssen diesen Rucksack auch nicht unbedingt tragen. So, ich glaube, wir sollten gleich schon mal die 100 Steine haben. Ich gehe nochmal hier auf Nummer sicher und mache dann nochmal ein paar mehr weg, Leute. Ein bisschen Mine hier. Erinnere mich auf jeden Fall an Minecraft, dieser Mining-Simulator. Wenn ihr allgemein mal auch Minecraft-Videos sehen wollt, vielleicht auf einem anderen Kanal, auf einem anderen Gaming-Kanal, dann, Leute, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, jetzt hier alles kaputt machen, was geht, und das kommt... Okay, ich glaube, jetzt sollten wir... ich glaube, jetzt sollten wir genug Steine haben, die meiner Mike haben möchte. So, er sagt, oh, wir brauchen immer noch eine Stein... Okay, oh Leute, wir brauchen immer noch eine Steinspitzhacke. Die müssen wir uns auf jeden Fall, glaube ich, noch kaufen, weil ich habe mir eben die Metall gekauft und die, ja, komm. So, Steinspitzhacke, so. Mal gucken, was meiner Mike dazu sagt. So, Abfahrt, Leute. Okay, er sagt wieder Dankeschön, Dankeschön für deine Hilfe. Hier ist wieder unser Reward. Da haben wir ein Ei bekommen. Alles klar. Und jetzt sollen wir aufpassen mit dem Ei. Das wird uns ein kleines Haus hier geben. Alles klar, jetzt sollen wir es mal einmal schlüpfen lassen. So, Leute, dann gehen wir ganz kurz in unseren Inventar. Ich glaube, es wird dann hier sein. Oder wo ist jetzt unser Ei? Ei, wo bist du? Ah, hier, Leute, da ist mein Ei. So, okay, ich glaube, hier Inventar gehen. Und dann sollte man hier auf Pets gehen. Und da haben wir ein Ei. Und das, Leute, equippen wir jetzt. Und dann haben... Ach so, okay, also der schlüpft erst später. Also das heißt, da kommt jetzt kein Tier raus, wie wir es sonst immer kennen. Ich glaube, nee, guck mal, wir können jetzt einen Namen geben. Ich nenne das jetzt... Komm, Leute, unser Ei. Geben wir jetzt einen richtig coolen Namen. Und zwar gehen wir rauf. Und dann würde ich sagen, das nennen wir Mr. Ei. So, okay. So, jetzt haben wir Mr. Ei mit uns. Und mal gucken, was er jetzt von uns möchte noch. Er hat jetzt noch mal eine neue Quest. Okay. Wir müssen das Ei jetzt schlüpfen lassen. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt am besten geschlüpft? Ich hole mir jetzt erstmal wieder meine gute Spitzhacke wieder. Meine Metallspitzhacke. Weil die war einfach besser, Leute. Die hat uns erstmal noch mehr meinen Sachen gegeben. Und allgemein war das einfach viel besser. So, aber komm. Wir gehen jetzt hier nach unten und hoffen, dass wir wieder die heftigsten... Wow! Oha! Leute, hier kriegen wir einfach Stein für 50 und so. Oha, Leute, guckt euch das mal an, wie voll jetzt einfach unser Rucksack hier unten wird. Okay, also, unser Ei kriegt quasi, indem wir hier die ganze Zeit minen. Guck mal, ihr seht es ja, unser Ei ist jetzt hier unten. Da, er kriegt jedes Mal, wenn wir einen Stein abbauen, kriegen wir dafür quasi mehr Punkte, damit wir das schlüpfen lassen können. Und Leute... Alter Schwede, Mann. Guck mal, wie viel wir jetzt einfach schon in unserem Rucksack so bekommen. Auch das hier, was ist denn Kopper? Was ist denn Kopper, Leute? So, hier auch wieder ganz viele Steine. Alles kaputt machen, bis zum geht nicht mehr. Oha, Alter. So, ist unser, wie sieht unser Ei jetzt aus? Wir haben jetzt, oh, okay, Hälfte haben wir schon geschafft. Geht auf jeden Fall ganz klar. Ein bisschen auf die Eier hauen, beziehungsweise auf die Steine hauen, damit unser Ei geschlüpft wird. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir den schon auf 485. Das heißt, hier, zack, zack, zack. Und jetzt ist es geschlüpft und wir haben einen orangenen Hasen bekommen. Level 1.
Also der kann quasi auch noch höhere Level aufsteigen. Leute, lass mal wieder nach oben gehen und dann mal gucken. Mal gucken, was jetzt meiner Mike dazu sagt. Er sagt wieder schon Dankeschön für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich das nicht machen können. Bitte nimm das als Bonus. 250 Münzen, alles klar. Und hast du schon gesehen, was unter Stein ist? Und zwar ganz, ganz seltene Materialien. Und zwar 3 Fossilien, 3 Kopper, 4 Dinosaurierknochen und 3 Quarzsäulchen bringen. Oha. Meiner Mike, was geht denn da ab? Du hast ja auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe für mich. Aber erstmal verkaufe ich jetzt hier, zack, alle meine Münzen und 1600 Coins haben wir dafür bekommen. Jetzt können wir auf jeden Fall richtig, richtig aufstocken. Ich würde mal sagen, Leute, oh, da fehlt uns, oh, ein bisschen fehlt uns hier noch. Da können wir auf jeden Fall jetzt, komm, Leute, wir kaufen uns eine Schaufel. So, wir kaufen uns eine Schaufel. Mit dieser Schaufel sollten wir auf jeden Fall schon viel, viel schneller minen können. Und jetzt gehen wir mal unter Stein. Wir sollten ja ein paar Fossilien und so mitbringen. Und hier, genau, das ist ein bisschen zu tief. Ich würde sagen, das ist ganz gut, so. Und dann Fossilien wollte er ja haben. Hier, Dinosaurierknochen wollte er haben. Dann Fossilien auf jeden Fall. Dann nehmen wir ein paar mit. Hier auch noch. Dann auch noch ein paar Fossilien, Steine. Was ist das denn hier? Leute, einfach eine Schatztruhe und mit Geld drin. Oha, wie cool ist das denn? Wir haben einfach gerade einen Schatz gefunden. So, Fossilien, zack, zack. Und hier auch noch Dinosaurierknochen. Wieder eine Schatztruhe. Leute, wie cool ist das denn bitte schon? Und noch eine Schatztruhe. Hä? Wir kriegen ja voll viele Münzen jetzt hier. So, Dinosaurierknochen. Aber Quarz haben wir noch gar nicht bekommen, ne? Quarz sollte ein bisschen weiter unten noch hier sein irgendwo. Ich guck mal ganz kurz. Einmal hier ganz kurz ein paar Wege bauen, um Quarz zu bekommen. Hier ist noch ein bisschen Dreck. Hier ist Copper. Copper brauchen wir auf jeden Fall auch. Ich guck mal ganz kurz, was jetzt so unser Quest sagt. Wir haben jetzt schon, okay, uns fehlen noch 2 Copper, 1 Dinosaurierknochen und 3 Quarz. So, Leute, ich würde mal sagen, 3 Quarz hoch auf Stil, den haben wir schon genug. Wo haben wir denn jetzt hier am besten Quarz? Und Copper brauchen wir, ich geh mal ganz nach unten hier. Wow! Okay. Oh, hier ist sogar, ey, wer bist du denn? So, ja, Leute, hier ist Quarz. Wie cool. Ey, wie perfekt. Genau hier ist Quarz. Genau, ha, perfekt, Leute. Ah, das ist Silber sogar. Also hier einmal ganz kurz Silber wegmachen. Und dann möchte ich einmal ganz kurz hier noch Quarz haben. Hallo, wo ist denn hier bitte schön Quarz? Ich brauche noch ein bisschen mehr Quarz. Und oh, eine Silbertruhe, die bringt 300 Münzen und Gold ist auch am Start. Guck mal, wie lange wir Gold abbauen müssen. So, wieder Silber. Ist ja da, da ist Quarz, Leute. So, da ist Quarz und jetzt haben wir, glaube ich, schon... oh, und fehlen noch Dinosaurierknochen und Copper. Ich glaube, dafür müssen wir ganz kurz wieder nach oben gehen. Oh, was hat der denn alles hier am Start? Und dann gehen wir ein bisschen weiter runter. So. Ah! Wow! Wow, Leute! Ey! Ey! Okay. Hier kriegen wir einfach 10.000... Ach nee, hier sind die Steine mal 10.000 wert. Obsidian. Okay. Leute, wir können hier gar nichts mehr groß machen. Na, Copper. Ach, wir haben noch Copper. Wie perfekt. Copper brauchen wir noch. Und was ist noch hier unten, Leute? Okay, warte mal, wir müssen nochmal ganz kurz nach oben gehen. Was brauchen wir jetzt noch alles hier? Wir haben jetzt... Komm, wir machen mal hier Skip, Leute. Das kostet 30 Robux. Machen wir ganz kurz Copper und dann noch Dinosaurierknochen. Skippen wir auch mal ganz kurz. So, Leute. Zack, ist geskippt. Und dann gehen wir mal hier ganz kurz wieder zu meiner Mike. Und dann sagt er, Dankeschön. Alles klar, hier hast du wieder Bonus. 750 Münzen, Leute. Und er sagt, hast du Fun? Also hast du Spaß? Wir sollen uns mal unsere Sachen upgraden. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis ich 1000 Steine gesammelt habe. Okay. Also meiner Mike ist ja übertrieben. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt ein bisschen heftig Geld bekommen. Ja, 3400 Dollar. Alles klar. Und wir können uns jetzt auch wieder hier neue Münzen kaufen. Beziehungsweise auch neue Sachen. Hier, für 3500 holen wir uns einfach mal eine Gabel. Beziehungsweise einen Löffel. So einen Löffel, der aber aussieht wie eine Gabel. Ich buddel mich jetzt einfach mal selber runter. Mal gucken, wie schnell das jetzt hier geht. Und wow, okay, wir buddeln uns jetzt einfach selber runter. Ey, da war eine Kiste, Leute. Die Kiste will ich unbedingt noch mitnehmen. Hier, so, auch noch eine Kiste. Und es geht wieder weiter runter. Noch eine Kiste. So, zack, Dinosaurierknochen. Oha, Leute, es ist ja so heftig, wenn man so... Och, auch hier nochmal, zack, Leute, Fossilien, Clay, Stone, hier auch noch hier unten schon schwarzer Stein. Und hier auch nochmal eine Truhe, Leute, sehr gut. Okay, Dinosaurierknochen, die nehme ich auch natürlich gerne alle mit. Und dann hier auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Unser Haustier macht auch ein paar Sachen, aber ich glaube, also ich frage mich gerade, was unser Haustier so kann. Also den können wir quasi equippen. So, er ist natürlich schon am Start, aber was bringt uns der jetzt? Wir können den quasi verkaufen, wir können ihn aber auch ein bisschen erweitern. Evolve, jetzt ist er Level 2. So, und dann sollen wir 500 Blöcke, sollen wir meinen. Das ist ja kein Problem, Mr. Oranger Hase. Jetzt kriegen wir 500 Blöcke zu meinen. Ohne Probleme, Leute. Hier, zack, und auch wieder hier unten ein bisschen was, Steine machen und so. So, ich denke mal, jetzt haben wir sogar schon wieder 500 gemeint. Jetzt können wir, glaube ich, genau den wieder evolven. Das ist ja Level 3. Und jetzt brauchen wir, ach, jetzt brauchen wir hier wieder Eisen bei dem. Beziehungsweise Kohl ist ja, glaube ich, nicht Eisen, sondern Kohl ist ja Kohle. So, hier haben wir auch wieder Kohle am Start. So,
Hier unten jetzt wieder alles machen. Fossilien, Steine sammeln. So, ich glaube, jetzt haben wir schon 1000 Steine. Jetzt können wir wieder nach oben gehen, Leute. So, und dann können wir wieder zu meiner Mike. Hallo, meiner Mike. Und er sagt schon wieder Dankeschön für deine Hilfe. Wir haben es also wieder geschafft. Jetzt kriegen wir wieder eine Belohnung. Und zwar eine seltene Hutkiste? Okay. Also, wenn man die Crate öffnet, dann kann man irgendwas da drin, was wir noch anziehen können. Dann kann man anscheinend mehrere Sachen anziehen und das bringt dann quasi nochmal mehr Sachen, damit wir schneller minen können und auch noch allgemein in unserem Tal, in unserem Inventar, Leute. Komm, wir gucken jetzt mal ganz kurz, was wir jetzt hier bekommen haben. Crates. Wir haben jetzt eine seltene Hut-Crate. Und komm, Leute, oh, komm. Komm, bitte was Seltenes. Ein Licker-Troll. Haben wir jetzt so eine Kette, Leute? Ist das einfach eine Kette? Und die können wir jetzt Mining Power plus 10... Guck mal, oha, so und jetzt einmal ganz kurz, ja, ey, wo sind meine Haare, Leute? Aber guckt euch mal diese Kette an, wie cool sieht denn die bitte schon aus? Warte mal ganz kurz, ich möchte aber auch meine Haare wieder haben. Ich würde mal sagen, wenn wir das jetzt ausmachen, genau, dann haben wir quasi, okay, die Kette ist nicht mehr da, aber dafür haben wir wenigstens keine Glatze, Leute. So, mal gucken, was der hier wieder sagt, so. Alles klar, hier jetzt haben wir wieder noch eine Hutkiste bekommen. Und jetzt haben wir 5 Gold bekommen, ein Emerald und 2 Rubies. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen, ne? Die ganzen Sachen. Egal, wir gehen mal kurz unsere Sachen ganz hier schnell verkaufen. So, zack, 4000 Münzen jetzt wieder bekommen. Dafür können wir jetzt auch wieder ein neues Werkzeug kaufen. Und zwar den Hammer, Leute. Für 6000 Münzen einfach einen Hammer. Und jetzt gehen wir mal ins Inventar und dort sollten wir, glaube ich, noch eine Kiste haben. Genau, und die öffnen wir jetzt, Leute. Komm, bitte ein bisschen mehr Glück diesmal. Irgendwas Seltenes, eine Wassermelone. Ein Wassermelonenhut. Okay, den equippen wir mal, Leute. So. Ja, das sieht auch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So haben wir wenigstens keine Glatze und so haben wir wenigstens auch die ganzen Sachen an. Alles klar. So, gehen wir mal nach unten und suchen mal Gold und das ganze Zeug. Wir sollten ja nämlich Gold, Emeralds und Rubies finden. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, Leute, kann man schon sehen, wie schnell wir eigentlich uns hier so minen können, ne? Ich würde aber mal sagen, dass wir in so ein vorgefertigtes Loch einfach springen, weil wir von da viel... Oha! Der explodiert hier einfach, weil wir von da halt einfach viel besser reinspringen können. Ich glaube, das war hier ein Loch, ne? Yeah! Oder war das mein eigenes Loch? Ich weiß gerade nicht, Leute. Egal, wir gehen mal jetzt hier runter. Quarz haben wir jetzt hier. Steine. Boah, wie schnell wir einfach alles meinen. Eine Silberchest. Wieder Quarz, ganz viel. Oh, da, das brauchen wir. Gold, Leute. Gold brauchen wir. Hier haben wir Gold am Start. Oh yeah. Okay, sehr gut. Noch mal ein paar Kisten. Die nehme ich natürlich gerne mit. Hier noch Kopper. Alles mitnehmen, was geht. Und ey, wow! Ey! Hä? Obsidian? Oh, das dauert ja richtig lange, bis man Obsidian abgebaut hat. Okay, warte mal. Ich hau mal die ganze Zeit drauf und mal gucken, wie viel wir nachher Obsidian verkaufen können. Ich glaube, dafür für diesen Block kriegen wir nachher sogar 500 Münzen. Das wäre auf jeden Fall richtig heftig. Wir haben es fast geschafft und der Obsidian-Block ist abgebaut. Oh, okay, noch nicht ganz leider. So, hier sehen wir noch Red Rock und hier noch allgemein Stein. Das ist dann 5000 Stein. Fossilien, Kopper und Gold. Ja, Leute, wir haben schon wieder hier Gold am Start. Gold ist auf jeden Fall ganz, ganz gut. Kopper nehme ich gerne mit Fossilien auch. Silber auch gerne, eine Silberkiste. Immer mitnehmen, Leute. Und dann haben wir hier noch irgendwie... Oh, auch nochmal Gold. Und das haben wir auch nochmal hier. Ich glaube, das brauchen wir auch nochmal. Pizzoteite oder so. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber das nehmen wir gerne mit. Gold vor allem, Leute. Gold nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. So, hier alles wegmachen. Quarz, Clay. Dann noch hier ein paar andere Sachen. Steine alles mitnehmen. Hier haben wir auch noch rote Steine sogar. Und auch das hier schon wieder. Und ich glaube, wenn man jetzt beim Quest wieder guckt, ja, uns fehlt einfach Emeralds und Rubies. Ich habe die selber noch gar nicht gesehen. Dafür müssen wir wahrscheinlich noch tiefer gehen, oder? Hier auch nochmal so eine Holzkiste. Aber ich habe jetzt nirgendwo mehr irgendwie Emeralds oder irgendwie sowas gesehen. Hier nochmal eine Silberkiste, die wir mitnehmen können. Bisschen weiter runter. Das ist wieder Kohle. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. So, komm. Und hier eine goldene Kiste. Die bringt einfach 1200 Münzen, Leute. Wow, okay. Warte mal, wenn wir vielleicht in diese Richtung uns buddeln, vielleicht kriegen wir da auch ein paar neue goldene Kisten wieder. Und oh, da geht's... Ah, nein! Ah, hier geht's wieder so tief runter. Wow! Ey, ich bounce ja. Oh, Leute, ich bin hier wieder bei ganz komischen Sachen. Also wieder in so einem pinken Feld. Aber hier ist nichts, was ich leider brauche. Und hier... Ah, da brauchen wir ein Rasenmäher, brauchen wir dafür? Einen Nuke. Wie viel kostet denn eine Nuke? 499 Robux. Ist ein bisschen zu viel, Leute. Es ist wirklich ein bisschen zu viel. Aber komm, wir verkaufen mal jetzt hier unseren Rucksack. Und zack. So, und jetzt haben wir 15.000 Münzen wieder bekommen. Und von diesen 15.000 Münzen können wir uns jetzt... Können wir uns eine Kettensäge kaufen für $16.500. Und mit dieser Kettensäge, Leute,
können wir, glaube ich, richtig, richtig viel hier wegmachen, ne? Ich glaube, mit dieser Kettensäge, Leute. Oh ja, guck mal hier nach unten. Oh, wie schnell wir einfach die ganzen Sachen wegmachen. Guck mal, 5 Steine sofort weg. Zack, forcieren weg. Bam, bam, bam. Und ach, eine Kiste, Leute, ohne Probleme. Hier, ihr seht's ja, wie wir hier durchsägen. Das ist ja unnormal. Wir haben das Ganze ja eh nochmal mal 2. Ja, oh, es macht halt übertrieben viel Spaß, ne? Wenn man auch hier so richtig schnell runtergehen kann. Ey, das ist halt zu nice. Hier nochmal eine Silberkiste. Guck mal, wie schnell die einfach weggeht. Kopper, das ganze Gestein, diese Sauerknochen, Leute. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder bis nach oben und verkaufen das Ganze. Und dann können wir uns, glaube ich, bald wieder ja, neue Sachen kaufen. Wir werden heute alle möglichen Mummy Longleg Morphs freischalten. Wir müssen Computer hacken, müssen alle Zettel finden für Slenderman und werden den seltensten Morph auf der ganzen Welt freischalten. Schau bis zum Ende, um nicht den besten Morph zu sehen. Los geht's. Dann probieren wir jetzt mal alle Mummy Longlegs Morph zu bekommen. Leute, zum Beispiel jetzt hier haben wir schon mal den ersten Gratis Morph und zwar Mummy Longlegs Classic. Und wir können jetzt hier alle Morphs quasi angucken. Die sind halt leicht und schwer und so. Und ich werde heute probieren, alle möglichen zu holen. Was ist denn das jetzt hier, Leute? Und zwar, ah, 1 von 3 Huggy-Figuren. Und ich kann sogar, was ist denn das hier? Du kannst sogar was lesen. Der Zugunfall und sowas, ne? Okay, das ist ja richtig cool. Kann ich sogar jetzt hier vielleicht die Hand? Oh mein Gott, ich kann die Hand benutzen. Und was? Oh mein Gott, damit habe ich gerade das aufgemacht, Leute. Lol, wie cool ist das denn? Wir können ja quasi wirklich die Sachen benutzen, um dann halt auch da durchzukommen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz jetzt hier weiter und ich gucke mal, kann ich in die Tür reingehen? Nein. Was ist das, Leute? Oh, ich glaube, es ist ein neuer Mummy Longlegs Old. Was? Die ist einfach alt, Mummy Longlegs. Boah, die ist ja richtig alt geworden, Freunde. Okay, haben wir jetzt noch irgendwie mehr? Jetzt gehen wir gerade um die Ecken. Hier so am besten noch hier hinter schauen. Hier ist gerade keine. Hier ist auch keine. Okay, dann gehen wir mal hier runter, Freunde. Und gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas hier unten versteckt haben. Vielleicht irgendeine geheime. Hier in der Ecke. Leute, ich glaube, hier drin ist, glaube ich, oder? Nee, ne? Wo muss ich da so reingehen? Meine Hand darauf tun? Auch nicht, ne? Ich glaube, wir können jetzt hier so reingehen. Dann ist es so Super Mario. Aber anscheinend nicht, Leute. Also hier ist gerade keine. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz hier durch die Tür. Und haben wir jetzt hier vielleicht irgendwie irgendwo eine Mummy Longlegs Morph. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Oh, jetzt sind wir hier im richtig dicken Spieleland. Und hier ist schon mal, Leute, hier ist direkt das nächste. Komm, wir sammeln es jetzt mal ganz kurz ein. Wir haben jetzt hier nämlich Mummy Longlegs in Menschenform. Lol, was ist denn das? Okay, kann ich hier sogar hochklettern? Ja, ich kann hier hochklettern. Dann kann ich hier so langlaufen, Leute. Aber ich kann jetzt hier, glaube ich, oder kann ich vielleicht da vorne? Ich gehe mal ganz kurz hier vorne weiter, weil ich glaube, hier muss locker noch irgendwie so ein Morph oder sowas sein. Aber es sieht gerade nicht danach aus, Leute. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier vielleicht... Nee, hier war auf jeden Fall jetzt gerade kein Morph. Ich gehe mal ein bisschen weiter jetzt hier gerade. Wir haben nämlich noch viel, viel mehr Türen. Dahinter ist gerade nichts versteckt, okay. Ich glaube, wir haben jetzt aber hier vorne... Oh, hier oben drauf. Okay, warte mal. Ah, ich weiß, wie wir gehen müssen, Leute. Das heißt hier... Pass auf, ich habe jetzt den Trick. Wir müssen jetzt nämlich hier ganz kurz hier oben rauf gehen. Zack. Und dann müssen wir nämlich probieren, jetzt hier gleich auf das eine Ding darauf zu springen. Und das wird auf jeden Fall uns dann zu dem anderen Morph weiterbringen. Uiuiui, Freunde. Okay, jetzt hier schön. Und dann... ja, genau, hier rauf. Und dann auf den nächsten rauf im richtigen Moment. Das heißt hier... Nein! Ich glaube, ich muss die, glaube ich, so zum Schwingen bringen. Kann das angehen, Freunde? Kann man die irgendwie zum Schwingen bringen? Ich glaube aber... Oh doch, man kann die schon so ein bisschen zum Schwingen bringen, Leute. Das heißt hier mal ganz kurz... aber... Man kommt leider... Nee, man kommt da nicht rauf. Ne? Okay, das heißt hier, die kann ich schon langsam... den hole ich mir später, Freunde. Den holen wir uns später. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier in die Spaßzone rein. Weil in der Spaßzone sind wahrscheinlich noch mega, mega viele Morphs, die wir einsammeln können. So wie zum Beispiel hier. Guck mal, der Squid Game, Leute. Einfach jetzt hier Mummy Longlegs Guard. Also quasi als... oh mein Gott, hier ist noch einer. Noch ein... Oh, wir haben schon 2 von 3 Huggy-Wuggy-Figuren gefunden. Also bleibt unbedingt dran, um nicht zu verpassen, was wir bekommen, wenn wir 3 von 3 haben. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier weiter hoch. Hier sind auf jeden Fall viele, viele Bälle. Ja, also auf jeden Fall ordentlich ein Bällebad am Start. Aber hier oben ist auch keiner jetzt gerade. Auf jeden Fall auch kein Verpassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt hier nichts verpasse, Leute. Das heißt hier schön... Oh mein Gott. Ist hier vielleicht im Bällebad irgendwas versteckt? Gucken wir mal ganz kurz hier unter. Aber ich sehe kein... Morph. Okay, das heißt, hier ist schon mal kein Morph. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendwie außen irgendwo einer ist. Ah, vielleicht hier drin irgendwie versteckt, Leute. Ich sehe auf jeden Fall jetzt aber gerade... Oh, hier vielleicht der Block. Okay, nee, der Block ist auf jeden Fall nicht. Aber da vorne sehe ich schon wieder einen Fernseher. Und ich glaube, den Fernseher, den muss er vielleicht einschalten, oder? Nee, wir hatten eben auch einen Fernseher, ne? Oh, warte hier, Leute. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier für ein Morph? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir den nächsten Morph gefunden, und zwar den Pack-Pillar. Wer ist das denn, Freunde?
Ich weiß noch nicht, wer der ist, aber der sieht mal auf jeden Fall echt ein bisschen suspekt aus, der Morphen. Aber hier ist, glaube ich, kein anderer mehr jetzt hier gerade. Ne? Ich schaue nochmal gerade trotzdem. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt gerade keine Ahnung mehr. Wir können auf jeden Fall jetzt hier nochmal ganz kurz teleportieren. Das heißt, wir gehen ja jetzt gerade wieder, am besten jetzt mal wieder in den, wo gehen wir jetzt hin? In den Eingang, Freunde. Das heißt, hier sind wir jetzt gerade bei dem Eingang von Poppy Playtime Fabrik. Und ich glaube, wir müssen hier locker noch ganz, ganz viele Morphs haben. Ihr könnt zum Beispiel hier nochmal schön durch die Tür gehen, Freunde. Und dann sollten wir, glaube ich, hier in dem Raum wahrscheinlich... wir können ja ein Programm öffnen, Freunde. Einfach ein Programm öffnen bei dem Monitor. Wir müssen jetzt... Okay, slash hack. Okay, das ganze Programm läuft jetzt hier anscheinend. So, Programm Nummer 2 läuft auch. Programm Nummer 3 läuft auch. 4 auch. Okay, wir haben das ganze Programm jetzt anscheinend. Okay, jetzt werden gerade die ganzen Daten zum Server geschickt. Und jetzt haben wir hier den Mami Longlegs Hacker, Freunde. Was? Das war einfach so ein Morph, den wir erstmal hacken mussten und so. Na, da musst du auch was eintippen. Also hier in dem Raum ist, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr drin. Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Sachen versteckt sind. Ich gehe mal davon aus, dass hier viel versteckt ist, ne? Okay, gehen wir mal ganz kurz weiter jetzt hier beim Eingang. Bin jetzt gerade schon mal die Tür genommen. Also hier war auf jeden Fall gerade schon mal bei dem einen Eingang so ein Morph. Dann gehen wir mal ganz kurz hier jetzt zu der Tür. Ist hinter irgendwas versteckt vielleicht? Boah, hätte ich jetzt gedacht, dass da locker ein Morph wäre. Aber anscheinend nicht. Jetzt ist hier doch locker ist jetzt hier irgendwas, Leute. Hier vielleicht, ja. Wir können jetzt schon wieder was collecten, Leute. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt haben wir hier anscheinend den Boogie-Bot. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt hier schon mal mich in welche verwandeln kann. Das heißt, hier habe ich ja schon mal die frei bekommen. Das heißt, hier verwandeln wir jetzt mal ganz kurz jetzt hier zum Beispiel in den... Oh mein Gott. Was? Oh, Leute. Wie cool ist das denn? Hier sind einfach jetzt gerade die alte Mami Longlegs, Leute. Okay, ich würde mal sagen... Oh, wir können jetzt hier zum Beispiel... Wir können hier durchgehen... Und wir können jetzt den auch nochmal collecten, Leute. Guck, wir können jetzt noch einen weiteren collecten. Das heißt, der Huggy Wuggy. Okay, warte mal, ich will mich in Huggy Wuggy verwandeln. Das heißt, hier sehen wir jetzt gerade Huggy Wuggy, Freunde. Deswegen, wir können natürlich jetzt leider nicht unsere Werkzeuge nutzen. Aber nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall probieren, jetzt hier mit Huggy Wuggy, oh mein Gott, noch weitere zu finden. Und jetzt haben wir anscheinend Ben, Leute. Der Talking Mami Longlegs Ben. Oha. Okay, das heißt, das haben wir einfach gerade Mami Longlegs Ben gefunden. Gehen wir mal ganz kurz weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, hier wieder, wo wir auch eben waren, ne? Genau, wir waren jetzt in der Spaßzone. Wir haben jetzt aber zum Beispiel auch hier so den Umkleideraum, ne? Okay, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier den Talking Ben Morph, Leute. Oh Gott, wir sind ja viel, viel schneller. Lol, wie sieht der denn aus, Leute? Und wir haben schon wieder so eine Mario-Figur gerade am Start, ne? Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier den kompletten Raum ab. Aber hier ist... Oh doch, da! Da ist noch ein Morph, Freunde. Okay, das heißt, hier haben wir nochmal einen weiteren Morph bekommen. Und zwar den Dead Longlegs. Was? Leute, das ist einfach der Daddy Longlegs, Alter. Wie cool ist das denn? Okay, gehen wir mal ganz kurz weiter in den nächsten Bereich. Und zwar gehen wir jetzt mal hier in den Testing-Bereich. Da waren wir nämlich, glaube ich, noch nicht drin. Das heißt, wir gucken mal, was wir in dem Testing-Bereich drin haben. Oh doch, hier waren wir schon drin. Okay, das heißt, ich gehe jetzt wieder in einen weiteren Bereich. Und zwar haben wir jetzt hier vorne, genau, nämlich die Hand. Oder nee, die Cafeteria. Okay, gehen wir mal in die Cafeteria, Freunde. Ich glaube, da werden wir locker noch einige Morphs finden. Oh ja. Oh ja, sogar jetzt hier zum Beispiel im Badezimmer, Leute. Ich guck mal jetzt mal ganz kurz hier im Badezimmer. Schon wieder so eine Mario-Röhre. Oh Gott. Hier, Leute, seht ihr das? Hier ist was drin. Hier ist die zu. Aber wir können, glaube ich, hier reingehen. Oh, Leute, wo sind wir? Wir sind in der Kanalisation. Hilfe. Hilfe. Ich kann sogar Emotes machen, ne? Aber kann ich hier... Warte mal, hier ist die Elektrizität. Okay, ich glaube, ich muss sie wahrscheinlich nutzen. Oh Gott, was ist denn das hier oben? Okay, warte, ich gucke mal, ob ich hier... Ich komme mal hier so wieder, so kommen wir wahrscheinlich wieder raus, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt hier reinspringe, Freunde? Okay, hier passiert nichts. Dann gehen wir mal ganz kurz weiter. Hier sind wir hergekommen. Was ist denn das jetzt hier? Irgend so eine Huggy-Wuggy-Mal-Sache. Okay, gehen wir mal ganz kurz weiter jetzt hier. Oh Gott. Wir sind auf jeden Fall echt jetzt hier gerade der heftigste Talking Ben jetzt hier, ne? Oh, er sagt mir, ich soll zurückgehen, Leute. Was? Wir gehen niemals zurück. Wir werden hier alle Morphs finden. Bis ich, ich soll umdrehen, sagt er mir schon wieder. Und hier ist anscheinend ein Zettel. Der Huggy Wuggy Zombie. Mit einer Route, Freunde. Das heißt, hier müssen wir 1, 2, wir müssen von 1 in 2, glaube ich, reingehen, ne? Oh mein Gott. Was? Leute. Wie krass sieht denn das jetzt hier gerade aus? Und da oben ist, glaube ich, so ein Morph, den wir haben können, ne? Okay, warte, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir jetzt hier hochgehen können. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rein. So, und dann schön raufspringen, Leute. Nein! Wir haben es gerade fast geschafft. Okay, ich muss nochmal probieren jetzt hier. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder ganz kurz springen. Und nochmal springen. So, kann ich hier... warum komme ich denn da jetzt nicht hoch? Ich bin eine Raupe, Leute. Kann ich damit... damit kann ich anscheinend auch nicht raufgehen. Oh mein Gott, wir kriegen aber dieses Gehirn gerade nicht da oben. Hier wird jetzt gerade ganz viel probiert, Leute.
Okay, das heißt, ich hole mir das auf jeden Fall später. Schauen wir doch nochmal, was wir jetzt hier bei der Zugstation noch ordentlich was haben. Ich glaube, wir können jetzt nämlich noch hier lang gehen, Leute. Als der Ben. Und ich glaube, hier hinten, vielleicht sind sogar noch der Zugfresser oder so, ne? Oder auf der Seite, Leute. Ich glaube, da werden wir locker leider welche finden. Hier können wir zum Beispiel, gut, die Wand können wir leider jetzt nicht holen. Aber ich glaube, wir können jetzt hier nämlich, genau, wir können jetzt hier nämlich weitergehen. Das heißt, hier, guck mal, da können wir nämlich anscheinend in die Kapitel 2 Location. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, warte mal, ich guck mal jetzt mal ganz kurz, wir müssen anscheinend die Pfeile weitergehen. So, ein bisschen weitergehen, Freunde, hier ist auf jeden Fall wieder eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter jetzt hier, und zwar rechts, links. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwas? Gucken wir mal ganz kurz hier rechts, Leute. Ich verwandle mich jetzt am besten mal hier ganz kurz in den alten Hagiwagi. So, und ist hier jetzt irgendwas noch? Nee, bei der Wand können wir auch nicht durch. Das heißt, ich muss immer ganz kurz hier auf der anderen Seite weitergehen, Leute. Weil da ist locker gleich irgendwas Krasses im Labyrinth versteckt oder so, ne? Habe ich hier links noch irgendwas? Hier links haben wir auf jeden Fall noch... Okay, hier haben wir jetzt gerade nichts. Das heißt, wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube, hier eben, Leute, hier vorne. Ja. Oh, ja. Yeah. Und jetzt, hier ist auch nichts. Hier, oh, hier ist ein Knopf. Und zwar der geheime Knopf. Und jetzt wissen wir, jetzt haben wir irgendeine Tür aufgemacht, ne? Ey, jetzt ist die Frage nur, welche Tür, Leute? Oh, verdammt, jetzt haben wir halt irgendeine Tür aufgemacht. Muss ich zu jeder Tür hingehen. Hallo, ist hier irgendwo die Tür? Hallo, ich sehe die Tür nicht. Hier ist ein Stock, Leute. Ich glaube, der Stock kam da gerade raus oder so, ne? Der Mummy Longlegs Nature, also Natur-Mummy Long. Oh mein Gott, sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind, glaube ich, von da gekommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Stock gerade bekommen, Leute. Was schon mal sehr, sehr gut war. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen weiter. Und ich glaube, hier wird sich noch viel, viel mehr verbürgen, ne? Das heißt, mal ganz kurz ein bisschen durchgehen. Ich glaube, hier ist... Oh mein Gott. Ja, Mann, hier ist nämlich anscheinend... Leute, hier ist noch irgendwie so eine Zwischenzugstation. Hier ist locker noch irgendwo was versteckt. Locker irgend so ein Mo... Da oben... Oh mein Gott, okay, warte mal, den habe ich fast nicht gesehen, ne? So, jetzt müssen wir irgendwie kurz gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Aber ich bin halt als Figur... Oh Gott, bin ich fast zu dick. Okay, ich muss mich jetzt ganz kurz in eine normale Person verwandeln. Am besten jetzt hier, wen nehmen wir denn? Die, wir können den nicht auswählen, gerade an dem Ort. Okay, warte mal, ich muss anscheinend ein paar neue auswählen. So, ich bin jetzt hier normal. Jetzt kann ich hier schön wieder einen neuen collecten, Freunde. Und zwar habe ich jetzt hier den Spinnen-Mummy Longlegs. Oh mein Gott, wie krass ist das denn, Freunde? Einfach Spinnen-Mummy Longlegs. Okay, ist hier oben noch irgendwie ein anderer oben drauf, den ich gerade noch nicht gesehen habe. Was ist das denn? Wir können hier einen Code eingeben, Leute. Oh, dafür müssen wir es kaufen. Okay, ich würde sagen, wir kaufen das jetzt mal ganz kurz. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir das kaufen können. Und zwar den William-Skin. Ich weiß zwar nicht, was er bringen soll. Und ich weiß auch nicht, was es bringen soll, dass wir jetzt hier gerade hochgehen können. Oh Gott, wir haben ja fast jetzt die ganze Map gesehen. Aber hier oben, wie gerade mal geguckt, hier oben ist auf jeden Fall nichts. Deswegen, lass mal ganz kurz weitergehen. Ich glaube, hier vorne, wir können sogar sprinten, Leute. Aber halt nicht wirklich schnell. Also können ja nur sehr, sehr wenig sprinten. Ich glaube, hier ist gerade nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier wieder zurück. Und zwar gehen wir jetzt hier zum, nach draußen. Lass mal kurz gucken, was wir so draußen haben. Vielleicht irgendwelche... Irgendwelche Mummy Longlegs Morphs hier? Da! Da, Freunde, da ist irgendwas. Lass mal hingehen und nachschauen. Und zwar haben wir jetzt hier gerade den... Was ist das denn? Irgend so ein... Ah, 1 von 3 Zetteln. Aber uns fehlt immer noch einer von den 3 Hagiwagis, ne? Den haben wir immer noch nicht gefunden. So, lass mal ganz kurz jetzt mal hier schauen. Hier ist in dem Gebüsch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist anscheinend noch ein weiterer Zettel. Das war locker so ein Slenderman jetzt hier gleich oder so, ne? Locker der Slenderman, Mummy Longlegs. Okay, hier können wir anscheinend gerade nicht weitergehen. Hier ist so irgendwie Ende der Map oder sowas, Leute. Das heißt, hier können wir... Doch, wir könnten... Nee, doch nicht. Ich dachte, wir können weitergehen. Aber können wir anscheinend gerade nicht. Wir können aber hier, glaube ich, auf den Berg raufgehen. Auch nicht. Sollen wir vielleicht dann irgendwie hier noch einen weiteren Zettel versteckt oder so, Leute? Ich sehe... Ja, da vorne. Leute, seht ihr das? Da ist noch ein weiterer Zettel. Das heißt, da haben wir gleich alle 3 Zettel gefunden. Und ich bin gespannt, was die uns bringen, weil bis jetzt haben wir jetzt gerade nicht bekommen. Jetzt haben wir, ah man, den Slenderman Mummy Longlegs einfach jetzt hier gerade freigeschaltet, Leute. Oh mein Gott, es gibt auch noch richtig viele hier, hart und sowas, extrem. Leute, wie sollen wir die denn bitte schon bekommen? Okay, lass mal ganz kurz hier wieder reingehen, Leute. So, immer ganz kurz hier wieder reingehen. Und dann lassen wir hier kurz bei Teleport nochmal zum Atrium gehen, Leute. Oder, weil da können wir nämlich nochmal hier reingehen. Zum Beispiel bei der Funzone, Leute. Ne, Funzone waren wir, glaube ich. Ich glaube, bei der grünen Tür. Oder Elektrizität. Oh mein Gott, wir können bei Elektrizität rein, Leute. Und war das dann das für ein Geschenk oben? Das habe ich eben ja gar nicht gesehen. Warte mal. Hallo? Was ist denn das für ein Geschenk? Oh Gott, guck mal, wir können das einsammeln, Leute. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was haben wir jetzt hier für ein Geschenk? Und zwar ist das jetzt hier Mummy Longlegs mit 2 Köpfen. Oh mein Gott, Freunde.
Es haben sich 50 Feinde für Ben versteckt. Können wir alle finden in unter 20 Minuten? Wenn ich es nicht schaffe, muss ich meinen Kanal löschen. Timer von 20 Minuten sind gestartet, Freunde. Wir müssen jetzt heute probieren, alle Bens zu finden. Wir haben jetzt so einen kleinen Bendex. Hier sieht man schon mal alle Bens. Das sind 50 Stück anscheinend. Beziehungsweise wir müssen halt 50 Stück finden. Und jetzt müssen wir erstmal hier kurz bei den ersten Talking Old Ben haben wir jetzt schon mal gefunden. Dann haben wir hier locker noch gerade, ich sehe es hier gerade, Leute. Den Fernseher Ben. Oh mein Gott. Und sogar noch den Pink Ben, der dahinter versteckt war, Leute. Guck mal hier. Ich bin nur berührt, weil ich gerade zum Fernseher gegangen bin. Wie cool war das denn? Ja, noch Talking Card Ben. Ey, sind ja echt richtig viele Bens unterwegs, ne? Hier ist auch noch ein Ben, Freunde. Und zwar der Animate Object Ben. Okay, und oh, Leute, oh mein Gott. Das Ding ist, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Talking Ben gespielt? Ja, auch nochmal Sitting Talking Ben. Der stellt immer so ganz komische Antworten. Anscheinend ist hier auch noch einer. Und zwar Talking Non-Secret Ben. Hier oben auch nochmal so ein Purple Talking Ben. Ey, Leute, ohne Spaß, wir kommen echt gut voran. Also, sind auf jeden Fall natürlich auch echt relativ leicht noch versteckt. Anscheinend soll es in so einem geheimen Raum einen richtig krassen Ben geben. Den werden wir heute auf jeden Fall auch nochmal holen, Leute. Deswegen unbedingt dranbleiben, um den nicht zu verpassen. Und natürlich, zu hoffen, dass ich nicht meinen Kanal lösche, falls ihr nicht alle findet. Jetzt komm mal, pass auf, gehen wir jetzt mal hier rein. Und oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt hier gerade gelandet? Guck mal jetzt hier, ey, nein, ey, da wäre gerade ein krasser Ben oder sowas gewesen, ne? Und jetzt wäre er gerade mal irgendwie runtergefallen oder sowas. Warte mal, ich muss nochmal ganz kurz hier zurückgehen, obwohl, lass mal ganz kurz hier nach oben gehen in einer kurzen Zeit. Ey, was? Okay, warte mal, ich kann jetzt hier nach oben gehen. Und dann ist hier, oh ja, ist anscheinend noch ein Ben, und zwar Happy Talking Ben. Und ist es hier nochmal der YouTube-Ben oder was? Hier ist einmal der YouTuber-Talking-Ben und dann im Fernsehen nochmal der Talking-YouTube-Ben. Hier ist auch noch einer versteckt. Aha, der FNF-Talking-Ben. Und hier auch nochmal der Gitarren-spielende Ben. So, ist hier im Raum vielleicht noch irgendwas drin? Irgendwas versteckt oder so, ne? Wir müssen unbedingt... Oh, was ist denn das? Was ist denn das da in der Ecke? Okay, es war anscheinend nur eine Lampe, aber wir haben die Lampe jetzt gerade aktiviert und ich glaube, diese Lampe werden wir später auch in dem Video gebrauchen können. Deswegen unbedingt dranbleiben, um herauszufinden, wofür wir diese Lampe brauchen. Okay, jetzt können wir noch anscheinend hier nochmal den Talking Pillow Ben, den Talking NFT Ben, Talking Blumen und Alter, wie viele Bens gibt es denn bitte schon hier in dem Spiel? Ist ja auch nochmal irgendwas versteckt da drunter oder sowas oder vielleicht auch das ganze Ding hier anscheinend, aber gerade nicht. Obwohl, hier, guck mal, oh mein Gott. Was war denn das gerade? Ich glaube, wir haben gerade so ein Buch oder sowas eingesammelt, was wir später auch nochmal verwenden können. Deswegen bleiben wir unbedingt dran, um herauszufinden, was wir mit diesem Buch machen können, Freunde. Okay, jetzt können wir, glaube ich, hier nochmal nach oben gehen vielleicht. Irgendwo hier oben drauf noch irgendwas? Okay, nein. Das heißt, wir gehen wieder eine Etage nach unten und gehen dann erstmal jetzt wieder in den einen Raum, wo wir eben waren, wo wir ja nicht irgendwie so richtig weiterkamen. Ne? Das heißt, wir können jetzt ganz kurz nach rechts gehen und dann gehen wir hier ganz kurz weiter. Oh, boah, was ist das denn hier? Ein Knopf, den wir drücken können? Nee, okay, aber den Knopf können wir leider nicht drücken. Aber jetzt sind wir hier schon mal und oh mein Gott, hab ich alle übersehen. Und zwar hier den Talking Brady, Talking Guest Ben und ey, Hilfe! Hilfe, ich hänge in der Wand fest! Nein, och, ey, was? Dann lass uns diesmal nach draußen gehen, ey. Du doof, dass wir die ganze Zeit immer geholt werden. So, ich sehe noch ein paar weitere Bands. Ich glaube, hier auch noch so, genau, so ein Müllton-Band auch nochmal dazu. Gucken wir mal ganz kurz. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ganz schön viele gefunden, Freunde. Wir müssen aber natürlich noch viel, viel mehr finden. So, das haben wir jetzt hier noch irgendwo am Start. Und zwar, oh, der Wooden-Talking-Band. Lol. Hier, Leute, das ist einfach dieser... Oh mein Gott, den habe ich fast gar nicht gesehen. Ich bin nur zufällig auf den raufgegangen jetzt hier, ne? Okay, Talking Orbin. Keine Ahnung, wer das sein soll. Hier ist auch nochmal irgendwie so ein Ben, aber an den kommen wir, glaube ich, gerade nicht unbedingt dran, oder? Ein bisschen mehr... mit dem vielleicht ein bisschen Schwung oder so? Ah, habe ich den bekommen jetzt gerade? Okay, ich glaube, wir müssen... Warte, oder müssen wir einfach klettern, glaube ich? Oh, wir können hochklettern. Ach so... Okay, das heißt, wir können einfach hier rangehen, Freunde. So, und dann klettern wir das ganze Ding ganz kurz hoch. Wo ging es eben? Ah, egal, den holen wir uns gleich auf jeden Fall. Jetzt haben wir nochmal ganz kurz hier so ein Bilderman-Talking-Ben. Was haben wir jetzt hier noch? Was ist das denn hier für eine Zeitkapsel? Time-Talking-Ben. Oh mein Gott, wir müssen alle, jede Stunde kann man sich den nur holen. Oh, was? Und ich habe ihn, Leute. Oh mein Gott. Okay, krass. Ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir gerade einmal diesen Ben hier haben können oder so, Leute. Oh, hier an der Seite, den habe ich sogar fast noch übersehen. Anscheinend den Devil-Talking-Ben. Und oh, wir sind hier sogar in der Mine. Und oha, ist das hier dunkel drin, Leute. Okay, das ist mir gerade ein bisschen zu dunkel. Da gehen wir auf jeden Fall mal später rein. Ich kann jetzt hier aber ganz kurz in die Schule gehen von Tom. Also, falls ihr noch Talking Tom kennt. Oh, wer ist das denn hier? Guck mal. Hier sind die einfach hin versteckt. Wer bist du? Achso, das sind Spieler. Aber wer ist das denn, Leute? Guck mal. Wir haben einfach, ey, hallo? Hä?
Warum kann ich denn... Ich kann ihn nicht einsammeln, der ist eingefroren. Wir müssen ihn, glaube ich, später noch auftauen. Vielleicht hat es was mit den Lichtern zu tun. Hier ist auch noch eine Obby. Müssen wir die vielleicht irgendwie auch noch machen oder so? Pass auf, warte mal. Hier können wir anscheinend gerade... Oh, hier oben. Seht ihr den da oben? Wir müssen irgendwie zu den hinkommen. Aber ich kann jetzt auch hier leider nicht hochklettern. Nee, und hier kann man... Okay, das müssen wir, glaube ich, nochmal später herausfinden. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz in die Schule rein, Freunde. Ich glaube, in der Schule sollten wir auch noch so einen Ben haben, der wahrscheinlich... Oh, guck mal, Talking Carpet Ben. Also der Teppich Ben einfach. So, was haben wir jetzt hier im Labyrinth jetzt hier am Start? Erstmal jetzt hier ganz kurz. Oh, wer bist du denn? Oh, guck mal, auch hier der Crewmate Talking Ben, der Artist Talking Ben. Ist hier noch irgendwo einer versteckt oder so, Leute? Wir müssen ja natürlich mal alles hier abgucken. Aber ich glaube, der Raum ist sicher. Hier auf jeden Fall mal ganz kurz das Poster, ne? Talking Poster hier. I showed speed, okay. Irgend so ein YouTuber, Leute, der ganz viel mit Talking Ben anscheinend macht. Hier ist aber gerade kein... Oh doch, hier, Funky Rapper Talking Ben, okay. Haben wir doch hier irgendwie... Jawohl, hier nehme ich das Buch, Leute. Okay, sehr gut. Gehen wir mal ganz kurz weiter. Haben wir, glaube ich, nochmal hier so ein Chips-Talking-Ben oder sowas wahrscheinlich. Hier in der Ecke der Talking-Secret-Ben, Orange-Talking-Ben. Leute, Water-Talking... Ey, wir haben gerade so viele... Okay, warte mal, ich glaube, hier wieder so ein kleiner Knopf, den wir auf jeden Fall jetzt wieder nutzen müssen. Denn hier ist locker auch noch so ein Geldschein. Oh, hier oben die Glühbirne-Talking-Ben. Leute, ohne Spaß. Hier sind so viele gerade immer versteckt. Ne? Im Gegensatz zu den anderen Spielen sind hier halt so viele. Ne? Das heißt, erstmal ganz kurz nochmal den mitnehmen. Und dann haben wir, glaube ich, hier genau in der Geschichtsklasse, wer ist das denn jetzt hier nochmal anscheinend? Der Bully-Talking-Ben. Denn hier auch nochmal der Talking-King-Ben. Und ich glaube, Talking-Giga-Ben, den haben wir ja nämlich auch noch hier gerade. Seht ihr das, Leute? Den haben wir einfach da gerade geholt. Also denkt dran, ne? Falls ihr den überseht, einfach unbedingt dann holen auf jeden Fall. Okay, weiter geht's jetzt hier in den nächsten Raum. Der ist diesmal nicht beschriftet und der ist hier How to Draw Imposter. Mhm. Und hier soll jetzt anscheinend... Oh, Talking Benuga? War die hier irgendwo, Leute? Die habe ich gar nicht gesehen. Hier vielleicht irgendwo? Hä, ich habe Talking Old Cartoon Ben? Ich habe gerade ganz schön viele Bands gerade gefunden, ohne dass ich weiß, wo die sind. Das heißt, man muss hier anscheinend einfach nur ein bisschen dagegen laufen, glaube ich. Okay, gehen wir mal ganz kurz weiter jetzt hier. Hier waren wir jetzt ja gerade schon. Ich glaube, ich habe aber eben noch was übersehen. Ne? Wir konnten nämlich gerade eben noch hier hingehen. Und zwar hier hochgehen, Leute. Ich wusste gar nicht, dass so eine Schule auch noch so ein Ding nach oben hat. Deswegen, wir gehen mal ganz kurz hier weiter nach oben, Freunde. Und gucken mal, was sich hier oben so befindet. Und ich glaube hier... Aha, Bücher, Bücher, Bücher. So, hier ist auf jeden Fall... Anscheinend kein Ben am Start. Ist vielleicht... Aha! Okay, der nächste. Dark Blue Talking Ben. Dann hier... Ah, Leute! Talking Tom! Wir haben einfach gerade Talking Tom gefunden. Wie cool ist das denn? Und oh mein Gott, den habe ich fast übersehen. Der Teal Talking Ben. Alter, was? Den habe ich sogar fast übersehen, Freunde. Ey, sehr cool. Und dann haben wir hier anscheinend irgendwie so einen Geheimraum. Lass mal ganz kurz da reingehen. Rich Talking Ben. Okay, wir müssen anscheinend dafür erstmal 4 Bobooks finden. Bei 2 Ben House und Ben Street anscheinend. Gut, mal gucken, was wir hier nach vorne haben. War locker auch noch irgendwas versteckt oder so. Aha, da müssen wir so sagen, hier ist anscheinend nichts. Ich glaube glaub den ganzen nicht. Ah, komm schon. Hier muss doch locker irgendwas sein, bitte. Nee, ich glaub's da nicht. Ehrlich, einfach gerade hier in der Ecke einfach nichts. Dann lass uns aber hier ein bisschen im Wald rumlaufen, Leute. Ich glaube nämlich hier, oh ja, hier haben wir nämlich ganz, ganz viele Bands. Und zwar haben wir den Graffiti-Ben. Denn hier habe ich nochmal einmal... Vielleicht eine Müllton-Ben? Nee, leider nicht. Aber jetzt hier den Obdachlosen-Ben. Obwohl, das ist der Bacon-Ben, Leute. Aber ist ja fast schon dasselbe. Dann haben wir hier vorne... Oh ja, guck mal hier. Nämlich der schöne Meadow-Ben. Was haben wir hier nochmal? So einen schönen Blueberry. Hier ist auch nochmal einer, Leute. Der Dark-Green-Talking-Ben. Alter Schwede. Und dann... Oh, hier schön den Apfel. Oh ja, den schönen Apfel mitgenommen. Hier oben... Oh mein Gott, hier oben ist, glaube ich, so eine Obby oder sowas. Dann seht ihr das, Leute? Wir können jetzt anscheinend so eine Obby machen. Das heißt, ich werde mal ganz kurz hier vorsichtig... Joch, was so knapp. Wir haben fast den Ben oben bekommen. Okay, pass auf. Ich probiere die Obby nochmal ganz kurz die zu machen. Und, oh, warte mal. Wir können nämlich, glaube ich, genau, von den Baumstämmen hier rauf. Dann hier so lang. Und ich glaube, seht ihr das, Leute? Oder sehe ich das nur gerade erst jetzt? Wir können hier lang laufen. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Und dann können wir hier noch weiter lang laufen, Leute. Und dann können wir hier oben nämlich den Ben holen. Den Vogel-Ben. Ja, den Talking Bird-Ben. Okay, das Ding ist, jetzt haben wir schon mal den Talking Bird-Ben. Aber ich will nämlich auch noch den einen eben holen, Leute. Den man gerade schwer gesehen hat. Und zwar muss ich jetzt hier nochmal ganz lang laufen. Hier hoch. Dann hier nochmal ganz hoch. Und dann kann ich hier nämlich runterspringen, Freunde. Oder? Ne, es könnte eng werden. Okay, da muss ich mal ganz kurz
Ja, okay, jetzt habe ich ihn, Leute. Der Benwork. Okay, ist hier noch irgendwo einer versteckt oder so? Oh ja, habe ich das gerade echt was übersehen? Und zwar hier, das kleine Ding da. Der Stumpel da, Talking Ben, Alter. Was? Okay, dann haben wir hier vorne haben wir noch irgendeinen. Ja, und zwar Talking Purple Guy. Und ich glaube, hier haben wir... Oh ja, hier auch nochmal einer. Talking Ant Ben, also einfach so eine kleine Ameise. Hier locker auch noch vielleicht Pflanze? Nee, auch nicht. Ist hier noch irgendwie im Baum irgendwas versteckt? Ich gucke gerade auch nochmal, Freunde. Vielleicht können wir auch sogar... Oh mein Gott, ich glaube, wir können... Guck mal, wenn wir hier nämlich oben sind, aufs Dach, glaube ich, gleich raufgehen, ne? Okay, lass mal ganz kurz probieren, ob wir das jetzt schaffen. Lass mal ganz kurz hier langlaufen, Leute. Und dann hier nochmal auf den Baumstamm rauf. Und dann können wir vielleicht nämlich gleich auf das Dach rauf, Leute. Und auf diesem Dach... Oh mein Gott, hier geht es ja so hoch, ne? Kann ich hier vielleicht auch einfach hochklettern, Leute? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Ah! Ich glaube, ich muss dafür halt ein bisschen weitergehen, aber das Ding ist, wir sind jetzt hier zwar oben drauf, aber Leute, ich glaube, um auf diesen Baum da zu kommen, muss ich erstmal so jetzt hier, genau hier so raufspringen und dann kann ich, ach verdammt, okay, dann weißt du, oh mein Gott, siehst du das da im Baum? Oh, das habe ich erst fast übersehen. Guck mal hier, der Camouflage-Ben, aber ich kriege ihn gerade irgendwie nicht eingesammelt, Leute. Warum auch immer. Okay, dann lass mal ganz kurz hier schon mal in die Wüste gehen. Ich glaube, in der Wüste haben wir noch mehr Bens. Okay, wir haben auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit, Leute. Wir müssen unbedingt jetzt hier den, oh Gott, hier, guck mal. Was haben wir den, hab ich schon eingesammelt, ne? Okay, ja, habe ich schon eingesammelt. Wir müssen unbedingt, oh mein Gott, wir brauchen 100 plus, um da reinzukommen. Ach so. Ey, was? Okay, wir müssen noch allgemein mehr Bens finden. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal hier vorne schön raufgehen, Freunde. Und zwar, jawohl, hier nämlich rauf. Und dann können wir nämlich hier schön die Parcours machen. Dann haben wir hier schon mal direkt den nächsten Ben. Und zwar hier anscheinend. Ah, ey, warum kann ich den nicht einsammeln? Vielleicht habe ich den auch schon, Leute. Ich glaube, das war nicht der Totenkopf-Ben. Und jetzt können wir jetzt nämlich... Ah, jetzt können wir nämlich hier, wenn wir den Knopf drücken, dann sind wir nämlich hier gleich... Ah, ich komme nicht rauf, leider. Aber wir können jetzt, glaube ich, hier weitergehen. Um dann... Oh ja, wichtig. Oh, wichtig, Freunde. Jetzt haben wir noch einen Knopf aktiviert. Oh, ich bin echt gespannt, wofür der Knopflacher sein wird. Und hier, seht ihr das, Leute? Da ist einfach ein Ben. Den Ben müssen wir auch noch bekommen gleich. Ich gehe aber trotzdem mal ganz kurz ein bisschen weiter. Auf dem Dach kann ich jetzt leider gerade nichts machen. Ich kann aber, glaube ich, hier vorne... Oh, du siehst jetzt klar auch noch den Knopf da gerade. Ich kann es nämlich, glaube ich, hier schön den Ballon... Genau, Talking Ben Ballon habe ich gerade eingesammelt. Und dann... ist hier noch irgendwas versteckt oder so? Okay, nein, da muss ich nochmal ganz kurz die Runde gehen, um dann quasi diesen einen geheimen Bänder zu finden. Und das Ding ist, manche sind halt echt krass gut versteckt, Freunde. Das bedeutet, ich muss das hier einmal ganz kurz so langlaufen. Achtung. Und jetzt kann ich mir nämlich hier ganz kurz diesen Ben schnappen, der quasi da an der Wand ist. Ne? Das heißt, hier ganz kurz, guck mal, hier schön hochspringen. Oh, den Ben habe ich auch was übersehen. Der korrupte Talking Ben. Ha! Okay, dann lass hier runterspringen und jetzt... Und ich habe ihn, glaube ich, bekommen oder so, ne? Okay, das ist schon mal sehr gut. Das kann ich hier, glaube ich... kann ich hier jetzt auch noch hochspringen? Nee, leider nicht, ne? Okay, kein Problem. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier aufs Dach... Warte, pass auf, ich kann jetzt hier rauf. Dann hier. Und dann... Jawohl! Jetzt habe ich hier nochmal den nächsten Ben. Und zwar den Lightning Talking Ben. Ey, Leute, hier sind so viele... Und wie kommen wir bitte schon da oben rauf? Ich will auch da oben rauf. Und man kann hier auch noch weiterspringen, um den Ben da zu bekommen, den Geheimben. Okay, dann lass mal ganz kurz... Okay, was macht der? Kann man hier hochklettern? Anscheinend kann man hier hochklettern, Leute. Wir müssen halt nur den richtigen Winkel finden. Oh, warte. Ich glaube, wir müssen hier so rangehen. Und dann... okay, nee, ich glaube, wir müssen allgemein hochklettern. So, einmal schön hier rumspringen. Ey, was? Okay, ich glaube, ich muss... okay, er springt anscheinend so rum, hat es aber auch nicht geschafft. Kann ich mir den Bänder vielleicht noch holen, Leute? Ich will unbedingt den Bänder haben. Oh, warte. Oh. Pass auf, wir müssen anscheinend... Lauf ich doch hier ran jetzt hier und jetzt muss ich runtergehen und dann vielleicht... Ah, es geht auch nicht, ne? Okay, kein Problem. Oh mein Gott, Alter! Guck mal, Leute, ich bin jetzt hier gerade in so einen Raum reingekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Ich kann jetzt hier gerade alle Bens einsammeln. Leute, was? Hier sind so viele Bens. Oh mein Gott, guck mal unten rechts, wie das abgeht gerade. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade so viele Guck mal, das... Oh mein Gott, guck dir das mal an, wie viele ich schon eingesammelt habe. Was? Ich würde gerne echt in den Wüstenbereich rein, aber wir brauchen dafür halt irgendeine Badge oder so. Die habe ich halt leider nicht jetzt, Leute. Und es ist sogar dunkel geworden und jetzt auch wieder hell. Was? Okay. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade probiert... Oh, ist hier noch irgendwo einer? Warte mal, ist hier noch irgendeiner? Ich glaube, hier ist noch locker noch irgend so ein Pflanzen-Ben oder so. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall so viele Bens gefunden, dass mein Kanal nicht gelöscht wird, Freunde. Und oh mein Gott, gut, Ameisen-Ben haben wir auch schon gefunden. Yo, Kaffer!
Lange ist es her, dass wir eine Episode gespielt haben, wo wir einen Knopf finden müssen. Denkst du, wir werden heute alle Knöpfe finden? Ich hoffe es. Und heute soll es sogar extra schwer werden. Und am Ende erwartet uns noch eine Überraschung. Oh, ich bin echt gespannt. Guck mal, wie wir laufen. Uga, uga. Okay, also wir müssen jetzt hier anscheinend irgendwie Knopf finden. Denkst du, da ist hinter irgendeinem Baum oder sowas? Ich schätze mal auf jeden Fall, dass es ein roter Knopf sein wird. Ne? Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also so wie bei den letzten Folgen. Falls ihr nicht gesehen habt, Freunde, die müssen auf jeden Fall auch unbedingt... Ah! Mach das. Guck mal hier. Denkst du, das ist ein Knopf? Was? Ich kann nicht da draufdrücken. Mach mal. Ich hab drauf gedrückt. Oh, und ist aufgegangen. Juhu! Komm schnell zum Schneemann. Okay. Wir sind jetzt hier auf der nächsten Map. Okay, also, das feiere ich ja schon, dass die Knöpfe nicht so ganz easy zu sehen sind. Weißt du, sind so ein bisschen mehr versteckt auch. Denkst du, hier sind irgendwo hier hinter vielleicht? Nee, auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich glaube, ich weiß schon, wo der ist. Ja, wie wo? Ich glaube, dass das hier hinten dieses Viereck ist. Viereck? Ich dachte so mäßig, weißt du, so oben drauf. Ach so. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Knopf vielleicht beim Weihnachtsmann hier ist oder so? Nee. Schneemann, meinst du? Ja, kann auch sein. Aber es ist nicht. Hä, wollen wir den Hut ziehen oder so? An der Karotte ziehen? So? Ja, zieh mal an der Karotte. Also ich guck grad mal, ist das hier vielleicht irgendwo beim Baum oder so? Wo soll das versteckt sein? Das ist ja dann doch etwas schwieriger, als ich eigentlich dachte. Also eigentlich sollte es nicht so schwierig sein, jetzt hier einen Knopf zu finden. Hey Kasper, Mann, ich find den doofen Knopf nicht. Mann, irgendwo ist der hier versteckt. Ich würde schätzen bei einem Baum oder in der Ecke irgendwo. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ey, ich hab ihn. Guck mal hier. Wo ist er? Hier oben. Hier am Baum? Da oben. Hier, ich hab drauf gedrückt. Hier beim Baum oben. Siehst du das? Hier oben. Dieses ganz kleine Ding. Okay. Das heißt, so sieht quasi der Knopf aus. Der passt sich mal an die Umgebung an. Und jetzt sind wir hier gerade irgendwie... Ja, in der Lava-Welt, aber war gar nicht so einfach. Ne? Das war echt nicht einfach. Also ich schätze, jetzt ist der Knopf diesmal an einem Kaktus dran. So wie der quasi... Ja, das könnte ich hier, auch. Nein, locker hier oben in der Palme oder so, ne? Ja. Oder hier. Ich guck gerade, haben wir... Ja, oder doch Kaktus, das kann auch sein. Kaktus ist auf jeden Fall auch noch in Ordnung. Also bei dir ist keiner, ne? Ne, bei mir war keiner hier am Kaktus. Aber eigentlich sieht der Knopf ist eigentlich ziemlich groß. Also wir sollten den eigentlich ganz nur in eine andere Farbe. Ich bin ja voll hochgeflogen. Aber du müsstest warte mal, ich glaube, das ist der Eins der Blätter? Ich guck gerade, ob es eins der Blätter... Ey, sag mal. Hey! Ich kann dich boosten. Ich bin runtergefallen. Okay, warte mal, pass auf. Also der muss ja eigentlich dann... Würde ich schon sagen. Oder ganz oben drauf beim Feuer. Hier, ich kann oben drauf springen, oder? Mit dem Kaktus hier vielleicht? Da ist er. Wo ist er da? Der ist da oben drauf auf dem Haus. Aber. Ich drück drauf. Okay, ich habe auch drauf gedrückt. Ja. Sehr gut, sehr schön. Alter, das ist ja okay. Man muss auf jeden Fall ein bisschen rumtricksen. Wow! Hier sind überall. Was? Oh mein Gott. Gruselige Skelette. Okay. Hier will ich schnell raus. Hier will ich auch schnell raus. Hier sind richtig komisch drauf, Alter. Oh mein Gott, wieso tanzen die hier so rum? Hier am Baum vielleicht. Also der Knopf, der muss ja eigentlich relativ. Oder so ein Blutfleck, da kann der auch drin sein. Boah, locker ist da so ein Blutfleck. Ich guck gerade auch schon, ne? Aber. Nee. Okay. Glaubst du, das ist so ein Blutfleck? Ich kann mir vorstellen, dass der auch bei diesem Gemälde ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das Gemälde sieht schon. Da getarnt. Nee, okay, bei dem Gemälde ist. Nee, aber sieht nicht so aus. Hier im Baum, nee. Ja, auch nicht immer. Denkst du, das hat vielleicht irgendwie so ein kleines Skelett oder so? Kann auch sein, dass es ein Skelett ist, aber das glaube ich nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, der Grabstein. Vielleicht ja hier sogar oben auf dem Bild oder so drauf, aber nee, hier ist nichts. Auch gute Idee. Habe ich auch schon mal gelegt. Das ist generell mit so ein bisschen weiter oben. Der Grabstein, nee, auch nicht. Hier vielleicht auf dem Bild auch nicht. Oder unterm Bild, auch noch nicht geguckt. Warte mal, guck mal. Was ist? Hier kann man reingehen. LOL, hier ist der Knopf. LOL. Ich hab's gerade nur zufällig gesehen. Oh mein Gott, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Ey, voll clever eigentlich, ne? Okay, dann geht's jetzt direkt wieder ins nächste Level. Ja, das ist doch easy hier, das Buch. Ich hab ihn direkt hier vorne, das Abbuch. Das Buch? Nee, das ist Scam gewesen. Das ist Scam. Das war veräppelt. Dann ist er locker. Hier drunter oder so? Nee. Hä? Hier oben oder nicht? Hä? Das war ja voll leichtes Level. Das war easy. Das war ja voll einfach. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wieder so ein Baumlevel. Guck mal, hier ist so ein riesiger Typ. Okay, pass auf. Also ich denke mal, der Knopf könnte... Ah, ich hab ihn. Du findest ja hier jeden Knopf, Mann. Guck mal hier. Wo ist er? Guck mal, jetzt ist der wieder voll einfach, ne? Siehst du den? Ach, hier in der Ecke. Ah, ja, in der Ecke. Ganz einfach draufdrücken. Aber so einfach kann ich es jetzt auch nicht. Okay. Hier. Oh Gott. Das Haus vom fliegenden Holländer? Können wir einfach durchgehen? Scheint. Okay. Und hier soll jetzt ein Knopf sein? Nee, hallo? Okay, da, ich habe ihn entdeckt.
Hier oben. Warte mal, ich komme mal. Siehst du das? Oben an der Wand, hast du ihn gesehen? Der war eigentlich relativ leicht. Nee, aber egal, Hauptsache du hast ihn gesehen, wir kommen hier raus. Okay. Oh, cool. Oha, wir sind hier einfach mitten. Sieht gemütlich aus hier. Das sieht echt gemütlich aus. Okay, pass auf, hier sollte ja ein Knopf nicht so schwer sein. Wahrscheinlich irgendwie ist einfach so ein Kopfkissen oder sowas. Nee, ich hab ihn. Wie? Ein Sandwich? Mir wurde gerade schon wieder angezeigt, dass ich jetzt klicken kann, aber beim Freddy, ich kann aufs Feuer klicken. Aufs Feuer? Mitten im Feuer drin, ja. Lol. War das jetzt schon? Das war's, glaube ich, schon. Ja. Lol. Hä, das wäre ja eigentlich voll schwer gewesen, ne? Das war voll schwer, war Glück, dass ich da gedrückt habe. Okay, pass auf, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier nochmal. Hier ist er bestimmt zwischen so einem Heuballen oder sowas, ne? Mhm. Also der muss ja, wie du gesagt hast, ja, der muss ja eigentlich bei den Kühen sein. Bei den Kühen eigentlich oder? Hast du mal probiert, bei den Kühen einfach drauf zu drücken? Ja, habe ich versucht, aber hat nichts gebracht. Also vielleicht, ja, vielleicht am Euter irgendwo oder so. Ja, habe ich mir auch gerade... Oder beim Zaun hier irgendwie, aber nee, wäre auch zu schwer, glaube ich. Das wäre halt echt, glaube ich, zu schwer. Oh mein Gott, Kaspar, ich habe einfach den Knopf gefunden. Du wirst nicht glauben, wie der versteckt war. Ey, wir haben so lange gesucht, Leute. Hier, unter der Kuh siehst du ganz minimal was Weißes. Nein, oh mein Gott, so schwer sieht er gar nicht versteckt aus. Unglaublich, okay. Dann geht es jetzt hier in den nächsten Raum. Ey. So lange gebraucht, ey, Überfall! Oh Gott, das ist... Stehen bleiben! Okay, pass auf. Okay. Jetzt müssen wir einen Knopf finden im Gefängnis? Hä? Oh mein Gott, okay, wo soll der hier denn sein? Okay, also den sollten wir eigentlich relativ leicht bekommen, ne? Das denke ich auch. So, wir gucken kurz ganz gründlich die Zelle durch. So, ja, ich gucke hier gerade vielleicht schon. Oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das was zusammenhängt mit diesem einen Typen, der da am Gitter hängt, ne? Glaubst du? Ja, das glaube ich. Ich gehe mal zu ihm. Vielleicht zeigt er hier mäßig den Weg. Nee, so, hier haben wir auf jeden Fall... Nee, also ich habe ihn! Wo? Ich habe ihn! Wo ist er? Hier unter dem Fuß von dem Gefangenen. LOL! Was? Ihn klebt einfach so ein kleiner grüner Knopf unten am Fuß. Oh mein Gott. Oh! Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Gott, okay, hier müssen wir irgendwie überleben. Holy moly. Okay, schnell den Knopf finden. Wo könnt ihr jetzt hier... Ich sag Safe Call hier im Bus. Safe Call. Hier in der Wolke. Ja! Ich bin im Bus drin. Nein. Nee. Der ist aber locker hier drin, der Knopf. Hier irgendwo unter der Hand oder so. Hier. Nein. Ich guck gerade, ich finde ihn aber nicht. Ey, Kaspar, ich glaube, ich gib's gleich auf, ne? Ich glaube, ich gib's gleich auf. Ich finde den Knopf bestimmt nicht schon mehr. Eine Viertelstunde das oder ist so, so lange, ich verbrenne mich jetzt, okay? Ich gehe jetzt hier ins Feuer. Ich komm auch. Oh mein Gott, hier ist der Knopf, Kaspar. Im Feuer drin, im Feuer drin. Ich wollte gerade ins Feuer gehen. Ich wollte gerade aufgeben. Jawohl! Als wenn er da jetzt war. Als wenn er jetzt die ganze Zeit war. Alter. Holy moly. Wir sind jetzt hier einfach so ein riesiger Hai. Aber richtig großer Hai, ne? Okay, wo soll hier der Knopf versteckt sein? Also ich kann mir vorstellen, da der Knopf auch gerne mal in so Sachen drin ist, könnte ich mir so das in so einer Koralle oder so... Ja, auf jeden. Oder, also der Hai sieht für mich bisher ziemlich clean aus, ja. Ja, das darf man aber nicht unterschätzen. Statt diese kleine Haiflosse oder so. Ich hab ihn! Wie, wo? Oh mein Gott, das hat mich schon so komisch angeguckt. Guck mal hier, guck mal auf sein linkes Auge. Dieses ganz kleine schwarze Ding. Lol, das Alter. Ist der Knopf. Okay, sehr, sehr gut. Gut, dass wir hier auch weggehen können. Die Musik ist hardcore nervig. So, wir können jetzt hier... NASA, sag mal. Bisschen Weltraumstation. Ab geht's, okay. Kannst du da auch rein? Nee, da kann man nicht rein. Aber ich merke schon, das wird auf jeden Fall nochmal... Also das locker, das ist hier an dem Ding dran, ne? Locker ja, irgendwie sagen, so ein kleiner Fitzel oder so. Oder das soll man vielleicht denken und deswegen ist er gerade woanders. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ich check auf jeden Fall mal ganz kurz hier den... Ja, check mal das Ding die Raumstation ab. Aber das Ding kann man auch nicht aufmachen, ne? Nee, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich hier auf der... Warte mal, das ist jetzt nicht... Warte mal, ist er das? Ich hab ihn! Wie, wo, wie? Hier oben! Wie die Satellitenschüssel! Hä, wie? Die Satellitenschüssel da oben drauf, hier! Ja, aber bei mir kann ich das nicht... Oh, was? Ich war da schon drauf! Oh mein Gott! Hä? Okay, komm. Ich war da schon drauf! Weiter geht's! Oh Mann, okay. Jetzt haben wir hier nächstes Level. Wir sollen ihm glauben, in diesem Level gibt's auf jeden Fall einen Knopf. Ich hab ihn! Wie? Du hast ihn. Ich hab den... Zoom mal ganz doll raus. Er ist einfach oben auf dem Baum drauf. Nein, ich seh's aber auch. Aber ich kann ihn aber nicht drücken. Stimmt, ich auch nicht. Müssen wir da irgendwie hochkommen auf den Baum? Hä? Spring mal hier auf mich. Vielleicht kannst du dann auf den Baum drauf. Okay. Warte. Hier. Warte. Ja, noch ein Stück. Jetzt. Und. Nochmal. Warte. Und. Warte, ich muss erstmal... So, jetzt. Warte, müssen wir jetzt weiter... Da, weiter zurück. Ja. Jetzt springen.
Ey, Mann, Kaspar, ich finde den doofen Knopf nicht. Irgendwie, keine Ahnung, wo der sein soll, ne? Ding, ich weiß es doch auch. Hier nicht. Oben ist halt der eine, aber da kann man einfach nicht draufdrücken. Nee, und das Ding ist, da drüben steht ja auch. Glaub mir, es gibt noch einen zweiten Knopf, aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Ich hab auch, Leute, wir haben alles abgesucht. Wir haben alles abgesucht für bestimmt eine halbe Stunde, aber der ist hier einfach nicht. Das ist so verrückt. Das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Check eins beim Video aus, einfach draufklicken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.